kriegen. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wir sind live mit dem Heroes Champions League Qualifier Nummer 3. Der erste Qualifier, der jetzt auch mal auf Deutsch ausgetragen werden kann. Oder so, ja, Ja, doch, schon. passt schon. Ich bin der G-Shock und mit mir dabei ist Ghoul. Hallihallo. Und du hast gerade schon gesagt, du freust dich oder hoffst und betest und willst überhaupt und sowieso, dass PPP es endlich mal weiterschafft. Ja. Ghoul ist nämlich der Manager von Playing with Pain is Pain. Also hat er da durchaus ja, seine persönlichen Anreize, dass es langsam mal ein bisschen losgehen sollte. Das Besondere, da die in letzter Zeit ja schon recht gut gespielt haben, und dann muss man irgendwann auch mal eine Belohnung dafür her. So, ich sehe, irgendwie geht hier gerade schon das Banning los in der Lobby. Dummerweise bin ich erst zu spät reingekommen und deshalb habe ich nichts mitgekriegt. Hast du die Bans von Anfang an mitbekommen? Von Anfang an nicht. Nee, das Erste, was ich sehe, ist Nova Valla. Ja, das ist Und das das Erste, müsste was ich auch. auch gesehen habe. Ja. Naja, die haben ja schon ein bisschen was gepickt. Das heißt, man könnte eigentlich darauf schließen, dass die. Ach, wer spielte nochmal gegen Wellmet? Ich hab schon wieder. Die spielen in der ersten Runde gegen Naval Pro, ein russisches Team, von denen ich noch nichts gehört habe bisher. Okay, die haben wir, so wie es aussieht, Arthas First gepickt. Über Bans können wir jetzt natürlich nichts sagen, aber ich vermute mal Brightwing, Tychus und Arbatur im Normalfall. Naja, da steht's ja eh. Oh, ich hab's richtig predicted. Ich bin ja so gut. Aber auf Was jeden hast du Fall, richtig predicted? dass sie Arbatur und Tychus gebannt haben, jeweils. Ja, gut, das macht Aber das natürlich ist auch auch, Sinn. ja, Unsere relativ normal. Standardbands, genau. Ja. So, warte mal, ich muss mal schauen, ob ich das hier auch irgendwie hingekriege. Ja, na, das passt doch wunderbar. Instantan richtig gemacht. Ja gut, dein Bild kriege ich jetzt dann nicht rein, das ist nicht so aufwendig. Aber das passt schon. Das kriegen wir auch so hin. Gut, also wir haben Abathur und Tychus gebannt. Dann waren die Picks von dem russischen Team, Ich dessen glaube. Namen ich schon wieder verlegt habe, Naval Pro, Nova und Valor. Und so wie die picken, würde ich sagen, das war schon so mehr oder weniger mittendrin. Ich glaube, das russische Team hat mit Arthas angefangen. Dann müsste Tassa da Tyrael gekommen sein. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ungefähr so. Doch. Okay, Nova und Valor. Und dann sehe ich noch Gaslow. Das sind auf jeden Fall ein bisschen interessante Picks von Naval Pro. Ja, nicht ganz alltäglich, dass man Gaslow sieht in einem Ja, also ich meine, Competitive-Match. Gaslow war mal eine Zeit lang sehr, sehr beliebt. Hauptsächlich im Solo-Queue, aber ich glaube auch am Anfang, als so die Pro-Szene so ein bisschen losgelegt hat, hat man ihn doch ganz häufig gesehen, weil er halt extrem gut die Camps nehmen kann. Aber jetzt haben wir festgestellt, okay, die Helden kann halt auch einen Assassin und einen Warrior anfangs losschicken und auch schon in den ersten Minuten die Camps nehmen. Und man musste jetzt nicht unbedingt einen Gaslow für nehmen. Und ob du einen oder zwei Helden abstellst, ist auf den meisten Karten fast egal, weil du kannst halt sagen, okay, ich nehme die Camps early on oder ich versuche einen Early Team Kill zu holen. Und die richtig guten Teams, die kriegen es halt ohnehin hin, diesen Gank am Anfang zu umgehen. Also insofern riskiert man da jetzt nicht wirklich viel. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, inwiefern es geroamt wird. Wir sind ja auf Blackhearts Bay, von daher müsste es ja. Gibt es ja mehrere Möglichkeiten auf jeden Fall, wie man sich da aufteilt. Mit Tassa da zum Beispiel hat man die Möglichkeit, dass man den einfach, also im Early Mid-Game ungefähr, einfach mit dem alleine auf den beiden Top-Lanes bleibt und mit dem Rest einfach roamt. Weil Tassa da halt so einen guten Wave-Clear hat, dass er einfach beide Lanes alleine machen kann, wenn er nicht gerade großartig behindert wird. Wir haben Bakery drin. Und er sagt gerade, deutscher Kommentar saugt. So, Bakery doesn't translate like that. You just said, German commentary and then, I don't know. Yeah, it doesn't work like that.
deutscher Kommentar saugt. Ja, dann saugen wir es mal auf jetzt und lass uns mal loslegen hier. Auf der linken Seite hier von Black Hearts Bay haben wir unser deutsches Team in den blauen Farben. Und es ist natürlich well met. So, jetzt haben wir das. Und das stimmt auch. Wunderbar. Und da haben wir Sockel auf Tyrael. Hasu Ops spielt Falstad. Nomi spielt Anubarak. Hysterica, neuer Einwechselspieler, spielt Tassela. Und Hiruki spielt Brightwing. Und willst du uns den Gegner vorstellen? Ja, auf der anderen Seite haben wir das Team, wo ich den Namen die ganze Zeit vergessen, Naval Pro aus Russland. Mit Valor auf der Botlane, Arthas Nova auf der Toplane und ja, Midlane schaut gerade so aus, als wenn Uther und Gesslow sich da versuchen. Allerdings müssen die aufpassen. Nomi ja, steht bereit. Ja, wir müssen mal kurz die Augen offen halten. Das Problem ist, ich muss mal ganz, ganz fix hier den Sound runterstellen. Der ist nämlich viel zu hoch gedreht. Das bisher kann man passiert nicht kaum so noch viel. Hören und vermutlich mich genauso wenig. So, jetzt passt das. Gut. Schon mal ein bisschen interessant, hier Gesslow auf die Midlane mitzustellen. Wenn, dann will man ihn ja eigentlich relativ nah an den Camps auch haben, damit man halt seine Stärke rausspielen kann. Das, ja, mal gucken, was sie hier so vorhaben. Aber ich denke mal, das wird doch ein relativ einseitiges Match werden. Trotz allem, hier unten haben wir schon den ersten Gank-Versuch kurzzeitig gehabt, aber ja, da hat Wellmet eine echt sehr, sehr gute Lane-Control. Das heißt, Haswaps unterdrückt einfach Jest auf der Botlane und so konnten sich jetzt Nomi und Socke ganz, ganz einfach hier die Coins holen. Ja, also einfach letztendlich ausgeglichener Trade hier. Beide haben 5 Coins bekommen und jetzt sehen wir auch schon am Anfang hier die Stärke von Nomi und Socke. Können halt einfach gut roamen mit Anubarak und Tyrael, holen sich da direkt mal das gegnerische Doubloon-Camp. Ja, da ist Remus ihnen ja, heiß auf den Fersen, aber so richtig viel kann er auch nicht wirklich ausrichten. Die beiden sind halt zusammen so durchschlagskräftig, dass er sich nicht ranwagen kann, solange nicht auf seiner Seite, also auf Seite von Naval Pro, noch mehr jemand mit dazukommt. Da sehen wir jetzt Gesslow mal im Einsatz. Der versucht sich nämlich hier gerade das Merc-Camp zu sichern. Hat es auch schon relativ niedrig, aber man sieht halt, er nimmt doch relativ viel Schaden. Also ist nicht wirklich mehr die Taktik, die man im Pro-Meta momentan sieht. Ja, definitiv. Und ja, auf der anderen Seite natürlich auch jetzt das Easy-Camp. Nomi hat demnächst schon 10 Coins nach dem Camp hier. Also könnte dann theoretisch sogar ganz alleine einzahlen. Das ist natürlich auch immer ein Vorteil. Allerdings könnte es natürlich auch ein Nachteil werden, wenn er getötet wird, werden alle 10 Coins gedroppt. Ja, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da hatte ein Zera-Tool versucht. Oh, warte mal, jetzt haben wir kurz ein kleines Engagement, wobei nur Remus mit seinem einzelnen Stun wird da nicht ausreichen. Sascha kommt jetzt auch in und von unten Jespi, also Socke muss schon ein bisschen aufpassen, aber da kommt das Oracle von Hysterica und mit der Sicht haben sie natürlich auch ein bisschen die Gewissheit, okay, wir können hier einfach doch uns ein bisschen... ja, leicht zurückziehen und sind dann schon in einem guten Spot. Ja, da hatte ich nämlich vor kurzem ein Video gesehen von einem Zera-Tool, der irgendwie auf 100 Coins kommen wollte auf Black Hearts Bay. Das ist halt schon hart. Ja, es gibt einen Link zum Bracket. Gib einfach mal Ausrufezeichen Bracket ein. Und dann findet ihr das Link zum Bracket. Ja, also so 100 Coins-Troll-Strategien sind schon immer sehr lustig. Allerdings in ernsthaften Spielen funktionieren die natürlich nie, aber für ein gutes altes Public Game langt's auch. Schöner Disrupt hier von Sascha. Nomi wird dann natürlich auch direkt erstmal angegangen, aber nur Sascha allein würde ich nicht ausreichen. Oh, jetzt kommt hier noch Hiruki dazu. Auch Socke springt da direkt mit rein. Hasu Ops auch noch drauf. Also Sascha hat hier keine großartigen Chancen und da fokussieren sie auch sich richtig, richtig gut. Nomi ist gerade ein bisschen gestunt, aber ich glaube, das war eher so er selbst, der da stillstand. Und sie versuchen das Ganze noch weiter durchzudrücken. Jess Beats muss sich da unten sehr hart zurückziehen. Und auch Remus nimmt ziemlich viel Schaden, aber sieht nicht so aus, als wenn Mellet hier All-In gehen will. Wobei, wenn Remus sich hier so sehr aus der Position wagt, das ist ein bisschen merkwürdig auf Deutsch zu casten, ehrlich gesagt. Ja, ja, habe ich auch gerade gemerkt, aber ja, offensichtlich keine Chance hier für Naval Pro. Nachdem Arthas down war, ohne Tank können sie einfach schlecht fighten mit Nova, Valla und Gesslow. Die sind einfach super squishy. Ja, und damit konnten sie sich jetzt auch die erste Barrage holen. Die ersten Kanonenschüsse gehen jetzt hier direkt auf das mittlere Fort. Können es, glaube ich, nicht ganz rausnehmen. Da sind nur noch 3 Schuss übrig. Das heißt, ungefähr die Hälfte wird es da erlegen. Und den Rest müssen sie dann händisch erledigen.
Jetzt sind aber auch die Level 7 Talents von beiden Teams verfügbar. Da haben wir bei Tessadat Static Charge, Boomerang auf Falstad, Battle Momentum auf Tyrael, Gust of Healing auf Brightwing und Mercenary Lord erstaunlicherweise auf Anubarak. Runetap gibt es bei Arthas, noch nicht gepickt für Vella. Dann Hotshots natürlich für Nova, Engine Gunk für Gaslow und Holy Devotion für Uther. Wir können uns ja mal anschauen, wie er den Gaslow hier bauen möchte. Extra TNT gibt es am Anfang. Das heißt, kriegt ein bisschen mehr Charges, also die Charges kriegen ein bisschen mehr Schaden dazu. Und dann hat er noch Superiority sich dazu geholt. Damit nimmt er weniger Schaden von den Minions und Mercs. Und dann Turret Attacks macht es auch noch ein bisschen langsamer, das Ganze. Ja, geht also, er eigentlich auch mehr so auf Mercenary Camps clearen. Ja, genauso wie man ihn halt früher gespielt hat, als man das halt so als Spezialität genommen hat. So, jetzt kommen hier die ersten Kanonenschüsse auch rein auf Seiten von Well-Met. Aber auch die werden halt hier nur die Hälfte vom Fort rausnehmen. Also die hatten vorher beide jeweils keinen Schaden gemacht. Ist natürlich auch relativ schwer gegen den Tester da wirklich viel Schaden zu erledigen. Und die Knights kommen jetzt rein hier auf der Top-Lane. Aber wir haben vier Spieler von Neville Pro in Position. Das heißt, das reicht. Die können das hier sehr, sehr leicht stoppen. Und ja, das ist keine wirkliche Herausforderung, die rauszunehmen. Ja, und Socke und Nomi konnten schon wieder einzahlen. Das heißt, weiteres Bombardement hier auf das russische Team. Aber jetzt kommt Remus richtig mit in Probleme. Ja, keine Chance für ihn, da rauszukommen. Zu viel Stun. Und vielleicht der Arthas. Kann er sich nochmal hinter die Wall retten? Ja. Ja, das schafft er. Das war ein super Stun hier. Socke ist da direkt reingesprungen. Nomi hat, glaube ich, auch nochmal einen Stun nachgesetzt. Und dann natürlich als ganzes Team unterwegs. Da hast du mit Hasuops und Felstead, auf dem Felstead natürlich ein mega viel Damage Output. Jetzt kommt sie direkt im nächsten Spite. Da ist von Juzu nur das Holo gebürstet, aber ja. nicht weitere Teamkills, die reinkommen. Ja, im Eifer vor allem konnten sie das fortnehmen. Im Eifer des Gefechts passiert es dann schon öfter mal, dass man aus Versehen Holo Decoy von der Nova fokust, aus Versehen. Und das ist natürlich auch die Stärke von der Nova, wenn die Gegner nicht richtig aufpassen, dass man da ein bisschen Damage einfach damit tanken kann, lustigerweise. Ja, Golem jetzt hier für Well-Met und da sollten sie eigentlich keine Probleme haben. Gehen wir jetzt nochmal rein, schönes Shock and Awe auf jeden Fall. Oh. Ja, das sieht sehr, sehr guter Shock and Awe. Remus ist da auch direkt gebodyblockt worden. Oh, da kommt der Orbital Strike. Socke hat auch sehr, sehr viel Schaden genommen. Sascha ist da auf seinem Rücken. Aber er kommt nochmal davon. Nomi, den zerledert es allerdings hier sehr, sehr hart. Und es sieht so aus, als wenn Norville das hier rumdrehen möchte. Aber ihre Vella geht drauf und auch Gaslow stirbt. Jetzt könnte Sascha noch drauf gehen. Da sind nämlich drei Helden von Well-Met auf dem Fersen. Aber Tassada wurde hier rausgenommen. Ja, Nova muss jetzt richtig krass aufpassen, aber es, ja. Die Turrets sind halt einfach ziemlich stark in so einer Position dann. Oh, und da kriegt man tatsächlich noch Fallstead. Das war hart, obwohl sie hier die Kontrolle hatten auf dem Watchtower. Und Hirugi könnte hier auch noch drauf gehen. Also, die haben sich hier ganz schön was geleistet. Aber ja, Hirugi bleibt noch am Leben. Ja, mit dem Blink-Heal. Trotz allem war das ganz schön hart gerade. Also, da hatte ich ehrlich gesagt nicht so richtig mit gerechnet. Aber sie wollten halt unbedingt noch die Kills haben. Ja. Bisschen overextended auf jeden Fall und mit einer Nova, wenn man die richtig spielt, kann man halt gut Profit draus schlagen. Ja, Well-Met aber immer noch ein Level vorne und jetzt werden sie sich wahrscheinlich auch endlich den Golem holen, den sie ja vorhin schon machen wollten. Allerdings, Marvel Pro Wissens und bewegen sich da jetzt auch hin. Ja, die gehen direkt in Position. Remus versucht das Ganze schon auszuscouten. Wir haben gerade das Oracle von Tessadat gesehen. Das heißt, sie wissen, sobald wir reinkommen. Aber ich glaube, da wird erstmal nur Stun gesetzt. Sie versuchen ein bisschen sich Zeit zu kaufen, um dann den Golem auch zu kriegen. Aber Remus springt da rein. Da kommt nochmal der Orbital Blast. Und Hirugi nimmt wieder sehr, sehr viel Schaden. Falstead mit dem Shock and Awe. Aber nur Sascha ist da drinne. Gaslow geht jetzt allerdings drauf. Socke fällt auch. Und sieht wieder eigentlich relativ gut aus hier auf Seiten von Narvel Pro. Nomi wird da nochmal rausgenommen. Und sie haben den Steal hier gekriegt auf den Boss. Also das ist dieses Team, von dem man noch nie gehört hat, die einfach mal Well-Met hier doch relativ hart zerpflücken. Ja, also solche Fights darf Well-Met auf gar keinen Fall nehmen. Und jetzt haben wir sogar auch noch hier das Bribe auf die Chest. Ja, die Kiste gesehen. Ist ein kleiner Bug meiner Meinung nach.
den er. Ja, da hatten wir vorhin eine Diskussion drüber im Heroes-Chat, ob es ein Bug ist oder ob das quasi so geplant ist. Also ich finde, dadurch, dass man auch einen Bribe-Stack dafür benutzen muss, ist es schon in Ordnung von der Sache her. Ja, ich habe es mir auch schon überlegt, aber es ist einfach ziemlich stark. Auf der anderen Seite, wenn man einen Tychus zum Beispiel hat und der auf die Kiste da drauf schießt, dann geht die halt auch ziemlich schnell down. Also dauert auch nur ein, zwei Sekunden. Bug. Ja. Okay, Nabel Pro jetzt mit leichten Problemen. Könnten da eine schlechte Position kommen. Gazlo ist nicht dabei, holen den Knights aber noch. Oh, eine richtig schöne Kombination hier mit dem Precision Strike. Falls er geht schon wieder drauf. Brightwing auch am dahinschmelzen. Nomi versucht da irgendwie rauszukommen. Hysterica wird es wohl nicht schaffen, da ist der Face Shift. Aber ein guter Bodyblock hier von Sascha und Ramos. Also das war eine super Aktion. Wieder ein unglaublich guter Teamfight für Naval Pro. Eventuell hat Wellmatters hier ein bisschen zu locker angegangen. Die sind jetzt schon runter auf drei Forts. Haben jetzt zwei Teamfights hintereinander verloren. Das ist schon richtig bitter eigentlich. Und jetzt verlieren sie auch noch die Kontrolle über die Coins. Das heißt, wir werden hier demnächst wieder einen neuen Turn-In sehen. Das sind 9 Coins, die schon von Sascha abgegeben werden. Und, oh, Sockel, out of position, aber natürlich mit dem, mit seinem Schwertwurf kann er natürlich auch davon kommen. Ja, schon 2 Level vorne mittlerweile hier für Naval Pro, wer hätte es gedacht. Und sie können auch schon wieder einzahlen. Damit können wir uns mal kurz ihre Level 16 Talente ansehen. Das ist einmal Immortal Coil auf Arthas, dann haben wir Blood for Blood auf Valor, Double Fake auf Nova, Hyper Focus Coils auf Gazlo und Imposing Presence auf Uther. Okay. Interessant, ein paar Talente, die man sonst nicht so häufig in Benutzung sieht. Ja. Vielleicht ist das auch das, was hier gerade Wellmet ein bisschen aus der Spur wirft. Ja, als Team Wellmet spielt natürlich normalerweise nicht gegen solche unbekannten Teams. Die scrimmen natürlich auch lieber gegen die Besten der Besten momentan in EU. Und die spielen dann halt normalerweise Standard. Und da kann es halt mal passieren, dass man gegen so eine ungewöhnliche Strategie nicht vorbereitet ist und nicht weiß, wie man dagegen spielen muss. Allerdings weiß ich momentan nicht so richtig, was ihnen hier die meisten Probleme macht, weil sie ja eigentlich eine relativ solide Composition spielen. Ich glaube, sie müssen einfach nur ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Da kommt jetzt wieder der Slow und Falster, der wird super schnell rausgenommen hier. Ein unglaubliche Combo, Socke auch wieder ein Problem und der läuft direkt in den Orbital Strike, nimmt auch sehr, sehr viel Schaden. Da ist der Schuss von Gazlo und Socke stirbt hier wieder instantan mit dem Tyrael. Also die schmelzen wirklich dahin. Und ich muss sagen, so schlecht scheint der Gazlo gar nicht zu sein. Nee, das Problem ist einfach, gegen Gazlo muss man so vorsichtig spielen. Oh, da. Oh, hier rücke nochmal schöner Blink hier. Holding Blast gedodged. Sie verlieren das nächste Fort wahrscheinlich auch noch. Ja, gegen Gazlo muss man einfach so vorsichtig spielen, weil mit seiner Heroic-Kombination und dem Precision Strike von der Nova kann halt so krass geburstet werden. Da stirbst du halt in 2 Sekunden einfach. Nur durch die Kombination von dem Stun und dem restlichen Damage da. Ich habe jetzt in den Kämpfen noch gar nicht so richtig die Gravo-Bomb beobachten können, aber er hat sie schon gezündet, oder? In dem Fight gerade eben nicht. Nee, aber jetzt nicht, aber davor. Genau, beim Hardcamp war er gar nicht dabei. Ah, okay. Da war es ja sogar 4 gegen 5 und sie haben trotzdem gewonnen. Aber definitiv bei dem Golem-Fight noch davor hat er sie gezündet und das hat ihn, glaube ich, da. Ja, das hat ihnen so ein bisschen Momentum gegeben in dem Spiel und deswegen, da konnten sie was mir jetzt immer aufgefallen ist, Hasu Ops muss einfach viel, viel weiter hinten stehen. Er muss einfach komplett hinter den gegnerischen hinter den eigenen Linien sein. Sonst läuft er da wirklich ein Problem, weil die haben ihn da sehr, sehr schnell rausgefokust. Und das sollte theoretisch nicht so wirklich möglich sein mit der, der Team-Composition, die Naval Pro hat, weil die haben nicht diesen Long-Range-Engage. Das heißt, er muss einfach nur sicher stehen und dann kann sowas auch nicht passieren. Jetzt hatten sie hier kurzzeitig Tower Vision, aber konnten nicht so wirklich was draus machen. Ja, also sie müssen natürlich aufpassen auf den Uther, wenn der mit seinem Stun reinkommt. Dann können sie danach nämlich, kann Naval Pro sehr gute Kombinationen danach landen mit ihren Heroics. Guter Stun hier. Oh, da kommt der Engage auf Nova. Oh, ein sehr, sehr schönes Shock and Awe. Da geht direkt Nova drauf. Big Boop auch ein Problem. Und da geht er auch drauf. Jetzt können sie es vielleicht umdrehen. Aber Brightwing wurde rausgenommen. Sock ist schon wieder sehr, sehr niedrig. Sascha bleibt einfach ewig lang am Leben. Aber sie konnten Ufer rausnehmen. Und auf der linken Seite ist Sascha jetzt auch ein Problem. Hasu Ops könnte hier davon kommen. Aber nochmal ein gutes Slow auf ihn. Ja, da wird er klein gemacht. Und mit dem doppelten Stürmen und Nomi, der nochmal reinspringt, kriegen sie ihn jetzt auch. Oh, Nomi, ey. Der hatte hier
40 Hitpoints am Ende. Ein sehr, sehr knapper Fight, aber ein wichtiger Fight, dass sie den geholt haben und jetzt den kompletten Teamkill rausholen. Also super gemacht. Diesmal waren sie vorsichtiger und haben den Fertzelt nicht ganz am Anfang verloren. Und man muss auch wirklich sagen, es war ein unglaubliches Shock and Awe hier von Socke, das da reinkam. Das hat genau zur richtigen Zeit gesessen, konnte hier auch direkt Nova und dann halt im Anschluss auch noch Gesslow rausnehmen. Ja, also da muss Naval Pro deutlich vorsichtiger sein, wenn sie sich da in so quasi im Busch verstecken. Das Problem ist einfach, dass das Engage-Potenzial von Wellmet einfach riesig ist. Mit einem Anuvarak, mit einem Judgment vom Tyrael muss man richtig aufpassen. Und wenn der halt tatsächlich, wie es gerade passiert ist, die Nova erwischt, dann muss man echt aufpassen, weil im Normalfall ist dann der Teamfight verloren. Trotz allem ist Naval Pro noch vorne. Natürlich konnte jetzt Matt ein bisschen wieder aufholen, was die Teamfights angeht, aber immer noch 14 Kills gegen 11 und vor allem ein Level-Vorsprung. Das heißt, sie werden hier aller Voraussicht nach auch zuerst das Level 20 erreichen. Das heißt, Wellmet muss ein bisschen vorsichtig spielen und versuchen mit den Barrages jetzt hier ein bisschen was rauszuholen. Also schön Blackhead immer wieder bezahlen. Und ich muss sagen, so richtig machen sie das noch nicht. Also da sind zwar ein paar Coins im Umlauf, aber da kann man noch ein bisschen was dran arbeiten und das machen sie jetzt hier auch. Natürlich aufpassen, dass sie dabei nicht überrascht werden. Also viele, viele Oracles möchte ich jetzt hier von Hysterica sehen. Dass sie auch die Vision kriegen und wissen, okay, alles klar, wir sind sicher. Jetzt oder vielleicht eben auch nicht. Itch. Nee. Ja, sie sind da wirklich sehr vorsichtig, haben eben so viele Coins momentan, die wollen sie auf gar keinen Fall verlieren. Und jetzt müssen sie halt auch schon wieder 4 Katapulte da verteidigen. Das ist es halt, wenn man schon das erste Keep verloren hat, dann bekommt man dahingehend echt Probleme, wenn man nicht aufpasst. Genau das ist halt das Problem. Da hat nämlich Naval Pro bisher schon sehr, sehr gut zugeschlagen. Das eine Keep schon runtergekriegt. Und das oben ist jetzt auch schon hart angeschlagen. Da kommt gerade der nächste Kanonenschlag rein. Und der hat jetzt ja auch schon ein bisschen was an Schaden gemacht. Das heißt, Knights sind wirklich eine harte Gefahr. Und natürlich auch die Katapulte, die ständig in der Mitte noch nachkommen. Das heißt, Wellmet ist hier auf jeden Fall in eine Defensive gezwungen. Macht es natürlich dann auch schwieriger, hier wieder die Map-Control zurückzuholen. Also in der Sache ist dann Blackhearts Bay doch schon sehr snowball-y, wenn du halt es nicht schaffst, immer mal wieder Coins reinzubringen. Und im späteren Spielverlauf möchtest du dich ja nicht mehr auftrennen, um noch einen einzelnen Spieler zu schicken, der nochmal Coins holt. Oh. So, da kommt der Engage auf Remus, der nimmt doch ja einiges an Schaden. Oh, einen super Orbital Strike! Kriegt direkt Hasu Ops raus. Brightwing nimmt da auch einiges an Schaden mit und Tyrael stirbt hier. Nomi wird auch super gut gestunt und jetzt schnappen sie sich hier alle Coins. Hysterica steht mittendrin, der wird auch noch rausgenommen. Und Hiruki könnte es vielleicht davon schaffen. Ja, sieht so aus, als wenn sie den in Ruhe lassen, damit sie den Turn direkt kriegen. Oh mein Gott, was für ein unglaublicher Fight hier für Naval Pro. Ich glaube, das hätte sogar schon das Spiel sein können. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt noch pushen. Ich glaube trotzdem, dass sie es schon beenden können. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sie sind Level 20, das heißt, sie können sich ein bisschen was riskieren. Haben aber nur einmal Resurgence of the Storm. Das heißt, sollten jetzt hier nicht unbedingt alle verlieren. Das wäre sonst ein bisschen hart. Wen können sie eigentlich verlieren? Natürlich Arthur. Arthur hat hier Resurgence genommen. Und Hiruki kann nicht wirklich viel ausrichten. Der Core nimmt hier schon richtig viel Schaden. 50%, 40%, 30% und da kommen noch die Minions dazu. Cooldowns noch weit, weit weg und das ist der Sieg für Naval Pro. Das gibt's doch nicht. Das gibt's wirklich nicht. Also, ich habe ja mit vielen gerechnet, aber damit nicht unbedingt. Boah. Ja, am Schluss, weil Matt nicht einmal mehr auf Level 20 geschafft und dann der Push einfach mit dem Gesslow auf den Core. Das war wirklich ein sehr, sehr verdammt gutes Timing für Naval Pro, dass sie es geschafft haben, genau den Fight noch zu nehmen, bevor Wellmet auf Level 20 war. Sonst wäre das nämlich nicht unbedingt so super für sie ausgegangen. Dann hätte es vielleicht Buybacks gegeben, also Resurgence. Und dann können sie dann sowas auch nochmal rumdrehen. Aber das war sehr hart. Ich bin extrem schockiert. Und das mit dem Gesslow. Also. Und ich würde sagen, also ich weiß nicht, inwiefern Wellmet jetzt in letzter Zeit trainiert hat, weil ja doch ihr Team ein bisschen aufgesplittet war zwischen verschiedenen anderen Teams, weil sie ja doch auch Hasu Ops auch mal ein paar Mal bei Mouseboards hatten und so weiter. Vielleicht hat es da auch ein bisschen am Training gehapert. Dann war ja noch dazu auch noch der Home Story Cup und so weiter. Aber das war jetzt schon hart und ja,
Well, Matt würde ich schon zu einem der Top 5 Teams zählen, insofern. Ja, ich bin so ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Okay, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was machen wir weiter? Welchem Team folgen wir? Wir könnten ja einfach mal Naval Pro folgen und schauen, wie die so drauf sind, wie die sich weiterhin schlagen. Oder wir gucken mal, was es da unten noch so für Teams gibt. Müssen natürlich aber auch aufpassen, dass wir nicht noch mit anderen irgendwie kollidieren. Also, Kaldor streamt gerade Mouseboards gegen Hotslogs. Okay. Das ist Qualifier Nummer 3. Und ich glaube, der wollte das andere Match wollten sie ein bisschen nach hinten verlegen. Weißt du, wie es bei PPP aussieht? Das ist kein Problem. Da kann ich direkt nachfragen. Eben deshalb. Ja. Die sind gerade in der Lobby. Ah Ich ja. frag mal. Dann springen wir da mal rein. Und ich sag den anderen mal Bescheid. Bakery, you do love your bot, don't you? You can also add quotes, by the way. Just type in exclamation mark bakery and then add and then the quote you want to add. Also wir Okay. haben einen Bakery-Bot. Bakery ist ja der berühmteste Heroes of the Storm-Spieler bisher, hat eine riesige Fangemeinde und deshalb gibt es natürlich einen Bot für ihn. Und wenn ihr da Zitate hinzufügen wollt, dann müsst ihr einfach Ausrufezeichen Bakery eingeben, dann add, also wie hinzufügen, und dann den Quote, also das Zitat. Hallo meine deutschen Freunde, hallo Mörchen-Lol. Wer ist Mörchen-Lol? Keine Ahnung. Also, ich frage, spielen die vielleicht? Ich kenne überhaupt keinen Spieler von dem Team, gegen das PPP gerade spielt. Ich frage mal eben. War Legend? Nee, For Great Honor For Great vermutlich. Honor könnte sein, ne? Ah, okay. Das Okay. heißt, wir müssen vermutlich dann immer so ein bisschen hin und her springen, weil wird sonst ein bisschen schwieriger, dass wir nicht mit den anderen Castern kollidieren. Okay. Arma Translate. Grand Final. Ja, ich glaube, die machen Witze, oder? Grand Final ist gut. Nee, Ich 2-0 kann nicht passen. Nee, Also, das ist alles wie ist der Score BO1, wirklich? oder? Nee, das ist jetzt schon Best of 3. Wir sind jetzt schon im Best of 3. Ach so, ist Achtelfinale. Ah ja, genau, Ja. Achtelfinale ist Best of 3, genau. For Great Honor. Von denen habe ich auch bisher noch nichts gehört. Das ist ein deutsches Team. Ja. Also bisher rein deutsche Teams gibt es, glaube ich, noch nicht so viele gute. Mouseboards hat ja angefangen als rein deutsches Team. Lang, lang ist her. Das hat Ja. sich ja dann relativ schnell gewandelt, das Blatt. Okay, ich hab den Pick Order. Der liebe Louvi hat sie mir geschrieben, wie es war. Okay. Und zwar, ja, PvP hatte First Bann, hat Arbatur gebannt. Natürlich. Dann kam, ja, wer denn sonst? Dann kam der Stitches-Bann auf Seiten von For Great Honor. Dann First Pick von PPP, Tassadar. Auf der anderen Seite hatten wir Tychus und Uther. Dann von PPP wieder Arthas, Tyrael. Und jetzt dann gerade eben noch gepickt von For Great Honor, Anub und Draenor. Okay, das hört sich relativ. Standardmäßiger. Warte mal, aber kurz, du liest gerade die Picks von Great Honor durch, aber irgendwie hat Jella gerade Rayna ausgewählt. Ah, ich glaube, du hast es nur verwechselt. Habe ich Das es verwechselt? war jetzt Ach, PPP. oder Moment. Und Uther ist auch auf PPP.
Das heißt, wir haben momentan Arthas, Tassada, Tyrael und Rhaegar auf For Great Honor. Und dann die Kollegen Uther, Rainer und Tychus für PPP bisher. Und Felstead ist dann noch das letzte für Great Honor. Das sieht mir nach einer ordentlichen Mischung aus. Ja, gefällt mir sehr gut. Wo wir spielen auf Cursed Hollow. Also ist schon eine ganz ordentliche Mischung. Wird ein bisschen schwieriger, Disrupts auf die Tribute zu kriegen. Da hat PPP ein deutlich leichteres Spiel. Ich weiß nicht, wen haben die jetzt als letzten? Chen, ja, tatsächlich. Okay. Also Chen und Anubarak-Kombo. Ich mag's. Ja, auf jeden Fall interessant. Normalerweise hätten die ja selbst wahrscheinlich gerne Rhaegar gehabt. Aber man spielt eigentlich schon gerne mal Rhaegar mit Tychus und Rhaenor. Ja, wobei wenn du eine Rhaenor und Tychus-Kombo hast, dann lohnt sich Bloodlust schon wieder. Wobei man es in letzter Zeit eigentlich kaum noch gesehen hat. Also ich weiß, als wir angefangen haben mit Carsten von der HPL, da war es ja so der Standard-Talent-Build. Aber jetzt kommt es kaum noch vor. Alle Jubeljahre sieht man es mal. Ich glaube, in den NA ist es noch ein bisschen verbreiteter. Okay. So, gut, ich glaube, wir sind eigentlich schon fast soweit. 9 von 10 sind ready. Dumm, dass man immer nicht sehen kann und die anderen Leute irgendwie. Ich möchte so eine Funktion wie im IRC, so Slaps. Slaps lazy player with a large trout. Bam, right in the kisser. Ehrlich zu sein, verstehe ich den Rhaegar von For Great Honor nicht so ganz. Aber wir werden ja sehen. Weil sie haben ja Tyrael und Arthas. Tyrael, Arthas und Rhaegar? Meiner Meinung nach ein bisschen fragwürdig. Sinn, aber andererseits, in letzter Zeit sieht man irgendwie weniger Brightwing aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, woran es liegt. Alle setzen nur noch auf Burst hier, so wie es ausschaut. Ja, weil ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass dass halt diese Sustain-Compositions bis auf Alternate spielen eigentlich alle nur noch Sustain und keiner will sich mehr in so eine, ja, ich spike den Gegner runter, Team-Composition wagen. Ja. Vor allem auch Brightwing zusammen mit Falstead auf Cursed Hollow speziell kann ziemlich stark sein. Vor allem, weil man das Tribute dann zu zweit einfach viel schneller holen kann oder auf der anderen Seite einfach mit Double Bribe, obwohl man das jetzt auch nicht mehr so viel in letzter Zeit gesehen hat. Aber naja. So, dann lass uns mal loslegen hier. Wir sind auf Cursed Hollow, wieder einmal eine der beliebtesten Karten natürlich. Und auf der linken Seite als blaues Team haben wir deine Kollegen vom Team Playing with Pain is Pain. Und da haben wir noch schon den Team-Captain, ich nehme an, dass Pain der Captain ist, auf Anubarak. Dann haben wir Bakery, beliebtesten Heroes-Spieler aller Zeiten, auf Tychus. Vipolino spielt Shen in der Top-Lane, Luvi, wobei der gerade ein bisschen runtermarschiert. Und ganz unten dann Rainer, der wird von Jella gespielt. Und auf der anderen Seite? Soll ich? Ja, tu es. Okay, for great honor. Für die spielen momentan hier Tassada auf Solo auf der Top-Lane. Und ja, auf der Midlane haben wir Falstead wahrscheinlich zusammen mit Arthas Tyrael, aber die werden wahrscheinlich sogar Roman gehen. Und auf der Botlane haben wir Rhaegar, der jetzt dann gegen Gela spielen muss. Mal sehen. Interessant, meistens ist es ja so, dass dann irgendwie der Uther gegen den Rhaegar spielen muss. Mal gucken, wie sich Rhaegar gegen Rainer schlägt. Ich glaube, das wird doch gar nicht mal so einfach. Da kann nämlich Rainer schon sehr, sehr gut Solo pushen. Ich denke mal, das wird schon ein ziemlich harter Push werden für Individuum. Da muss er sich ein bisschen defensiver aufstellen am Ende. Aber naja, soweit macht er das ganz, ganz gut. Jetzt kommt sie allerdings schon zum ersten Fight.
Denn Bakery und Pain wollten sich hier die Mercs holen, aber haben Möchenlol und Antihero auch noch ein Wörtchen mitzureden. Hattest du jetzt eigentlich fragen können, was der Score momentan ist? Ist es also wirklich das letzte Spiel schon? Das letzte Spiel? Habe ich jetzt nicht gefragt, aber ich bin mir... Also es hat ja... Offiziell hat es ja erst um 6 angefangen. Glaube ich kaum, dass sie schon 2 Spiele gemacht haben. Ja, ja. Sehr schön, dass dann hier von Pain. Leider steht Bakery ein bisschen out of position. Das heißt, sie können kein wirkliches Follow-up bringen. Und Shen kommt auch ein bisschen spät mit dazu. Aber immerhin noch am Leben geblieben. Aber das erwarte ich ja eigentlich auch von Bakery und Pain. Mit der Composition sind sie doch recht gut haltbar. Und durch den Stun könnten sie auf den Squishy-Helden sogar einen Kill früh hinkriegen. Aber auf Rega glaube ich es eher nicht. Wobei, jetzt vielleicht mit einem guten Bodyblock. Individuum kommt da nochmal davon. Oh, ein super Follow-up von Pain. Mit einem Deep Dive geht er da vorne bis vors Tor und stoppt ihn da reinzukommen. Und das ist First Blood hier für Playing with Pain is Pain. Ja, auch wirklich gute Granate hier von Bakery. Oh, auf der anderen Seite muss jetzt Wippelin aber ein bisschen aufpassen. Der könnte einen argen Gank abbekommen. Läuft da oh ja, das sieht bitter aus. Ein schöner Move auf die andere Seite gesprungen und weicht da auch nochmal dem Slow aus. Aber Pain muss hier mit dazukommen. Wo ist der Stun? Wo ist der Stun? Da kommt er. Kriegt ihr sogar Antihero und Mörchenlol. Und Falstad, den nehmen sie direkt mit raus. Wippelino super niedrig. Da kommt der Final Blow hier von Mörchenlol. Also 1 gegen 1 ausgetauscht. Ja, aber für die Position in der Chen am Anfang war, ist es gar nicht mal so schlecht, möchte ich mal. Ja. Wollte ich auch sagen. Ich hätte mir sogar fast vorstellen können, dass Shen noch knapp schaffen könnte, da rauszukommen. So, jetzt kommt hier das erste Tribute auf der oberen Hälfte. Mörchenlol und Forever sind schon in Position und da beginnt auch schon direkt das Channeling. Aber da ist halt der Vorteil von Pain. Hat eine super lange Reichweite auf seinem Disrupt. Ja. Allerdings sieht so aus, als wenn PPP hier nur so viel Zeit wie möglich schinden möchte und nicht unbedingt darauf aus ist, das Tribute unbedingt selbst zu bekommen. Ja, wir haben gerade einen ziemlich harten Push von Rainer auf der Botlane gehabt. Oh, Bakery ist relativ weit nach unten geflogen hier. Holt sich aber nochmal ein bisschen Gesundheit beim Mana-Brunnen. Und jetzt kommt Wippelino mit dazu. Nepsu wird direkt angegangen. Lubi von der anderen Seite mit einem schönen Stun. Ah, da kommt der Face-Shift und der kommt nochmal davon. Aber Wippelino jetzt von der anderen Seite drauf. Das Schild, das geht langsam aber sicher runter. Mörchenlol versucht er das Channeling nochmal. Lubi springt wieder rein. Pain ist sehr, sehr niedrig. Da kommt der Sturm und ein Blow noch. Nein! Was für eine Rettung da! Hinter die Mauern hat er sich da gerettet und Arthas fällt. Damit sollte das jetzt hier langsam in die Kontrolle von PPP kommen. Mörchenlol wird da jetzt auch rausgenommen. Also ein sehr guter Teamfight hier von PPP. Wow. Aber der Escape da von Pain. Das war wieder allerletzte Sekunde. Also das war schon fast so. Das war krasser eigentlich als vorhin der Falstad-Rückzug. Ja. Und jetzt vielleicht wieder der Vollzeit-Rückzug und Bakery überlebt das nochmal. Oh, er hat es tatsächlich geschafft. Ein weiterer Torhüter und er wird angegangen, aber vielleicht kommt jetzt mit dem nächsten Hold. Oh, Antihero, kurzer Missklick, aber es reicht. Es reicht. War das gerade in Venom, was er gemacht hat? Nee, das war seine Deathcoil. Deathcoil sogar. Oh, Wippelino in argen Problemen. Möchtenlol kommt auch noch dazu. Und er springt auf die andere Seite, aber wird auch rausgenommen. Pain muss sich da nochmal zurückziehen. Also trotz allem ganz gute Fights hier von beiden Seiten. Auch, wie heißen sie nochmal? For Great Honor kann hier ein paar Situationen rausspielen und hängen hier nicht weit zurück, was die Erfahrungspunkte angeht. Ja, das war jetzt ein bisschen, also das hätten sie nicht unbedingt machen müssen. Der Shen hätte wirklich nicht sterben müssen. Und ja, da muss man einfach vorsichtiger sein. Aber soweit ist alles noch ausgeglichen. Wir können uns ja mal kurz die Talente anschauen. Wir haben Clans auf Ufer. Searing Attacks bei Rainer, dann Bed of Barbs auf Anubarak, Searing Attacks auf Tychus und Pressure Point bei Shen. First Aid gibt's bei Falstad, Battle Momentum bei Tyrael, Earth Shield auf Rega, Tessela hat Static Charge und Rune Tap auf Arthas. Und jetzt ist hier das nächste Tribute schon wieder da und das sieht ganz gut aus. For Great Honor möchte er direkt drauf gehen und PPP erst mit 3 Spielern in Position, jetzt kommt noch Shen dazu. Aber ja, der Capture, den gab es hier schon für For Great Honor. Ja. Das heißt, recht einfach, ohne größere Probleme hier, das erste Tribute auch auf ihrer Seite gesichert. Ja, parallel dazu hat Falstad hier das Easy Camp von PPP gebribed. Darum kümmert sich jetzt momentan hier Wippelino. Boah, und hier interessanter Creep auf jeden Fall. For Great Honor geht da direkt auf den Grave Golem. Allerdings, ja,
keine große Gefahr jetzt hier, nachdem PvP da sehr weit weg steht und wahrscheinlich keine Ahnung hat. Ja, das ist schon ein relativ schneller Grave Golem, aber kann man bringen auf jeden Fall. Ich meine, sie sind Level 10, das heißt, falls jetzt hier irgendwie eine Clairvoyance oder sowas kommen sollte, könnten sie dann dementsprechend auch noch reagieren, vielleicht ein bisschen stallen, bis sie den haben oder halt doch disengagen. Oh, Forever QT, der ist ein bisschen out of position. Versucht sie nochmal mit dem Dash wegzukommen, aber hier kommt viel, viel Schaden raus und da wird auch direkt rausgefokust. Hippolino steht jetzt hier aber in Tower Range, das heißt, wir müssen hier versuchen, nochmal einen Kampf zu ziehen. Und Anti-Hero mit dem Dauerstun, da kommt Ancestral Healing rein, kann ihn hier noch am Leben halten. Und der Turnaround kommt. For Great Honor will hier versuchen, nochmal den Fight einzugehen, aber sie sind natürlich schon einen Helden down. Hippolino springt jetzt hier über die Mauer und Anti-Hero mit dem doppelten Stun auch rausgenommen. Jetzt versuchen sie hier hinter Tesla zu springen und der nimmt auch richtig viel Schaden. Gleich ist das Schild weg und da geht er auch drauf. Ein super Bodyblock von Pippelino, noch ein Stun von Anubarak und so geht auch noch im Video drauf. Vier, oder, na, was ist mit Kirill? Der wird auch noch rausgenommen. Ah, ganz, ganz knapp. Nee, Pippelino springt über die Mauer und... Oh, heilt sich selbst mal. Gott, zusätzlich, oh Gott, oh zum Gott. Schild. Das war sehr knapp gerade, aber ein sehr ordentlicher Kampf. Drei für nix. Also schön mitgenommen. Und jetzt könnten sie vielleicht sogar noch den Klauversuch auf den Knights schaffen. Aber Mayfield und Jealous sind sehr, sehr niedrig. Das heißt, müssen da aufpassen. Arthas kommt nochmal rein, versuchen den unbedingt zu holen. Oh, ein sehr gutes Shock on All. Jealous extrem niedrig. Da kommt noch der Sturm und damit können sie ihn rausnehmen. Und ja, For Great Honor schafft es hier sogar, ihre Knights zurückzuerobern. Jetzt. Ja, das war halt ein bisschen ein riskanter Move. Oh, Bakery! Ja, der wird auch noch rausgefokust. Ein sehr, sehr guter Sturm hier von Nepse. Ja, ziemlich schade hier, dass sie dann wieder overcommitted haben und sich dann unbedingt noch das Hardcamp holen mussten. Hätten einfach zurückgehen sollen. Auf jeden Fall. Also ich meine, das war halt ein bisschen... Wir wollen jetzt die Situation unbedingt nutzen, aber so kurz nach Level 10 muss man das nicht unbedingt bringen. Das ist... Da sind die Respawn-Timer einfach noch zu niedrig. Da kannst du durchaus damit rechnen, dass das andere Team einfach schon in Fight eingeht und einfach noch die 2 Sekunden irgendwie verzögert, bis es dann dazu kommt, dass sie genug haben. Oh, Vipolino springt hier rein, will ihn unbedingt nicht den Boss verlieren. Und da kommt der Stun, doppelter Stun. Aber die Heal auf Nepse und damit ist jetzt Shen rausgenommen. Uther fällt auch noch. Felset geht allerdings auf anderer Seite drauf. Und sie kann sich noch recht, recht gut am Leben halten. Jella nimmt aber sehr, sehr viel Schaden. Und ich glaube nicht, dass hier noch ein großartig guter Fight für PvP draus wird. Anti-Hero ist relativ niedrig, vielleicht kriegen sie den noch. Aber Pain wagt sich auch sehr weit aus Position raus. Kommt noch ein Stun auf Anti-Hero. Ich glaube, dadurch, dass Bakery hier in Odin-Form ist, können sie es packen und zurückdrängen. Aber, naja, der Boss schlägt schon gerade schön auf die Mauer. Das heißt, es war ein ordentlicher Move hier von Great Honor. Ja, das Problem war einfach, dass Bakery noch down war und sie deswegen 4 gegen 5 gekämpft haben. Sie haben zwar einen super guten Divine Storm von Uther reinbekommen, das Problem war einfach, dass sie nicht genügend Schaden machen konnten, weil Bakery eben nicht da war. Oh, Möchenlol, wollte jetzt hier direkt das Triple sich sichern, aber Vipelin und Luvi springen da rein. Trotz allem müssen sie hier 2 gegen 4 kämpfen, das war kein guter Move. Jetzt wird das Heroic gepoppt von Vipelino. Kommt er nochmal davon? Nee, Shock and All Hits und damit wird er rausgefokust. Ja, hier richtig gute Position jetzt für Great Honor. Kriegen jetzt das nächste Tribute, damit den Curse. Tigers kommen wenigstens nochmal weg und sind momentan ein Level vorne. Sollten. Oh, Pain ist jetzt auch schon wieder out of position. Muss auch aufpassen. Von hinten kommt Arthas, nicht dass er in den Holding Blaster gerät. Oh, ja. Oh, ein sehr, sehr guter Stun. Und der Stun-Follow-up von Tyrael. Also können sie ihn auch rausfokussen. Das war natürlich sehr ungünstig, dass er sich gerade da unten befunden hat, weil er wusste ja, okay, die sind da oben, haben sich gerade das Tribute geholt. Also mit der Gefahr muss man rechnen, zumindest wenn man gecursed wird, sonst würden sie sich das vielleicht nicht so erlauben, einfach so ins Fort reinzurennen, aber ohne die Kanonenschüsse hat er da keinen wirklichen Schutz da unten. Ja, und das sieht schon sehr, sehr gut aus, was For Great Honor hier macht. Kann man nicht anders sagen, 10 Kills, haben schon 3 Forts rausgenommen. Aber sieht so aus, als wenn sie jetzt hier nicht weiter ihr Glück herausfordern wollen, sondern einfach direkt sich die Easy Mercs holen und ja, uns ein bisschen zurücksetzen. Ja, ich glaube allerdings trotzdem noch, dass das, also in einem Straight-Up-Fight, dass, glaube ich, PvP trotzdem noch einen kleinen Vorteil hat, auch wenn sie hier ein Level hinten sind. Aber es kommt natürlich alles ganz auf die Position an. Jetzt sehen wir auch hier nochmal ein schönes Clairvoyance auf das Hardcamp hier von For Great Honor.
Ja. Allerdings, momentan kann sich PPP nicht wirklich leisten, hier die Knights anzugehen oder überhaupt zu verteidigen. Sie sind ein Level hinten und sie sind ein wichtiges Level hinten. Wir haben nämlich dreimal Blood for Blood auf For Great Honor. Da kommt das Shock and Awe rein. Bakery nimmt hier einiges an Schaden mit und wird auch gut gebodyblockt. Kann er vielleicht nochmal davon springen? Ja, das klappt noch wunderbar. Luffy setzt da noch einen Stun hinter. Aber ein guter Disengage hier von PPP. Trotz allem, man hat halt gesehen, okay, sie haben eigentlich momentan keine Chance. Sie müssen noch ein bisschen XP reinkriegen, um dann auch auf Level 16 aufzuschließen und auch ihre Level 16 Talente zu kriegen. Die sind da doch sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich immer so eine von den Sachen, die man sieht. Ja, Level 7, Level 10, Level 16 und 20. Also würde ich sagen 10, 16, 20 mit fast die wichtigsten Punkte. Ja, definitiv. Weiterhin zwar nur ein Level vorne, also sie haben keinen weiteren Kill bekommen, die Jungs von For Great Honor hier. Können jetzt aber ziemlich easy ihren Boss machen und damit ja, wahrscheinlich wieder einen guten Push reinbekommen. Können jetzt allerdings hier Probleme bekommen, sind zwar schon mit dem Boss fertig, aber brauchen jetzt natürlich wieder eine gute Position. Shen ist noch ein bisschen zu weit hinten, müssen schauen, dass sie hier nicht 4 gegen 5 kämpfen. Clairvoyance kommt raus von For Great Honor. Gut gesetzt, der Clairvoyance auf jeden Fall. Benino springt direkt rein, nimmt einiges an Schaden, kann natürlich aus dem Heroic poppen, split Cities hier ab. Anti-Hero wird super rausgefokust. Individuum wird jetzt hier auch direkt angegangen. Nimmt auch einiges an Schaden mit, aber der kommt nochmal davon und hat auch noch einen Healing drin. Sieht aber so aus, als wenn sie sich hier komplett zurückziehen können. Und Felstead wird auch noch mit rausgenommen. Also ein schöner Fight von PPP. Und Pain sehr hart angegangen. Sorry, was ist da mit der Kamera passiert? Das gibt's ja nicht. Der schafft es echt jedes Mal so knapp davon zu kommen. Aber Tychus hatte nicht so viel Glück hier. Und Jella, warum steht er da noch lange rum und wird... das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Individuum nimmt zwar einiges an Schaden und Vipelino möchte ihn auch unbedingt haben. Aber der hat ein ordentliches Schild drauf. Tessa, da macht einen guten Job und so kann jetzt Shen hier auch noch rausgefokust werden. Also ich weiß nicht, PPP unterschätzt, glaube ich, seine Gegner so ein bisschen. Und denkt sich, ach, den Kill, den kriegen wir auch noch rein. Und den kriegen wir auch noch rein. Und so wird das irgendwie nichts, muss ich sagen. Ja. Das ist einfach hier gerade das Hauptproblem, so wie ich das sehe, dass sie nach den Fights, auch wenn sie dann gute Fights genommen haben, dass sie einfach noch zu lang drin bleiben. Ja. Sie hätten einfach direkt zurücklaufen müssen. Okay, wir haben 2 Kills bekommen, gehen wir einfach zurück. Und dann hat sich das. Wir müssen eh noch den Golem verteidigen. Ja. Was sagst du zu ihren Talenten? Also gerade bei den Level 16 Talenten wirkt es mir ein bisschen so, als wenn sie unentschlossen sind. Da haben wir einmal Stone Skin auf Tychus, aber andererseits Berserker auf Rayner. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, Stone Skin hat er wahrscheinlich einfach genommen, weil er, also in den letzten Fights wurde er immer sehr, sehr stark angegangen und will da halt einfach noch länger überleben und sie brauchen auch, halt auch ein bisschen, so ein bisschen wie Solo Queue, so, ich habe Probleme in dem Fight, deshalb muss ich das machen. Nicht so richtig wie eine Teamansage, hey, wir gehen jetzt auf mehr Sustain oder hey, wir gehen jetzt auf mehr Damage. Und jetzt versuchen sie, den Boss anzugehen, aber ich glaube, das ist nur ein Bait. Ja, da kommt der kleine Sturm rein. Sieht auch noch ein Sturm raus. Also richtig gute Position bisher noch nicht für PPP. Jetzt kommt hier noch ein Clairvoyance rein. Ja, sie müssen natürlich auch aufpassen, denn das Keep war schon ein bisschen angeschlagen. Das heißt, da kann immer mal wieder noch ein Run-By kommen und eventuell ihnen direkt das erste Keep rausnehmen. Und das wäre in der Situation jetzt wirklich extrem schlecht für PPP. Oh, das könnte jetzt eine gute Position sein, wenn du hier einen guten Divine Storm reinbekommst. Richtig schöner Fokus hier auf Arthas. Oh, Bakery wird hart angegangen, aber jetzt direkt der Odin. Luffy ist richtig low, kommt da gerade nochmal so weg. Oh, und Tyrael fällt da tatsächlich. Aber allerdings auch Gela schon down gegangen. Pain hinten könnte vielleicht, ja, tatsächlich noch den Taster da bekommen. Und Luffy überlebt gerade ebenso nochmal. Richtig, richtig guter Teamfight hier für PPP. Oh. Und Individuum, oh, kriegt gerade so noch Luffy. Ja, das war sehr, sehr knapp. Da hätte Luffy vielleicht rausgehen müssen, weil den Kill hatten sie sicher. Der musste nicht unbedingt großartig was riskieren. Ja. Trotz allem, das war ein sehr extrem geiler Teamfight für PPP. Kompletter Teamwipe, 5 für 2 und jetzt kriegen sie das nächste Tribute. Können auch direkt ans Keep rangehen. Mich wundert es ein bisschen, dass sie hier nicht auf die Fort zuerst gehen. Aber okay, das war, glaube ich, gerade nur irgendwie Beschäftigungsmaßnahme. Jetzt gehen sie nämlich auf die Knights. Oder meinst du, man kann das schon machen? Einfach direkt die Forts stehen lassen und eine Lane durchpushen? Das ist eine Situation, die wir selten sehen, aber jetzt wäre so eine Möglichkeit mal gewesen dafür. Ich glaube, sie haben einfach dann direkt gecheckt, okay, die anderen sind viel zu früh wieder da, wir könnten halt höchstens jetzt die Mauer einreißen und das war's dann. Also groß Schaden an der Keep können sie nicht machen und da ist dann wahrscheinlich das Night Camp einfach noch die bessere Wahl, weil sie sich damit wieder ein bisschen Zeit
kaufen quasi, um den Boss zu machen. Und jetzt kommt ja auch direkt das Clairvoyance, beide Teams auf Level 19, alle Helden sind wieder mit am Start, nächste Typ ist gespawnt. Oh, und es sieht so aus, als wenn vor Grand Honor tatsächlich nicht mehr contesten will. Ja, wären auch zu spät dran gewesen. Holen sich erstmal das Tribute. Nächster Bribe hier von Falset auf das Easy Camp. Ja, und das ist leicht problematisch, denn oben ist das Keep schon fast nach unten. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt hier einen Hearthstone sehen, zumindest von einem Spieler. Ja. Denn, oh ja, okay, sie gehen auch alle. Fast alle zurück. Ja, macht natürlich auch Sinn. Unten das Fort sollte vom Boss geklärt werden, insbesondere wenn jetzt hier gerade For Great Honor versucht, oben durchzupushen. Aber es sieht so aus, als wenn die sehen, okay, alles klar, da kommt PvP rein, da müssen wir jetzt nicht irgendwie irgendwas erzwingen wollen. Was war das denn für ein Shock and Awe? Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Ich glaube, das war ein Missklick, oder? Ich weiß nicht so richtig, was er da geplant hat. Ja. Okay, auf jeden Fall jetzt dann demnächst Level 20 für beide Teams. PvP wird ein bisschen früher dran sein, werden aber, so wie ich das sehe, kein Kapital draus schlagen können, nachdem, ja, einfach sehr viel zu weit weg von For Great Honor sind. Und ich hoffe mal, dass sie jetzt auch so spielen, dass sie halt ein bisschen vorsichtiger sind. Ja. Also die Teamfights haben sie ja wirklich jetzt die letzten sehr, sehr gut genommen, aber müssen halt aufpassen, dass sie dann nicht unbedingt, um den einen Kill noch zu holen, overextenden und halt zu lange in der Situation bleiben, die sich dann doch nochmal umdrehen kann. Ja, jetzt wird hier der nächste Teamfight geforst und der könnte richtig, richtig gut für PvP sein, weil sie eben schon Level 20 sind und For Great Honor braucht da unbedingt noch mehr Experience. Ich glaube nicht, dass die 2 Minions da unten langen. Wir haben zweimal Resurgents, einmal auf Anub, einmal auf Shen, dann natürlich Divine Hurricane auf Uther und Bolt of the Storm auf Rain. Also Jella hat gemerkt, okay, ich bin da doch immer mal in so Situationen gekommen, wo ich vielleicht mit Bolt of the Storm noch davon komme. Und natürlich Uther mit dem Divine Hurricane, da sieht man halt mal, Resurgence of the Storm ist stark, aber Divine Hurricane ist halt einfach mal eine Masse, mit der man irgendwie auch klarkommen muss. Und das ist ein unglaublicher AOE-CC und ja, den wählt man dann natürlich sogar vor Resurgence. Ja. Finde ich auch immer die richtige Wahl, also ganz selten, dass man einen Uther mal sieht, der auch Resurgence sich holt. Ja. Ein bisschen analog ist es auch bei Tassa da. Manche Teams gehen tatsächlich, wie auch hier, For Great Honor auf Resurgence. Ich persönlich mag Resurgence nicht so. Also es wird demnächst gedebufft. Es ist halt richtig stark, aber ich mag lieber meinen guten Archon. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht so richtig, ich glaube, das war so eine Last-Minute-Entscheidung. Sie haben gesehen, okay, alles klar, PPP will pushen. Lass uns mal alle Resurgence nehmen, damit wir im Notfall zurückkommen können. Und drei Helden mit Resurgence ist halt schon sehr stark. Also damit hätten sie jetzt hier die Situation, glaube ich, retten können. Ja. Aber so im Nachhinein, dadurch, dass jetzt hier doch kein großartiger Push kam von PPP, vielleicht auch nicht unbedingt die beste Entscheidung. Ein schöner Stunt von Pain, springt da auch direkt rein, zündet sein Heroic und ein unglaublicher Divine Hurricane. Nepse wird allerdings wieder hochgeheilt, Tür fällt und PPP muss sich ein bisschen zurückziehen. Backreen nimmt da einiges an Schaden mit und Shen wurde schon rausgenommen. Aber Anti-Hero wird hier nochmal hart angegangen, Nubarak auch schon draufgegangen. Jella mit einem guten Heal von Luvi bleibt am Leben und die Nuke trifft, aber macht hier nicht allzu viel aus. Ich weiß nicht, jetzt pushen sie hier schon wieder weiter und Bakery wird wieder Abend angegangen. Ja, der wird sterben. Der wird wieder draufgehen. Das war wieder der Overextend. Da hätten sie einfach mal rausgehen müssen. Hatten sich zwei Heroes geholt. Das muss reichen an der Stelle. Und jetzt sind hier Jella und Luvi im Problem. Pain kommt nochmal rein. Aber jetzt ist viel ordentlich dann. Individuum. Den haben sie schön gecornert. Der geht auf jeden Fall drauf. Und ob Anti-Hero und Mörchenlol hier davon kommen? Ja, doch. Die haben ja so viel Resurgence. Dadurch ist das komplette Team hier fast wieder am Start. Olke wird gezündet. Oh, und jetzt vielleicht der nächste Engage hier vor Great Honor. Die wollen natürlich ihren eigenen Boss nicht hergeben. Arthas ist jetzt auch wieder mit dabei. Whipple hier noch ein bisschen out of position. Zündet jetzt hier sein Storm Earth 2. Richtig guter Divine Hurricane auf der anderen Seite. Und so viel Stun auf For Great Honor. Ja. Das war ein unglaublicher Move gerade von Pain nach dem Divine Hurricane. Perfekt getimed, seinen Line-Stun reinzusetzen. Ja. Und damit müssten sie jetzt hier auch den Teamkill quasi hinkriegen. Ich meine, gut, dadurch, dass wir Resurgence haben, das ist das halbe Team schon wieder am Stehen. Aber das war ein sehr, sehr schöner Fight von PPP. Und es geht hier gerade wirklich Schlag auf Schlag. Ja, Tyke ist jetzt auch wieder mit dabei. Auch Pippelino. Ja, mit in einem Endgame mit. Wer ist er denn? Mit dem Panda kann man einfach richtig viel Schaden machen. Oh, und ja, Anti-Hero droppt da einfach so schnell. Vor allem auch hier mit den Banshees von Gela mit dabei. Machen sie einfach so viel Schaden. Allerdings, so ein Tessa, da muss man auch nicht unbedingt hinter die Mauer jagen.
Die sind auch jetzt sehr zufrieden damit, einfach sich hier den Boss zu holen. Clairvoyance wurde hier wieder geholt, auf Seiten von For Great Honor. Aber ich glaube nicht, dass sie es jetzt wagen, hier mit zwei Helden reinzugehen. Selbst ein Disrupt ist da durch Pain schon ein bisschen gefährlich. Und so wird hier der Boss auf Seiten von PvP geklaut. Und ja, ich glaube, das wird ein sehr, sehr ordentlicher Push, der da jetzt reinkommt. Und ja, das nächste Tribute auch direkt angegangen. Ist natürlich wichtig, dass sie sich trotz allem noch auf die Tributes konzentrieren, denn man merkt schon, das könnte doch ein bisschen längeres Spiel noch werden. So einen richtig krassen Vorteil konnten sie sich noch nicht rausholen. Nee. Aber immerhin gut, dass sie jetzt den Boss machen konnten, weil der muss halt einfach defended werden. Zu dem Zeitpunkt im Spiel ist er einfach ziemlich stark, dann musst du den defenden, sonst verlierst du ziemlich sicher einen Keep. Und da kriegen sie jetzt einfach das Tribute umsonst im Prinzip. Ja, können sich auch ganz sicher ihren eigenen Boss holen. Das ist halt immer das schöne Timing. Falset geht jetzt rüber, Bribe auf die Easy Giants, auf das Easy Camp. Die werden dann dadurch oben, er hat jetzt übrigens nochmal den Long Distance Snipe aufs Keep probiert. Das macht natürlich extrem wenig Schaden, aber naja. Die Giants werden jetzt hier das Keep rausnehmen können. Und das ist schon eine wichtige Sache. Das wird nämlich immer mal wieder Zurückzügen auf PvPs Seite führen. Das heißt, sie müssen da schon ab und zu mal einen Helden abstellen, der dann die Katapulte auf der Lane zerstört. Aber kommt jetzt hier der nächste Teamfight? Ja, ein super Bodyblock auf Anti-Hero, der nimmt richtig, richtig viel Schaden. Da kommt der super Stun von Luvi und Ancestral Healing kommt zu spät rein. Anti-Hero geht drauf und jetzt ist hier das komplette Team von For Great Honor auf der Flucht. Jetzt nimmt da einiges an Schaden mit und das Keep wird drauf gehen. Ich hoffe, dass PvP da nicht allzu weit reindrücken wird, denn Anti-Hero ist wieder im Spiel und Pain schon sehr, sehr niedrig. Wow. Und Chen hier in der letzten Sekunde seinen Heroic nochmal geused und jetzt Anti-Hero geht schon wieder down. Und Tyrael ist richtig low. Viplino auf der anderen Seite geht auch down. Pain mittlerweile auch gefallen. Luvi richtig low. Bakery zündet nochmal seinen Odin. Oh, kriegt er vielleicht? Nee. Aber Gela bekommt vielleicht hier tatsächlich nochmal den Taster. Da kommt es, Ancestral Healing in der letzten Sekunde. Und der Boss macht schon richtig viel Schaden. PvP versucht, so viel Zeit wie möglich rauszuholen. Und Bakery muss sich jetzt aber auch so langsam aber sicher zurückziehen. Ich sag mal so, das war jetzt ein bisschen ballsy von ihnen. Der Call ist auf 60%. Oh, super Aktion von Luvi. Unglaublich geiler Stun hier. Aber ich weiß nicht, ob sie hier den nächsten rausnehmen können. Bakery könnte hier fallen. Ja, sieht ganz stark aus, als wenn er fällt. Und es war eine ganz, ganz wichtige Sache, die ist hier parallel dazu passiert. Vipelino hat sich das Tribute geholt. Unglaublich wichtiges Timing. Das wäre sonst nämlich jetzt hier das letzte Tribute gewesen für For Great Honor. Damit hätten sie den Curse gehabt und hätten das Spiel beenden können. Also ganz wichtige Sache, dass Vipelino das hier geklaut hat. Das heißt, sie müssen sich aber jetzt auch wieder sammeln. Noch 20 Sekunden, Rainer wieder im Fight ist, 40 Tigers im Fight ist. Und sie müssen das nächste Tribute auf jeden Fall contesten. Ja. Also das nächste Tribute könnte tatsächlich spielentscheidend sein. Aber es ist einfach so krass mit den Triple Resurgents von For Great Honor. Sie können halt ewig verteidigen ihre Base. Aber trotzdem, also wirklich der Divine Storm am Schluss von Uta. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, warum jetzt PvP nochmal reingedrückt hat. Weil die wollten halt versuchen, nochmal das Resurgence zu triggern, um dann vielleicht halt ein gutes Follow-up zu haben. Das sieht jetzt allerdings sehr, sehr schön aus hier gerade für PvP. Tribute ist da, aber mir sieht's fast danach aus, als wenn wir jetzt hier eine Backdoor sehen würden. For Great Honor wartet da auf die Katapulte. Aber ich glaube, PvP riecht auch so ein bisschen was hier passiert. Mal gucken, wann es losgeht. Jetzt gehen sie rein. Jetzt gehen sie rein. Das wird einiges an Schaden sein, der da rauskommt. Boah, hier richtig viel Burst auf jeden Fall. Boah, sogar Shock and Awe auf den Core geused und jetzt braucht... Oh, was ist denn das für ein Shock and Awe? Das gibt's nicht. Ich meine natürlich die Weinstorm hat so viel Damage jetzt hier auf For Great Honor. Da kommt nochmal ein richtig schönes Ancestral Healing. Der Core mittlerweile nur noch auf 40%. Wird's lang in Tyrael. Wird auch nochmal explodieren. Aber Rega wird nicht mehr genügend Schaden machen können. Das sollte BBB halten können bisher. Aber nur noch auf 8%. Alter. Der Core und jetzt vielleicht... Oh, 3% der verdammte Core. Jetzt können sie hier die Lane endlich clearen. Oh, und guck dir das an, Resurgence auf drei Helden. Das heißt, wir haben schon wieder das halbe Team von For Great Honor im Spiel. Wir können hier vielleicht sogar das Tribute angehen. Mein Gott, das war ein unglaublich knapper Fight hier gerade vom PvP. Oh, Anti-Hero versteckt sich da im Busch. Oh, ist momentan drauf. Hier komplett allein. Oh, das sieht gerade so aus, als wenn hier Tyrael und Tessa da direkt für den Core gehen wollen. Ja. Das Schild hat sich hier noch nicht großartig erholt und Möchenlord möchte reingehen. Ich denke mal, wir müssen einen Recall sehen und die kommen auch alle zurück. Aber der Core fällt.
Keine oh, Chance. Oh Mann, das ist natürlich extrem bitter. Da haben sie gerade in eine unglaublich schwierige Situation gezwungen. Gehen wir fürs Tribute, holen wir uns das Tribute und sichern damit, dass hier uns, dass wir den Curse haben, beziehungsweise der Gegner den Curse nicht kriegt. Oder machen wir das halt so, dass wir unseren Core verteidigen. Und das war einfach, ja, also ich meine, in so eine Situation möchtest du nicht kommen, dass du dich zwischen diesen beiden Sachen entscheiden möchtest, musst. Ja. Das ist halt einfach die Stärke von Triple Resurgence. Das ist abartig. Also wirklich, mit drei Helden, die einfach direkt wieder da sind. Der ganz knappe Save zwar noch, aber ja. So, können wir jetzt mal rausfinden, was eigentlich der Score war? Ob das jetzt 1-0. Hier irgendwie das ist jetzt gerade 1-0 gewesen. Ah, das war das erste Spiel. Okay, ja. Alles klar. Also eine extrem knappe Sache. Ich möchte aber sagen, dass PPP jetzt im nächsten Spiel vorsichtiger sein wird. Sie werden nicht mehr diese Situation bringen, dass sie halt sich overextenden, nur noch um den Kill zu holen. Und wenn sie jetzt hier nicht schon so zeitig ihr Keep verloren hätten, wären sie nie in diese Bredouille gekommen. Also ich will sie nicht abschreiben, weil das war ein extrem knappes Ding am Ende noch. Heftig. Sehr, sehr knappe Geschichte. Ich habe 100.000 Kämpfe ungefähr gesichert. Während wir aufs nächste Spiel warten, können wir uns ja mal ein paar angucken. Im Übrigen, falls euch der Cast gefällt, dann könnt ihr uns natürlich auch folgen. Ghoul, den findet ihr auf Twitch, Facebook, Twitter und sonst was unter /GhoulTV. Und mir könnt ihr einfach hier unten folgen unter der Kanalbeschreibung, da steht's drin, die ganzen Social Links und so weiter und natürlich auch einfach dem Stream folgen. Denn es gab ja schon in letzter Zeit sehr, sehr viel Heroes Action und ich glaube, wer war denn das? Ich hatte jemanden, der am Samstag sich beschwert hat, dass es schon ewig keinen deutschen Stream mehr gab und jetzt hast du ihn hier und ich glaube, ich sehe deinen Namen im Chat nicht. Das heißt, großer Hass gerade. Es gibt einen deutschen Stream und du bist nicht mal hier. Ich glaube, es war irgendwas mit E. Eran oder E4N. Lead. Okay, nein. Warte mal. Ich habe jetzt hier einen Haufen Fights aufgenommen. Jetzt war es vielleicht ein bisschen übertrieben von mir, weil ich weiß nicht, welche davon jetzt wirklich schön sind. Aber ich glaube, ja, lass uns doch mal hier so reinspringen. Ich hab da mal einen. Ich hab da mal was vorbereitet. LP. Upsi Daisy. Ohne Ton wäre natürlich besser. So. Gucken wir uns das Ganze mal an. Na, bitte. Bitteschön. Ja, ich glaube, das war der erste Fight fürs Tribute. Und das war eigentlich. Am Anfang haben sie sich noch nicht ganz so blöde angestellt. Da waren sie ja noch nicht in Position. Das heißt, PPP musste erstmal hinlaufen. Die haben ein bisschen Zeit gekauft. Und man hat halt schon gemerkt, okay, die wollen sich eigentlich nicht unbedingt das Tribute jetzt hier holen. Sind dann auch zurückgegangen. Und ja, Pain mit einem sehr, sehr guten Stun konnte hier nochmal aufhalten, dass hier gechannelt wird. Nepse nimmt einiges an Schaden, aber sicher, dass sie sich dann nicht auf Nepse einigen, denn der hält einfach zu viel aus und kommt immer mal wieder aus den Situationen raus. Und stattdessen gehen sie dann nochmal auf Mörchenlol. Der nimmt auch einiges an Schaden. Pain jetzt hier mit dem perfekten Deep Tunnel da raus. Also, das war wirklich zwei, drei Mal in diesem Spiel, dass er es halt schafft, so eine Situation zu bringen und so einen Save auch halt rauszuholen. Ja, und das war wirklich eine gute Entscheidung, hier auch auf Anti-Hero zu gehen. Da sehen wir, Vibellino springt direkt auf ihn, Bakery haut da nochmal eine Granate rein, um ihn drin zu halten. Und Luffy gibt dann, glaube ich, hier den finalen Schlag. Aber am Anfang lief das alles noch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Auch hier noch der Kill auf Märchenlol. Das war alles in Ordnung. Wir müssen uns mal später die Fights angucken. Du sagst mir übrigens Bescheid, wenn der Draft weitergeht, ne? Bisher nur Bann Teig ist. Also, okay. Hast noch ein bisschen Zeit. Okay, sehr gut. Ja, auch hier war noch okay. Ich glaube, Vipelino kam hier am Ende noch davon. Das war übrigens ein sehr, sehr schöner Bodyblock hier direkt an der Mauer noch. Ja, Vipelino springt hier nochmal rüber und kommt, glaube ich. Ja, genau, da hat er noch das Schild gekriegt und sich hochgeheilt. Bis dahin lief alles wunderbar für PPP und man hat gedacht, okay, alles klar, die haben das Spiel eigentlich schon fast im Sack. Und jetzt war hier, ja, eigentlich eine Folge von schlechten Entscheidungen, die dazu geführt hat, dass sie dann das Spiel doch noch aus der Hand gegeben haben. Nämlich man sieht hier, okay, sie wollen unbedingt die Knights haben, was insofern ja auch okay ist, aber die Cooldowns sind zu diesen Levelzeiten, so also bei 7 Minuten sind die Cooldowns noch so gering, dass du so nah beim Gegner
mit einem nicht kompletten Team eigentlich nicht unbedingt die Knights holen solltest. Zumindest nicht, wenn du nicht die Sicht hast, um zu wissen, wann sie kommen. Und so sieht man jetzt hier auch, Shock and Awe nimmt richtig viel Schaden auf Jella. Dann kommt der Follow-up, glaube ich. Tyrael versucht ihn da zu verfolgen. Und, nee, das ist der Storm sogar gewesen von Nepsim. Nimmt dann Rayna raus. Shen ist noch nicht mal im Fight drinne. Glücklicherweise ist Anub hier relativ zeitig auch rausgegangen. Bakery nimmt hier nochmal einiges an Schaden mit. Und ich glaube, haben sie sich jetzt hier noch einen Kill geholt? Ja, Bakery wollte unbedingt aufsatteln. Ich glaube, mit einem einfach normalen Wegrennen wäre auch gut beraten gewesen. Und ja, das ist halt so eine Situation, warum musste da unbedingt noch das Nightcamp sein? So, gut, schauen wir mal das nächste an. Beziehungsweise der Draft müsste ja jetzt langsam ja, so in die heiße Phase kommen. Also wir sind schon, zum Draft gehen. Wir haben schon ein paar Picks, ja. Also Tychus wurde gebannt von PPP, wie ich schon sagte. Mhm. Auf der anderen Seite der Abatur-Bann, gefolgt von First Pick Tassada und dann Uta Arthas gegen Anub Fallset. Okay. Tassada auf Seiten von PPP finde ich in Ordnung, gerade weil der Tassada für Great Honor sehr gut war. Also das ist ein guter Counterpick. Allerdings dafür Uther abzugeben, nachdem Luvi so wirklich einen unglaublich guten Job gemacht hat mit seinen Divine Hurricanes, ist natürlich bitter. Aber was ich in einem Fight, da habe ich noch was vergessen zu sagen, und zwar da gab es ein richtig, richtig gutes Cleans auf den Shen, weil es kam gerade eben das Judgment vom gegnerischen Tyrael und genau in der Sekunde davor kam das Cleans und dann hat er damit quasi das Judgment gedodged und somit war Shen dann nicht gestunt und konnte noch sein Heroic poppen und ist nicht gestorben. Okay. Das war nochmal richtig krass. Das Cleanse ist dieser goldene Effekt, ne? Ja, genau. Der macht für eine Sekunde alle Disables. Genau, der nimmt die bestehende weg und verhindert auch, dass neue dazukommen. Ist halt ein bisschen, ich finde es halt momentan ein bisschen schwierig noch zu erkennen, okay, was, also weil halt so viel auf einmal passiert und teilweise die Helden auch sich überlappen, wenn sie im Teamfight stehen, ist es halt sehr, sehr schwierig, sowas dann auch noch rauszuspotten. Aber wirklich gut, dass du es gesehen hast. Weil das ist natürlich dann ziemlich geiles Timing. Ich frage mich, ob das Zufall war oder ob er gesehen hat, okay, das Schwert kommt rein, ich hau einfach mal einen Glanz rauf. Ich glaube, es war Zufall. Aber wenn es geplant war, dann größter Respekt. Also, weil der Glanz eine Sekunde, das ist wirklich so kurz. Ja. Man kann damit sogar Hooks dodgen. Das ist immer lustig. Echt? Ja, das geht. Wow. Wie ist es, wenn er schon gepult wird? Würde dann in dem Moment Lust? Okay, nicht. Alles klar, nee. Das wäre crazy. Ja. Wir haben dann Anubarak und Falstad jetzt noch vom PPP. Also soweit Tassada, Anubarak und Falstad. Jo. Ja, was ich eigentlich so als generelle Anmerkung gerade noch hatte, wo du gerade das mit dem Clans erwähnst, ich finde halt, dass die Teamfights teilweise extrem schnell sind. Wenn halt dann alles auf einmal passiert, also ich habe in letzter Zeit mir mal ein paar Dota-Matches angeschaut und auch bei LoL mal reingeschaut, einfach nur so ein bisschen zu vergleichen. Und das ist deutlich langsamer und da finde ich es fast komisch, dass viele Spieler am Anfang bemängelt haben, dass Heroes so langsam ist, weil ich meine, klar, die Helden bewegen sich ein bisschen langsamer übers Spielfeld, aber dafür sind die Kämpfe deutlich schneller und deutlich viel mehr auf einmal. Ja, aber das Lustige ist, dass gleichzeitig die Kämpfe teilweise minutenlang gehen können, wenn man sich so Tribute-Fights anschaut. Ja, das stimmt. Gerade halt mit diesem Meta, was wir momentan sehen, wo halt die Teams komplett auf Bruiser gebaut sind und so halt auch von den Talenten so her dahingehend sich entwickeln, dass sie halt sehr lange im Teamfight bleiben können, immer mal wieder rausgehen können, sich hochheilen können und so ein Teamfight einfach mal für Minuten laufen kann. Ja. Da ist, finde ich, so eine Situation, die mir irgendwie gerade auf Garden of Terror nicht gefällt, also aus Caster Sicht schon nicht gefällt, weil es ist immer so ein Hin und Her, wenn beide den Garden Terror haben und da passiert einfach mal gar nichts. Sie versuchen immer wieder ranzugehen, aber bis der Garden Terror nicht irgendwie kurz vorm Ablaufen ist oder so viel Schaden genommen hat, dass es sich lohnt, draufzugehen, ist da einfach nur so ein Tanz um die gegnerischen Balustraden. Ja. So, die nächsten Picks sind da.
Für For Great Honor. Es hört sich immer sehr dumm an, zu sagen für und dann For Great Honor. Aber vielleicht können wir sie auch FGH nennen. Aber ich glaube, das kriege Oder ich dann im Fight nicht hin. du sagst für Great Honor. Für Great Honor. Ja, das finde ich gut. Für Great Honor, das passt. Ist ja auch ein deutsches Team. Für große Ehre. Die holen sich Stitches und Brightwing. Ja. Also Stitches, das. Brightwing. Also ich glaube, Brightwing ist mehr so der Konterpick, weil mit Tassadar an Noob Falseset kann man definitiv auf Brightwing gehen, so wie ich das sehe, weil Brightwing Falseset einfach stark ist. Und ein bisschen komisch meiner Meinung nach. Also Brightwing und Uther macht man normalerweise nicht, aber geht natürlich trotzdem. Also man kann schon Ja, es spielen. ist selten, dass man doppelten Main-Support sieht. Nun kann man ja Uther auch ein bisschen mehr Richtung Damage-Dealer spielen. Das habe ich seit 100 Jahren nicht gesehen, aber ich meine, so richtig stark ist er auch nicht dann, aber naja. Ja, schauen wir Aber mal. das sieht mir so aus, als wenn sie hier sehr, sehr stark auf Sustain gehen wollen. Wobei halt momentan irgendein krasser Damage-Output fehlt. Also irgendeinen richtig guten Assassin sollten sie sich jetzt schon noch holen. Momentan braucht jetzt hier allerdings PvP sehr lange, um sich was zu überlegen. Vermutlich, gerade weil halt ein doppelter Support gespielt wird. Auf Seiten des Gegners. Ja. Ich würde ihnen empfehlen, hier wieder für Shen sich einen Shen zu sichern. Weil ich finde, auf Dragonshire und auf Garden of Terror ist eine Shen eine sehr solide Wahl, wenn du ihn reinschickst in halt die Drachenritterrüstung oder eben das Gartenmonstrum oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Gartenterror? Nee. Gartenterror? Ich weiß es nicht. Der heißt ja irgendwie auch Shambler auf Englisch, oder? Oder nennen den Leute immer nur so? Ich Also. nenne ihn immer Garden Terror, Ja, ich aber eigentlich frag mich auch. nicht, weil ich habe nämlich auch den Core Nexus genannt, bis mich mal Kaldor irgendwie berichtigt hat. Ja, aber da gab es am Anfang ziemlich viele komische Begriffe für den Core, bis ich ja irgendwann mal den Core-Health tatsächlich so Genau, bis hingeschrieben es dann habe. da stand, Core. Ja, weil viele Leute hatten es am Anfang Nexus genannt. Und die Ja. ganzen Seiten heißen ja auch, was weiß ich, Enter the Nexus, Nexus Storm und sonst sowas. So, was ist denn jetzt mit PvP? Wollen die sich hier nochmal irgendwann einen Helden aussuchen, oder? Also ich könnte mir ja tatsächlich Raynor vorstellen. Aber ich kann ihn mir auch nur vorstellen. Okay. Also ich bin mir da echt nicht sicher. Also Raynor kannst du definitiv. Also Raynor ist nicht schlecht gegen Arthas Stitches, solange er nicht gehookt wird. Aber sie haben ja eh schon Falseset. Ich bin halt gerade so am Überlegen, können sie auf eine Valla gehen oder nicht? Erst die Frage, ob sie jetzt vielleicht auch mal irgendwie sowas mit drei Kriegern spielen möchten. Ich weiß nicht, wie PvP so in die Richtung geht. Manche Teams machen es ja. Eher weniger, muss ich sagen. Also, man sieht es ja auch in den Fights meistens, sind sie eher offensiv ausgerichtet. Und ja, sie overextenden ja auch immer gerne, aber sind halt immer Oh, vielen Dank übrigens, Ratti, fürs offensiv. Folgen. So, Ja. PvP ist gerade in einer harten Beratungsphase. Ich meine, sie wissen, dass jetzt hier ein sehr solider Assassin kommen muss. Das heißt, eigentlich wäre es clever, sie jetzt auch zwei Assassins zu picken. Aber warte mal, sie haben ja. Sie haben Falstead? Sie haben Falseset, Tassadar und Anub. Ah, Noob sehe ich gerade nicht, okay. Gut, dann wird es schwierig, jetzt zwei Assassins zu picken. Dann muss einer reichen und vielleicht, wen könnten wir uns da vorstellen? Vielleicht wurde Tychus gebannt? Tychus wurde gebannt, ne? Ja, natürlich. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht Okay. Illidan. Aber sie holen sich Zeratul und Rhaegar. Was raucht und hüpft durch den Wald? Sehr Zeratul und Rhaegar. Also ich meine, Zeratul macht schon Sinn, weil sie glücklicherweise sich Tassadar da sichern konnten. Das heißt, du weißt, okay, muss nicht das Oracle vom Gegner fürchten. Was allerdings Rhaegar.
Gut, ich meine, Rhaegar ist halt sehr mobil, ne? Und auf Dragonshire brauchst du schon die Mobilität, um dann sich, um dir die Schreine sichern zu können. Wir haben auch Falster mit dazu, also schon ein recht mobiles Team. Auf der anderen Seite haben wir bei Great Honor den Brightwing, der ja auch gut die Lanes wechseln kann. Ja, einen Pick haben sie ja noch. Brauchen meiner Meinung nach jetzt auf jeden Fall ein bisschen Damage. Ich könnte mir, naja, ich könnte mir eine Valar vorstellen. Ja, aber Raynor könnte eigentlich auch funktionieren. Sie haben ja so viel Heal. Da braucht man nicht so viel Angst haben, dass der direkt downgeburstet wird. Ja, aber ja gut, ist die Frage, gehst du dann direkt auf A-Klick-Schaden oder versuchst du es halt mit Burst zu machen? Also Skill, Auf weiß nicht, Ability Abilities, Damage, ja. ja. Ja, ich Ja. glaube, die wollen jetzt einfach aus Rache sich auch ein bisschen Zeit nehmen für ihren letzten Pick. Wobei, da ist irgendwie schon was eingeloggt und es ist Nova. Ja, er hat gerade noch geswitcht. Vorhin war es noch Valar. Oh, ist tatsächlich Nova. Das ist eine interessante Combo. Einerseits gehen sie komplett auf Sustain, also dass sie ewig lange am Leben bleiben können, und auf der anderen Seite gehen sie dann wieder auf Nova. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie wenn sie Tassa da und Rhaegar hätten, dann würde ich sagen, okay, kannst du wunderbar machen, setzt zuerst ein Schild drauf und falls sie dann doch angegangen wird, ein vorzeitiges Ancestral Healing und schon läuft das. Dadurch, dass sie jetzt aber nur Uther und Brightwing haben, weiß ich nicht, ob das genauso gut klappt. Also letztendlich haben wir ja zwei Ranged Heroes für Great Honor. Und ich bin mir halt gerade nicht ganz sicher, was soll Zeratul dann Void Prisonen? Weil Melee Heroes machen normalerweise keinen Sinn. Ja. Und sie haben ja selbst auch keinen Stitches, wo sie irgendjemanden rausziehen können. Das heißt, sie sind vielleicht nicht unbedingt die Stärksten in einem Straight-Up-Fight. Sollten vielleicht eher lieber irgendwie für andere kleine, ja, Ambush, ich habe keine Ahnung, was auf Deutsch heißt, Überraschungsangriffe. Überraschungsangriff gehen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. So, dann lass uns mal loslegen hier mit dem zweiten Spiel in der Round of 8, glaube ich, sind wir schon. Und da haben wir auf der linken Seite hier auf Dragonshire das blaue Team wieder einmal. Playing with Pain is Pain. Und da ist auch schon Pain ist auf dem Serator unterwegs. Jella spielt auf Tassadar. Dann haben wir Vipolino auf Anubrak. Battle Tien commencing Bakery in spielt den 10 Feldstead. seconds. Und Luvi auf Rhaegar. Ja, auf der anderen Seite in 5, Rot für 4, Great Honor. 3, Ja, 2, Top Lane macht der 1. Artus wahrscheinlich alleine. Ja, Mid Your Lane, hero has Stitches abandoned und the battle. Brightwing. Und unten haben wir den Unleash the wahrscheinlich, demon's ja, wrath. Uta. Warte noch ein bisschen zusammen mit Nova. Nipsa hat gerade A Spiel hero verlassen. Nee, has okay. rejoined the Wieder battle. da, wunderbar. Das ist natürlich immer eine bittere Sache. Das hatte SK gestern ganz große Probleme. Es war der Beezy, der da ständig Disconnects hatte, aber irgendwann konnten sie es dann tatsächlich fixen. Also, es hätte ihnen da an ein, zwei Stellen im HPL Grand Finals schon das Spiel kosten können. Also, das willst du unbedingt vermeiden in so einer Situation natürlich. Gucken wir uns mal an. Ich denke mal, Arthas, Nova ist das Gang Squad hier auf Seiten von Great Honor. Und Luvi muss direkt aufpassen, wenn da ein Howling Blast reinkommt. Allerdings, ja, sie haben nicht allzu viel Schaden, von daher The ancient zieht sich da shrines der Arthas wieder zurück. Geht er control vielleicht them lieber auf Gela and oder? loose the Nee, dragon knight. kann sich nicht so recht entscheiden. Naja. Ich glaube, sie sehen ja ein, dass da nicht wirklich viel möglich ist, aber oh, schon ganz gut Damage rausge. Oh, schön gemacht gerade von Individuum. Hast du es gesehen? Ordentlich hier den Q-Spell raufgesetzt aufs Gate, sodass Luvi quasi da reinlaufen musste, wenn er hinter der Mauer bleiben möchte. Okay, also, jetzt haben wir hier auch die Shrines ready. Oh, den Hook da verfehlt von Mörchendoll. Wir haben, ja, beide Teams bekommen jeweils einen Shrine, relativ Standard. Ja, sieht so aus, als wenn sich PvP ganz sicher hier den Bodenschein sichern kann. Da hat Napse nicht allzu viel zu sagen. Gegen Vipelino und Pain, die da mobil unterwegs sind, haben sie nicht wirklich eine Chance. Oh, hier oben wird Jella sehr, sehr hart angegangen, aber er kommt nochmal davon. Trotz allem ein guter Push hier von Great Honor. Machen da schon einiges an Schaden auf der Lane. Und jetzt wechseln sie hier wieder hoch, rotieren wieder hoch.
konnte sich Brightwing schon den Topschein sichern mit Luffy. Ja. Ja, muss ich ganz schön hart zurückziehen. Ja, also hier mit dem Ganking Squad, mit Arthas Nova, haben sie richtig gute Chancen, hier im Prinzip mal auch jemanden zu töten, aber bisher PvP war noch schnell genug und ist immer weggekommen. Übrigens, Ambush, danke an Dudim, heißt Hinterhalt. Ah, genau, stimmt. So ist es. Genau so ist es. Ja. Mir fällt immer nicht so direkt. Oh, und ein super Hook gerade auf Jella, aber da kommt der Face-Shift und. Ja, reicht nicht ganz aus. Weil das Hologramm da nochmal nachsetzen möchte. Ja, mir fällt da immer nicht die direkte Übersetzung ein, sondern nur so quasi, was es grob heißt. Sehr schöner Slow hier auf Luffy. Kann er sich nochmal hochheilen? Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber die haben einen sehr, sehr festen Halt hier oben auf den Top-Shrine. Ich glaube, solange da nicht jemand von PPP hochrotiert, solltest du ja aber auch dabei bleiben. Richtig guter Hook hier auf Pain, aber der kann natürlich direkt mal wieder rausblinken. Und Vipolino wird hier hart angegangen, muss da wieder raus die Tunnel. Aber okay, kommt weg. Jetzt, ja, Easycam pusht halt gerade eben für PPP. Keine schlechte Ausgangslage, um da ein bisschen mehr Druck zu machen. Allerdings von hinten kommt jetzt Anti-Hero. Holding Blast wäre ready. Pain muss da aufpassen. Blinkt direkt raus. Ja, Vipolino zieht sich auch zurück. Jetzt muss sie allerdings doch aufpassen, dass sie am Ende nicht mehr hier den Botschrein verlieren. Allerdings, ja, Gela hätte da eh noch mitgeholfen. Von daher kein Problem. Ja, das sieht bisher noch von der Defense ganz gut aus. Bakery jetzt ja allerdings im Stun gefangen und wird auch direkt rausgefokust. Pain auch relativ niedrig, aber dadurch, dass Tessa da hier mit zur Hilfe kam, gerade noch rechtzeitig, konnte er hier Schlimmeres verhindern. Trotz allem, der Shrine wird gerade gecaptured und nur mit Pain und Vipolino ist es doch ein bisschen arg knapp, das hier zurückzuholen. Ja. Aber Felsen wird hier, glaube ich, direkt wieder runterfliegen, sobald er die Chance hat. Problem, ja, wir müssen halt jetzt irgendwie genügend Schaden machen, aber wenn Gela den nicht canceln kann, okay, kommt nochmal ein schöner Sturm. Oh, Jella hat hier viel auf eine Karte gesetzt, da kommt das Schild, kann ihn auch noch am Leben halten. Die Nova und geht down. Nova ging down unten, das heißt, da ist wieder die Kontrolle jetzt auf PvP-Seiten. Ja. Oh, Jella wagt sich hier schnell wieder vor, hat hier vielleicht den Kill gerochen, aber der kommt allzu schnell nicht und Möchenlol hat gerade nochmal überlegt, oh, kann ich da auch den Dragon Shrine gehen? Nee, kannst du nicht mehr, du hast den Bottom Shrine verloren, das wird nix. Ja, also für beide Teams jetzt ein Kill, relativ ausgeglichen. Ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt eins der beiden Teams tatsächlich mal versucht, ein Easy-Camp zu machen oder eventuell sogar das Hard-Camp für Great Honor kommt. Ja, das Timing wäre schon möglich, aber sie haben halt unten gerade ganz harte Probleme. Pelino und Bakery pushen da ganz gut durch. Tower sind schon relativ niedrig, haben auch kaum noch Munition. Und ja, die Shrine Control bleibt halt in ihrer Hand. Aber sieht gerade ein bisschen danach aus, als wenn sich hier Great Honor schon so ein bisschen sammeln möchte in der Midlane. Ja. Aber ich glaube eher für einen Gank. Ja. Bribe währenddessen auf das Bottom Easy Camp. Nova kriegt ja schon mal ordentlich Damage. Oh, ein schöner Blink auf jeden Fall hier von Pain. Richtig gut gemacht. Beide sehr, sehr gleich auf, was die Erfahrungspunkte angeht. Beide Level 9, ungefähr die Hälfte geschafft. Das heißt, wir sollten bald die ersten Teamfights sehen, aber dafür wird keiner irgendwie großartig was forcieren. Schön, dass dann von auf Anti-Hero. Neptune nimmt auch einiges an Schaden mit und Pain sehr niedrig und da wird auch direkt rausgefokust. Möchenlol kam da von oben noch dazu, wollte vielleicht noch mehr Kills rausholen. Aber damit haben sie jetzt Kontrolle auf beiden Shrines. Eventuell Rega, der jetzt hier, oh ja, Luffy, gerade noch rechtzeitig zurückgeholt. Das war super knapp gerade. Ja. Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Level 10 jetzt hier für beide Teams. Von daher sollten sie sich tatsächlich jetzt mal versuchen, beide zusammen irgendwie was zu reißen. Schöner Stun hier auch wieder auf die Nova. Guter Hook auf jeden Fall auf Vipolino. Da kommt der Gorge, aber der sollte eigentlich auch direkt wieder raus. Kommen. Da kommt der Tunnel und vorher auch noch ein Shield draufgesetzt. Trotz allem, dass es einiges an Stun hier reinkommt und das Voidbösen macht hier gar nichts. Jetzt von Fairzeit Shock and Awe. Macht ein bisschen was an Schaden auf Nepse. Er nimmt auch einiges mit. Luffy muss sich da selbst hochheilen. Wollte unbedingt noch den Kill haben. Also fast so ähnlich, wie wir das schon im ersten Spiel gesehen haben. Aber hier ist keiner draufgegangen. Das heißt, beide Teams hier mit dem rechtzeitigen Disengage. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Jetzt ist nämlich PvP wieder nach unten gegangen. Konnte sich da den Shrine sichern. Nach oben ist Fairzeit geflogen. Ich glaube nicht, dass das lange halten kann. Aber immerhin, der Versuch ist da. Und aber Bakery muss richtig aufpassen. Kommt dann nochmal weg gegen die Nova. Jetzt hilft er nochmal Luffy mit. Ja.
beide Schreine. Ne, ein Schrein mindestens jetzt verloren. Oh, und Mörchendoll könnte da nochmal Probleme kommen, aber Gela muss sich zurückziehen. Oh, schafft es. Belino vielleicht mit dem Stun jetzt noch, aber ganz knappe Sache. Oh, Bakery will den Kill, aber wird rausgenommen. Und es ist wieder genau dieselbe Geschichte. Wieder dieselbe Chose, in die sie reinlaufen. Jella macht da. Muss ich da auch davon machen und Individuum nimmt ein bisschen was an Schaden. Schöner Stunt von Vipolino. Aber sie kommen natürlich davon. Das ist der Dragonite. Ja, und damit sind sie jetzt hier wieder in die Defensive gezwungen. Ist es heute der Tag der Upsets oder was? Ist es heute der Tag, wo die ganzen unbekannten Teams plötzlich zeigen, was sie drauf haben? Ja. Dragonite macht hier auf jeden Fall schon einiges an Schaden, konnte den ersten Tower rausnehmen. Ich würde hier fast damit rechnen, dass das Fort drauf geht, je nachdem wie stark Great Honor hier committen möchte, aber es sieht nicht so aus, als wenn sie hier wirklich durchpreschern. Unten auf der Botlane versucht Ufer die Tore rauszunehmen und oben haben wir Aphis, der da auch ein bisschen was an Druck anlegt und sogar schon die Tore durchbrochen hat. Ja, sie wollen einfach so viele Erfahrungspunkte wie möglich jetzt daraus ziehen, weil PPP da einfach verteidigen musste. Ja, und das machen sie sehr gut bisher. Oh. Literatur gerade auch nochmal rausgenommen. Und jetzt sehen wir auch die Split Defense. Arthas wurde oben zurückgedrängt, aber der Dragon Knight hat noch ein paar Sekunden, hat noch einiges an Leben. Also das Fort können sie hier, glaube ich, zu zweit auf jeden Fall nicht verteidigen. Nee. Alster kommt jetzt noch zur Hilfe. Der Nubarak könnte noch dazukommen, aber das Fort wird auf jeden Fall drauf gehen. Da ist der letzte Schlag. Netze kriegt hier den Final Kill. Und damit eine ganz soliden Erfahrungsbonus-Vorsprung. Ja. Erfahrungspunkte-Vorsprung. Ja. Ja. Vipolino liebäugelt da nochmal mit dem Easy Camp. Geht dann aber nicht rein. Richtige Entscheidung auf jeden Fall. Sie werden sich jetzt auch wieder das Bottom Easy Camp holen und versuchen dann wahrscheinlich das untere Fort da sich zu holen. Mal sehen. Wir haben Doppelsprint. Uta und Brightwing sind auf Sprint gegangen. Nova mit Rewind natürlich. Also. Mal sehen, ob der Uta dann tatsächlich so einen guten Divine Storm anlegen kann. Upsi Daisy. Oh, Deep Tunnel bei Vipolino versucht auf Netze zu gehen. Nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber ich glaube, sie wollen sich einfach nur das Fort holen und ein bisschen zurückdrücken. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ich kann damit jetzt hier die Level wieder halbwegs aufholen, aber da müssen sie noch ein bisschen was rausholen. Sie wollen auf keinen Fall wieder in eine Situation kommen, wo sie das Level 16 zuerst beim Gegner haben. Ja, Levelunterschied gerade momentan nicht so unglaublich schlecht. Aber es ist halt ein Level und es ist ein wichtiges Level. Level 15 jetzt schon erreicht. Für Great Honor. Oh, ein schöner Gorgie auf Tessa da. Der sollte eigentlich davon kommen. Da kommt Shock and Awe auf Mörchenlol. Und Jella kommt da nochmal davon. Oh, Pain! Mit dem Partner-Buddy-Block. So sollte das nicht laufen. Aber konnten die Situation hier nochmal retten. Wobei Vipolino wird hier hart angegangen. Da kam nochmal ein Slow dazu. Aber da sind einige Seed-Shines mit dabei. Trotz allem konnten sie den Kill auf Tessa da kriegen. Oh, der und Luffy auch noch in Trouble. Ich glaube, der geht hier noch drauf. Nee, glaube ich nicht. Wobei, nee, kommt er hat es gerade nicht so noch geschafft. Er war richtig unglücklich da mit dem Ancestral Healing. Das kam eindeutig zu spät. Ich weiß nicht, ob es noch auf Cooldown war oder irgendwie so. Aber es hätte auf jeden Fall früher zünden sollen, wenn es gegangen wäre. Ja, Bot Shrine jetzt wieder für Great Honor und auf der anderen Seite natürlich der Top Shrine gecaptured von Bakery. Die müssen jetzt allerdings auch aufpassen. Nova begibt sich da hoch. Ich weiß nicht so richtig, was Nova hier plant. Oh, die will den Kill auf Luffy. Ancestral Healing kommt zu spät. Das gibt's doch nicht. Sag mal, das war doch aber sehr, sehr heftig gerade. Wie zur Hölle wusste sie, dass der da gerade langläuft? Oh, der Hook of Pain. Der nimmt noch einiges an Schaden. Kommt da nochmal Nipsu mit da rein? Nee. Na, jetzt der zweite Schrein. Der Top-Schrein hier für Great Honor. Und damit wird Nova sich den Dragonite sichern können. Hundertprozentig. Und Level 16 jetzt auch schon für Great Honor, von daher richtig wichtiger Dragon Knight hier. Ja, das Schild kommt aufs Fort, aber ich glaube nicht, dass sie das halten können. Pain ist inzwischen wieder da, Rhaegar braucht noch ein paar Sekunden. Aber das komplette Team kommt jetzt hier mit runter von Great Honor. Und oben kommt noch Aphis mit dazu und sobald der im Fight ist, dann werden sie sich auch zusehen, dass sie hier richtig hart committen. Da kommt der Slow und der Hook auf Vipolino, der kommt natürlich wieder davon. Aber das Fort wird auf jeden Fall fallen. Das heißt, PvP kann sich jetzt ein bisschen tiefer zurückziehen. Aber schon eine bittere Situation. Schon wieder alle drei Forts verloren. Auf der anderen Seite nur eins rausgenommen.
und können jetzt hier sogar noch einiges an Schaden in der Midlane einstecken. Ja, sie müssen jetzt im Prinzip auf Level 16 warten, aber solange sie warten, können sie halt auch nicht draufgehen. Allerdings glaube ich trotzdem, dass sie hier die Keep auf jeden Fall halten können. Ja, 20 Sekunden noch auf den Dragon Knight, 2 Level vorne. Müssen richtig aufpassen auf jeden Fall. Bisher ist einen Kill für PPP. Das wollen sie natürlich ändern. Da kommt der Kick auf Tessa da. Das war so der Sinn. Ja, Pain, ja. Ups. Und jetzt müssen sie natürlich wieder zurück vor Great Honor. Will da auf jeden Fall nicht mehr weiter engagen und da kommt gar kein Chase. Bin ich ja gar nicht so gewöhnt von PPP. Die sind ja sonst. Ich glaube, sie haben einfach dazugelernt, dass das ja jetzt vielleicht gerade in der Situation nicht unbedingt die beste Idee ist. Diesen Fehler haben sie ja irgendwie ein paar Mal jetzt gemacht. Das muss nicht unbedingt nochmal passieren. Und gerade an der Stelle jetzt, wo sie schon kurz davor sind, das Spiel aus der Hand zu geben. Ja, bisher besteht auf jeden Fall noch die Chance, hier für PPP zurückzukommen. Sie brauchen halt einfach nur ein, zwei gute Teamfights. Allerdings, ja, das wird nicht leicht. Gute Kontrolle gerade. Also Map Control liegt gerade in harter Hand für Great Honor. Also die konnten sich hier gerade alle Camps sichern. Das Einzige, was jetzt hier noch verbleibt, ist das Hardcamp. Das wollten sie dann doch nicht riskieren. So groß war der Vorsprung nicht, dass sie das dann noch angehen. Also das kann PPP jetzt für sich entscheiden. Endlich auf den Weg schicken und jetzt sind sie auch Level 16, genau richtig erkannt. Lass uns mal anschauen, was sie da so für Talente wählen. Blood for Blood auf Rhaegar, also wollen noch ein bisschen mehr Schaden dazu haben. Dann Second Strike auf Tassadar, Double Bombs auf Zeratul, Overdrive für Felstead und Rewind auf Anub'arak. Also keine großartigen Überraschungen. Auf anderer Seite sehe ich jetzt auch nicht so die Riesenüberraschungen. Rippling Shot, macht auch Sinn. Ja, also soweit. Nichts großartig Überraschendes, oder was meinst du? Nee, also sieht mir doch sehr standardgemäß aus. Ich warte jetzt nur, eventuell will der PPP tatsächlich engagen, weil das Problem ist einfach, gegen 4 Siege Giants, da musst du raus. So viel Schaden, ja. Da musst du raus, ansonsten nimmt das Keep halt extrem viel Schaden. Glücklicherweise haben sie Vipelino, der hier ein bisschen was aufhalten kann mit seinem langen, reichweitigen Stun. Oder ist der Hook of Pain und wieder Gorge dazugesetzt. Oh, ein unglaublich geiler Shock in Awe. Aber der Orbital Strike, vielleicht macht der Schaden. Ja, Vipelino nimmt hier auch einiges an Schaden, aber guter Shrink da auf Nepse. Möchenlol ist richtig, richtig niedrig und da fällt der Arthas. Aber Vipelino, der kann jetzt hier nicht hart engagen. Der ist schon sehr niedrig. Tassa da geht auch noch drauf. Luvi auch sehr niedrig. Also sie müssen aufpassen. Sie können jetzt hier nicht overengagen. Da kommt der Hook und nimmt jetzt auch Rhaegar direkt mit raus. Ja. Also trotz allem sehr gute Kontrolle mal wieder hier für Great Honor. Perfekter Hook auf jeden Fall. Der Engage, also dieses Shock and Awe, das war wirklich wunderschön. Problem war einfach nur, dass der Follow-up dann ein bisschen gefehlt hat. Sie hatten nicht genügend Damage. Und jetzt muss Pain ja auch wieder aufpassen. Ja, die beiden getarnten Einheiten hier. Beide sehen sie sich nicht, aber jetzt ist hier Brightwing wieder dazu. Das heißt, er muss auf jeden Fall aufpassen. Sonst kann es doch richtig böse in die Hose gehen. Aber die möchten natürlich unbedingt den Shrine sich sichern. Sie brauchen mit Vipelino dazu geht das Ganze natürlich. Sie brauchen unbedingt einen Shrine. Und jetzt wollen sie sich wenigstens den Moonshrine. Und ja. Auf der anderen Seite haben sie immerhin schon mal das Top-Fort ein bisschen gepusht. Das hat schon keine Munition mehr. Das ist schon mal ein guter Anfang, um da noch mehr sich drauf zu konzentrieren und das im Endeffekt dann auch endlich mal down zu bekommen. Schließlich haben sie selbst noch alle ihre Keeps. Naja. Ja, sind allerdings immer noch 2 Level hinten. Ja, das würde jetzt ganz bitter, weil ich würde mir halt fast vorstellen, dass hier mindestens 2-mal Resurgence wieder ist auf Seiten von Great Honor. Vielleicht sogar auf Uther. Ich glaube es nicht. Es wäre schon komisch, aber ich meine, beim letzten Mal haben sie halt auch auf Tesla Resurgence genommen. Also die Möglichkeit besteht und das macht es natürlich dann super schwer, ein Spiel zu beenden, selbst wenn du irgendwie vorher einen guten Teamfight rausgeholt hast. Ich glaube, das ist auch eine Sache, mit der PvP jetzt gerade noch nicht so gut klarkommt. Anti-Hero ein bisschen out of position. Shock and Awe, kompletter Fail, aber er konnte Individuum immerhin beim Channeling abhalten. Und Anti-Hero geht auch direkt drauf, hat ordentlich was an Schaden eingesteckt. Möchenlol hier wieder mit dem Gorge auf Tessada, wird ausgespuckt und wird auch rausgenommen. Guter Polymorph vom Individuum. Ja. Und ein schöner Stun, der hier eventuell das Team retten kann. PvP ist auf der Flucht und der Hook verfehlt. Gut gemacht bei Luvi. Schön aus der Seite weg rausgegangen. Aber warum geht er jetzt nochmal zurück? Da kannst du nicht mehr verhindern, dass der Dragon Knight kommt. Der kommt auf jeden Fall durch. Und oben müssen sie jetzt auch die Knights aufhalten. Also schön, schöner Druck, den hier Great Honor aufbaut.
Also immerhin sind sie noch nicht Level 20, das heißt PvP hat da theoretisch noch eine Chance, allerdings gegen den Stitches glaube ich nicht, dass sie da noch großartig was reißen müssen. Sie müssen irgendwie den Nova oder den Brightling out of position bekommen und dann irgendwas reißen, aber die positionieren sich einfach zu gut da. Guter Hook auch wieder auf Lubi. Er zieht sich jetzt allerdings gerade nochmal zurück, geht allerdings trotzdem drauf und Vipolino fällt hier wahrscheinlich aufgrund des Precision Strikes, ja. Das könnte schon fast Spiel sein. Rega und Anouk draußen und sie sind auf Level 20. Lass uns mal ganz fix nachschauen, was sie hier an Präsidenten genommen haben. Zweimal Resurgence auf Stitches und Arthurs. Und Uther hat sich noch nicht entschieden. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz letzte Minute mit der Entscheidung sein. Resurgence. Uther geht auf Resurgence, dass ich das nochmal erlebe. Gott. Wahnsinn. Oh Gott. Also die wollen es wirklich wissen. Machen hier alles ein bisschen extravagant, die Jungs von Great Honor. Aber das läuft soweit ganz gut. PvP kann nicht so richtig drauf reagieren. Und das können sie ja auch nicht contesten, das Easy Camp. Das geht auf jeden Fall auf Seiten von 4 Great Honor los. Und ein Keep schon raus, das andere ist schon ein bisschen angeschlagen. Der Tower hat da nicht mehr allzu viel Munition und ist auch schon sehr, sehr niedrig. Das heißt, sehr gute Map-Control hier von Great Honor. Ja, ich wollte auch gerade sagen, also die Map-Control, die sie jetzt haben, ist halt einfach riesig. PvP muss jetzt schon fast immer ein bisschen Angst haben vor einem Backdoor. Und ja, werden jetzt wahrscheinlich noch schnell ihr Hardcamp machen. Und ja, das Hardcamp sollten sie kriegen. Da gab es gerade noch einen Bribe irgendwo. Ich weiß gar nicht, was da gebribed wurde. Vermutlich von Bakery die Hälfte von den Knights, oder? Das könnte sein, ja. Und da ist der Stun mit Bellino mittendrin und so viel Schaden. Da kommt der Gorge und Ancestral Healing hat es, glaube ich, nicht mehr geschafft. Doch, hat es noch drauf geschafft. Aber da wird natürlich trotzdem fallen. Trotzdem ein schöner Hook und ein super Shock and Awe. Nova wurde rausgenommen. Mit Bellino immer noch am Leben. Ein unglaublich guter Fight hier gerade noch für PvP. Aber sie sind jetzt gerade sehr, sehr dünn verteilt. Aber dasselbe geht natürlich auch für Great Honor. So, Anti-Hero nimmt hier einiges an Schaden mit. Jella könnte vielleicht nochmal davon kommen. Super guter Move. Und da geht Uther drauf und Arthas auch drauf. Aber wie gesagt, sie haben halt hier so viele Resurgence Heroes. Uther kommt sofort wieder zurück, sobald er hier endgültig gestorben ist. Ja. Und ja, Arthas ist natürlich auch zurückgekommen, Stitches zurückgekommen. Das heißt, es geht eigentlich gleich wieder aufs Neue los. Ja, ein bisschen schade. Also wirklich ein guter Teamfight hier für PvP und unglaublich, dass dass Vipolino da die ganze Zeit überlebt hat. Und Pain könnte jetzt hier Probleme bekommen, aber Mechenlord hat ihn anscheinend übersehen. Und jetzt gehen sie da direkt auf Brightwing drauf, aber ja, müssen sich da zurückziehen. Ich finde es auch extrem clever, was Brightwing macht. Immer den Polymorph auf Luffy setzen. Immer dafür zu sorgen, dass kein Ancestral Healing hier den Kampf irgendwie verlängert. Also es ist sehr konsequent. Ja, guter Dodge hier auf dem Orbital Strike, aber Luffy ist ein bisschen rausgesingelt und ein schöner Hook of Pain, aber der kommt nochmal davon und ein super gut getimter Ancestral Healing kann ihn hier am Leben halten. Jetzt kommt Jella mit einem Fight, Möchendor nimmt richtig viel Schaden, den können sie rausnehmen und dann wird er direkt auch ausgespuckt. Luffy wurde nämlich vorher nochmal eingeschlossen hier mit dem Gorge und jetzt sind sie hier auf der Jagd, aber Forever will da vielleicht von der Seite nochmal reinkommen. Nee, sieht nicht danach aus. Stitch ist jetzt auf einem langen Cooldown, da haben sie es geschafft, mal das Timing zu erwischen und jetzt kommt hier der Druck. Wobei, einer fehlt da noch, Anubarak, der muss nochmal mit dazukommen. Also so richtig können sie es nicht capitalisen auf den Schaden, den sie da schon gemacht haben. Ja. Sie müssen jetzt einfach den Sunshine holen und mit dem Dragon Knight können sie sich ja was reißen, aber das Problem ist einfach, Bakery muss jetzt hier auch richtig stark aufpassen, da kommt Nova auch noch mit dazu, wenn er da jetzt... Da muss er raus, oh. Bellino kommt mit dazu, aber Bakery ist so niedrig und... Oh, Orbital Strike trifft Luffy, aber Bakery kam davon. Ganz wichtig, jetzt Shock and Awe, nimmt Nova raus. Anti-Hero versucht davon zu kommen, aber da kommt der Stun von Anubarak. Er nimmt richtig viel Schaden, da kommt der Deep Dive, sie können ihn blocken und können ihn hier auch rausfokussen, oder? Ja, da kommt der Final Focus. Aber das waren erst drei Helden, da sind noch zwei am Leben und einer hier mit Stitches, der ist gleich wieder da. Ah, ja, ja, ja. Und Vipolino versucht jetzt hier den Dragon Knight zu holen. Oh, schön, dass dann auf Individuum. Hat ihm das jetzt hier vielleicht die Zeit gekauft? Nee, da kommt nochmal die Attacke. Oh, Uther holt den Bot-Shrine. Vipolino kriegt ihn trotzdem. Sehr schön gemacht hier. Und es war super knapp. Brightwing wird rausgenommen und die hat kein Resurgence of the Storm. Endlich mal einen Helden erwischt, der nicht sofort wieder da ist. Also, jetzt können sie schon Druck aufbauen. Tessada, sehr mutig hier gerade. Sehr mutig, aber es klappt. Können sich die Knights sichern und damit kommt hier ein sehr, sehr starker Push. Oben das Fort sollte fallen und hier unten können sie vielleicht sogar einen Keep rausnehmen.
macht hier gerade PPP das Unmögliche möglich. Gegen dreimal Resurgence of the Storm. Na, schauen wir mal. Also noch ist hier nichts entschieden. Das Keep können sie rausnehmen. Damit ist jetzt hier erstmal das Ganze wieder etwas ausgeglichener. Da kommt der Kick auf Stitches. Schmeißt ihn aus dem Kampf. Vielleicht können sie jetzt die Nebse rausfokussen. Der hat Resurgence. Ah, die gehen direkt auf Core. Ah, das kann ich nicht so wirklich unterstützen. Aber Nebse, der hat keinen Ultimate Stun. Der hat nicht seinen großen Stun. Der hat nicht den Hurricane. Aber der Dragon allem Falstaff wird rausgenommen. Der Dragonite wird es alleine schaffen. Das ist GG. PPP holt sich das 1:1. Wer hätte es gedacht? Nach zwei Leveln hinten drehen sie es nochmal rum, gehen einfach mit dem Dragonite auf den Core. Wahnsinn. Also das war jetzt wirklich ein unglaublicher Move. Also ich muss sagen, das ist fast eins der spannendsten Spiele, die ich hier gesehen habe. Echt geil, dass sie das noch rumreißen konnten. Das macht es natürlich jetzt umso besser, dass wir gleich ins nächste und damit letzte und entscheidende Spiel gehen. Ich glaube, es ist mal an der Zeit, dass wir uns auch mal das Bracket angucken, ob es da irgendwie gegebenenfalls irgendwelche Updates gab. Vielen Dank übrigens Hammerbright für den Follow. So, wir gucken uns mal an. Ja, doch, da gibt's Updates. Also schauen wir da mal rein. Mal gucken, ob ich das hier auch hinkriege. Nö, das ist der falsche Bildschirm. Na gut. Komm. So, ups, das auch nicht. Da sind wir richtig. Ja, also momentan 1:1 hier in unserer Serie. For Great Honor gegen Playing with Pain ist Pain. Dann Ace Heaven spielt gegen Requiem. Nonstop Nonsense spielt gegen Hyperactive. Planet Key Dynamics gegen Fast Forward, wobei Fast Forward da 1-0 vorne liegt. Navi Pro momentan gegen The Resurrected North. Team Paper gegen Mad Corps. Hotslogs Elite gegen Existence. Und Hotshots gegen Need to Lead. Was? Okay. Also heute ist echt der Tag der Überraschung. Need to Lead hat gegen I2Heart gewonnen. Kennst du dieses Team, Need to Lead? Need to Lead, nee, habe ich noch nie gehört. Also momentan gibt es echt so viele neue Teams und die machen natürlich auch den Platzhirschen momentan so ein bisschen Probleme. I2Heart hat ja, I2Heart und Wellmet beide richtig Probleme gehabt, sind rausgeflogen und ja, jetzt auch PPP hier. Ja, wir haben uns ja vorhin schon so ein bisschen drüber unterhalten, was es eigentlich ist, woran es eventuell liegen könnte. Ich glaube halt echt, dass es so dass die Spieler, die halt jetzt, sag ich mal, die Pro-Teams sind, wobei man ja meiner Meinung nach bei Heroes noch nicht so richtig von Pros reden kann, da ja noch keiner damit Geld verdient, zumindest in Europa. Und ich glaube, in NA wird es nicht viel anders sein. Und wenn, dann sind das Peanuts. Dass sich da auch einiges ändert und dass die aber halt auch untereinander größtenteils nur scrimmen und trainieren. Und dadurch sind sie halt auch gewohnt, ach, ich spiele immer gegen die Team Composition, na alles klar, okay, damit weiß ich, wie ich umgehen kann. Und jetzt kam mal halt was Neues, nämlich bei Wellmet kam der Gazlo zum Beispiel zum Einsatz. Und dann wissen sie halt einfach nicht, okay, was mache ich jetzt eigentlich dagegen? Wie komme ich dagegen an? So. Ich schmeiß mal den Bildschirm hier auf Draft, aber ich würde mal eine kurze Pause machen. Und vielleicht kannst du den Draft ja kommentieren, falls hier schon irgendwas passiert. Ja, bisher sind nur alle in der Lobby, von daher noch nicht so viel passiert. Also wir sind gleich wieder da, also beziehungsweise ich bin gleich wieder da und du kannst hier den Draft so lange kommentieren, ja, falls da irgendwas sich ergeben sollte. Wird gemacht. Ich finde es übrigens cool, dass ein paar Leute noch eingeschaltet haben, tatsächlich hier auf den Channel, dass wir nicht nur selbst uns zuschauen, sondern tatsächlich ein paar Viewer haben, aber natürlich mit den Matches hier definitiv auch alles sehenswert. Momentan gibt es bei Kaldor, naja, Planet Key Dynamics gegen Fast Forward. Ich glaube, da sind wir hier fast mit den besseren Spielen mit am Start. So, der erste Bann auf jeden Fall hier von Forever QT. Abatur als First Bun sieht man normalerweise nicht so unbedingt. Das machen nur die Teams, die selbst nicht Abatur spielen wollen. Normalerweise geht man, wenn man Abatur bannt, dann halt immer nur als Zweiter, sonst spielt man ihn. Wir haben Stitches auf der anderen Seite von Luvi. Da sind sie wohl nicht so ganz zufrieden gewesen, nachdem sie gegen den letzten Spiel schon ihre Probleme hatten. Da kam tatsächlich ein paar sehr gute Hooks raus.
Deswegen wohl hier auch der Bann. First Pick dann anschließend von For Great Honor. Ist der Tasser da. Auf der anderen Seite Tychus Uther. Relativ standardgemäß. Ich muss fast sagen, dass mir Tychus Uther besser gefällt als Tassa da. Auf Garden of Terror vor allem. Es gibt so ein paar Maps, da ist Tassa da richtig, richtig stark. Zum Beispiel auf Blackheart's Bay. Auf Blackheart's Bay ist Tassa da einfach meiner Meinung nach das Maß aller Dinge. Wenn man First Pick macht da, der nicht Abatur ist, ist Tassa da, weil Tassa da auf Blackheart's Bay mit der Vision, die du hast, das kann einem manchmal so krasse Vorteile bringen. Okay. Also, Tassa da spielt also jetzt hier zusammen mit Arthas und Tyrael. Interessante Composition auf jeden Fall. Arthas, Tyrael, Tassa da. Also, anscheinend, also so wie ich das jetzt interpretiere, wollen sie direkt PPP hier die beiden Tanks rauspicken. Also, dass sie auf jeden Fall nicht mehr Arthas Tyrael spielen, nachdem Stitches eh schon gebannt wurde. Was bleibt denn noch übrig? Der bleibt Anub. Und im Prinzip als anderer Held, den man wirklich nehmen kann im Competitive-Spiel, noch Chen. Allerdings mit, was haben sie? Ich hab schon wieder vergessen. Tychus, Uther. Ich würde wahrscheinlich auf Chen gehen. Weil, jetzt können. Endeffekt ist es nicht so wichtig. Kommt halt drauf an, was sie noch dazu spielen wollen. Mit Tychus Uther. Also ich erwarte mal keinen Rhaegar. Von daher, sie werden auch jetzt nicht direkt auf den nächsten Tank gehen. Also Chen werden wir wahrscheinlich nicht als nächsten Pick sehen, sondern sowas wie, keine Ahnung, einfach ein Ranged Assassin. So. Bist du wieder da? Anscheinend noch nicht. Ta-ta-ta. Ah, da bist du doch. Ja. Ich hab dich doch gehört. Warum funktioniert das Bracket-Bot nicht? Das ist dumm. Oder habe ich Brackets? Brackets? Ah, es ist Brackets. Ah, Brackets. Ist dumm. Was ist es normalerweise? Was nehmen andere für ihre Bots? Brackets oder Bracket? Kann man nicht beides machen? Ja, kann man, aber da muss ich das jedes Mal. Ach so, ja, du musst es ja immer ändern, ja. Ja. Ach, keine Ahnung, ist ja auch halbwegs egal. So, was haben wir denn hier so? Ban Abathur, natürlich. Ban Stitches? Okay. Ah, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Da haben sie aber Glück, dass kein Tychus genommen wurde. Ja. Aber echt. Ich fand den Tassa da First Pick auf Garden of Terror so ein bisschen komisch. Ich hätte mir auch persönlich einen Tychus gewünscht. Aber gut, ehrlich gesagt finde ich auch Abatur als First Bun ein bisschen fragwürdig. Die werden den wahrscheinlich gebannt haben, weil sie ihn selber nicht spielen können. Ah, okay. Weil normalerweise, wenn du First Bun hast, dann kannst du auch als erster picken. Und dann kannst du halt einfach Abatur picken. Eben, das ist halt, das habe ich mir letztens so überlegt. Weil irgendwie, ich glaube beim NA Finale von der HPL gestern, weiß nicht, ob du es verfolgt hast, da gab es einen Abathur zu sehen im ersten Spiel. Natürlich hat dann Symbiote auch mit ihm gewonnen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen gespoilert, aber das war halt auch so, da gab es nämlich keinen First Bun auf Abathur und dann hat es irgendwie, aus irgendeinem Grund hat dann, gegen wen haben die, nee, warte mal, never mind, das war nicht Symbiote, dieses andere Team. Oder war es doch Symbiote? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ein Team von den beiden hat halt Abathur gekriegt, dadurch, dass sie nicht First Bun genommen haben. Free Rotation für nächste Woche. Nova, Asmodan, Illidan, Lili, Sonya, Uther, etc. Oh Gott, das sind echt bittere Helden im Solo-Queue. Wer sind denn die Helden, mit denen die erst später freigeschalten werden? Vermutlich Asmodan. Ja. Und wer vielleicht noch? Vielleicht Nova. Wenn sie irgendwie drüber nachdenken, was momentan im Solo-Queue passiert, dann werden sie wohl Nova nehmen. Aber das würde heißen, dass Asmodan als erstes Mal jetzt nach dem Patch in der Free Rotation ist. Diese Woche war es ja noch Anubarak. Jetzt also Asmodan und Nova. Dann hätten sie alle Helden einmal durchgehabt, bis auf Murky. Ah, Murky war auch schon mal in der Free Rotation, oder?
Seit dem Patch? Bist du sicher? Bin, weil ich habe. Ja, seit dem Patch weiß ich nicht, aber davor war davor auf jeden Fall mal. Natürlich, ja. Ich habe seit dem Patch alle Helden mindestens auf Level 5 gespielt, weil man ja so langsam Gold bekommt. Deswegen, immer wo, wenn die in der Free Rotation war, habe ich die gespielt und dann fehlen jetzt nur noch Asmodan, Murky und Nova. Naja. Ich würde mal sagen, wir schauen uns ein bisschen mehr wieder den Draft an. Wir hatten nach Arthas Tyrael, da hatte ich aufgehört, das zu kommentieren. Anub und Raynor. Also, Tychus, Uther, Anub, Raynor für PPP. Und auf der anderen Seite Tassadar, Rega als Support für Valar, Arthas Tyrael. Okay, sie haben vielleicht ein bisschen Damage, muss ich sagen. Naja gut, mit Tychus und Valar kommt schon was bei rum. Und tatsächlich Illidan hier, interessanter Pick auf jeden Fall, wenn man keinen Rigger hat, trotzdem auf Illidan zu gehen. Können wir fast vorstellen. PPP hat es ja schon mal gezeigt, dass sie da auf der Hand gehen. Okay. Ich meine, so wie sie heute auf die Schnauze gefallen sind mit ihrem Verfolgen, fände ich das jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber vielleicht können sie ja nochmal überraschen mit einer entscheidenden Aktion. Wir werden es gleich rausfinden. Ja. Also jetzt geht es natürlich um alles. Wer kommt weiter? Danach würden sie, naja, entweder gegen Ace Heaven oder Requiem spielen, der jeweilige Gewinner. Und die Teams kenne ich auch nicht, von daher, naja, man weiß ja nie, nach dem, was wir heute so gesehen haben. Ja, immer wieder was Neues auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Ace Heaven habe ich zumindest schon mal von gehört, von denen. Und Requiem, ich glaube, ich habe schon mal vielleicht. Die haben, also die haben schon mindestens bei meiner ESL mal mitgespielt oder irgendwas. Okay. Okay, na dann lass uns mal loslegen. Denn wir sind hier gespawnt und auf der linken Seite haben wir wieder einmal auf Dragonshire das blaue Team. Konnten es gerade in einem super knappen Spiel zurückreißen. Jetzt steht es 1-1. Jetzt müssen sie gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen und die Chance haben wollen, in der Heroes Champions League mitzuspielen. Es ist Playing with Pain is Pain. Und hier ist in der Top-Lane Luvii auf Uther, Bakery auf Tychus, Pain auf Illidan, Jella spielt Rayna und Vipellino spielt Anubarak. Ja, und Luvii wird es dann gleich mal mit Forever QT zu tun haben auf der Valar, auf der Top-Lane. Auf der anderen Seite in der Mid-Lane mit Nepse wieder auf Tassadar. Möhrchenlol dieses Mal nicht auf dem Stitches, sondern auf dem Tyrael zusammen mit Arthas hier am Roman. Und sonst Individuum wieder auf dem Support natürlich hier der Rhaegar. Ja, und der Anfang ist auf Dragonshire immer ein bisschen langsamer, weil die Karte halt auch massig groß ist. Garden of Terror. Garden of Terror. Ja. Oh, jedes Mal, das ist mir gestern schon passiert. Weil ich sehe irgendwie, es ist auf dem Tileset irgendwie relativ ähnlich. Ja. So sieht so aus, als wenn Illidan und Anubarak sich hier direkt das Easy Camp sichern wollen. Gela könnte Probleme bekommen, wenn da tatsächlich der Gank reinkommt, aber bisher noch keinen Versuch hier von Arthas den Holding Blast zu setzen. Switchen also hier auf die Midlane gegen Bakery und der pusht ein bisschen zu weit, könnte hier direkt down gehen, wenn da ein guter Holding Blast kommt. Nein, er dodgt den, aber na, hat nicht ganz gelangt. Wird also hier das First Blood sein für For Great Honor. Richtig schön. Ja, ordentliche Aktion, also da ging alles so, wie sie es geplant haben. Und damit jetzt hier ein bisschen was an XP, was eingebüßt wird. Aber nee, Vipellino wechselt hier nicht weiter im Gangsquad unterwegs. Und Illidan immer noch an den Mercs hier beschäftigt. Aber jetzt kann er sich ja endlich den Capture holen. Ja, Vipellino muss aufpassen. Rechnen läuft schon auf ihm. Und Anti-Hero glücklicherweise gestunt, aber guter Bodyblock hier. Ich glaube, das so schnell kommt mit dazu. Da ist das dann auf Anti-Hero und der Follow-Up-Stunt von Vipellino. Aber sieht so aus, als wenn er hier nochmal davon kommt. Ja, schöner Slow. Holding Blast hat hier Luvii zurück und kein Follow-up von irgendeinem Team. Ja, jetzt haben wir natürlich die ganzen kleinen Seed-Camps, die werden hier besiegt und somit werden die ganzen Samen da eingesammelt.
Erstaunlicherweise eigentlich, dass hier beide Teams nicht wirklich direkt auf den oberen gehen wollen, sondern jetzt erstmal die Lanes wechseln und vielleicht unten, ich glaube eigentlich, dass PvP hier unten den Überraschungsangriff starten wollte, aber ja, stellen fest, okay, da ist ja gar niemand. Oh, oh Märchen-Lol, komplett out of position, da geht direkt Pain drauf und Pelino versucht hier auch mit dem Bodyblock, aber ja, das klappt natürlich nicht so leicht. What? Oh, Tiger ist schon wieder down gegangen in der Midlane. Das zweite Mal. Also schon zwei Kills hier früh. Das macht sich dann doch ein bisschen bemerkbar, auch in den Erfahrungspunkten. Aber viel nerviger ist es natürlich, dadurch, dass jetzt Pain die Midlane nehmen und er wird auch hart angegangen. Glücklicherweise Howling Blast verpasst. Ja, Wippelino hilft jetzt auch schon wieder mit. Also wieder der... Alle sind wieder auf ihren jeweiligen Lanes. Teig ist auch wieder mit dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass Anubarak zusammen mit Pain hier jetzt das Easy Camp oder vielleicht sogar das Hard versuchen wird. Möhrchen LOL wieder in... Das gibt sich wieder in Position, vielleicht Gela da zu ganken, aber es wird nichts. Ohne Holding Blast wird die ziemlich sicher wegkommen. Also beide Teams versuchen es hier momentan noch nicht so wirklich. Oh, warte mal, Jella, der ist hier gerade ein ordentliches Problem. Da kommt der Howling Blast, trifft auch sehr, sehr gut und Jella wird hier auch rausgenommen. Also auch Rayna keine mögliche Chance. Und wir haben die Helden aus dem StarCraft-Universum gerade so einiges zu tun, um hier gegen Great Honor irgendwie anzukommen. Ja, also mittlerweile schon ein gutes halbes Level auf jeden Fall vorne für Great Honor. Machen jetzt auch hier den offensiven Creep hier auf dem Garden Terror. Wippelino sieht das Ganze und jetzt gehen sie wahrscheinlich auch rein mit Bakery und Pain direkt auf Möhrchen, LOL. Die ziehen sich hier allerdings komplett zurück. Ja, sollten auch keine Probleme haben. Sollte eigentlich niemand down gehen, aber kommt schöner Stun auf jeden Fall. Jetzt kommt auch Lepse noch dazu. Die letzten Seeds hier gehen. Guter Stil hier gerade auf dem Shambler. Also da konnten sie sich einiges an Seeds sichern. 63 jetzt für PvP, 57 für Great Honor. Und ja, vielleicht können sie noch einen Kill-Follow-up kriegen. Na, nee, sieht nicht so aus. Ich denke mal, es wird jetzt eher um den Kampf oben gehen. Wer kann sich den oberen Garden-Terror holen? Aber Arthas ist hier gerade ein bisschen out of position. Ja, es zieht sich alles noch ein bisschen. Ja, interessanterweise hat PvP momentan sogar mehr Seeds. Auch wenn es nur 6 Stück sind, ich hätte eher gedacht, dass For Great Honor da ein bisschen vorne ist. Und jetzt könnte QT Probleme bekommen. Pain geht da auch noch mit rein. Schöne Granate hier von Gute Bakery. Gute Granate. Oh, Bakery, der wollte es da wissen. Und Forever QT war auch richtig niedrig, weniger als 100 Hitpoints. Aber Bakery, jetzt ist er wieder gefangen hier. Super Bodyblock von Märchen, LOL. Pain springt rein, will ihm helfen. Aber Bakery, der geht down. Und vielleicht kriegen sie dafür Forever QT. Guter Storm, aber es hat nicht ganz gereicht. Ippolino sollte eigentlich davon kommen. Aber, ein guter Howling Blast kann ihn da festhalten. Ich glaube, da kam gerade das Cleans von Uta, ja. Uta ist auf Cleans gegangen. Auf der anderen Seite Pain und Tyke ist hier beide auf First Aid. Und natürlich auch das Envenom auf Arthas. Deswegen müssen sie da auch definitiv noch ein bisschen mehr aufpassen. Momentan allerdings niemand auf der Botlane. Waller ist da zurückgegangen für Great Honor. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was hier Rayna erreichen kann, aber bis jetzt noch nicht allzu viel. Ich glaube, es war das erste Mal, dass sie mal kurz die Lane verlassen hat. Das heißt, da war nicht allzu viel möglich. Schöner Stun hier auf Anti-Hero und der wird auch down gehen. Richtig guter Bodyblock hier zusätzlich noch von Pain, da kann ihnen wieder nicht mehr helfen. Gut gemacht. Level 10 allerdings jetzt hier für beide Teams trotzdem. Das ist natürlich wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt, aber ich glaube, die Kills hier für das nächste Level kriegen sie gerade noch rein. Ja, da ist es auch schon. Level 10 jetzt hier auf beiden Teams. Dann müssen wir uns mal anschauen, was es gibt. Divine Storm, Rainer's Raiders, Metamorphosis, Commander Odin und Locust Swarm. Dann gibt es natürlich Reign of Vengeance of Valor, Judgment, Archon, Ancestral Healing und Army of the Dead. Also keine Überraschung. Jo. Das wäre natürlich bitter gewesen, wenn sie jetzt noch ein ganzes Level zurück sind und dann gegen den Garden Terror kämpfen müssen. Nebsa hat hier auch schon die erste Siege gelegt. Jetzt versucht es in der Midlane. Schöner Stun von Vipelino. Kann natürlich noch ein bisschen was aufhalten, aber da kommt die nächste Siege rein. Und jetzt, da wollen sie jetzt, glaube ich, auch durchdrücken. Ja, werden definitiv hier das Tor bekommen und dann vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, noch mehr Schaden da auf das Fort zu gehen. Allerdings auch nur noch 30 Sekunden auf dem Garden Terror. Also so langsam muss er dann doch was machen. Nicht immer nur rumlaufen. Wenn er jetzt nochmal hochgeht, dann wird er nicht mehr allzu viel Schaden machen können. Also nicht... Ich glaube, es ist nur die Vorbereitung. Es geht hauptsächlich darum, hier dazu zu sorgen, dass die Tore fallen. Oh, Pain. Ganz schön out of position, aber er kann natürlich rüberspringen. Und kriegen sie den Seed noch? Ja. Also bevor hier noch schlimmerer Schaden entsteht. Oh, da kommt das Judgment auf Gela. Follow-up mit dem Reign of Vengeance und keine Chance mehr. Wir haben hier komplett die Lanes gewechselt. Das habe ich gerade ein bisschen verpasst. Ich war da auf den Garden Terror fokussiert. Ja.
Und jetzt können sie unten natürlich auch nochmal einiges an Schaden durchdrücken. Da wird auch das Tor fallen. Also, das ist schon eine gute Vorbereitung für den nächsten Garden Terror. Da können sie vielleicht einen schönen Kampf erzwingen. Jetzt kommt die Bakery auch mit dazu, um zu helfen. Sind 3 gegen 3. Nee, aber darauf lässt sich hier Great Honor gar nicht ein. Ja, Rega immer noch in der Top-Lane. Der wird jetzt tatsächlich auch hier das Tor kaputt machen können. Und ja, so langsam muss PPP dann doch mal irgendwie handeln, weil bisher haben sie noch nichts großartig erreichen können. Ah, Stun hier auf Möchenlol, verpasst von Vipileno. Momentan ein halbes Level hinten mindestens. Und vielleicht kommt da der Creep-Steal auf den Top-Easy-Camp für PPP. Ja, werden das verlieren. Ja, das sieht ganz danach aus. Und Tyrael könnten hier vielleicht noch die Knights verhindern. Nee, das wird nicht passieren. Also Knights gibt's und Easy Camp lassen sie allerdings sein. Da wollen sie sich unbedingt Märchenlol holen. Aber ich glaube, das schafft er nochmal davon. Da kommt der Deep Dive. Ja, das schafft er. Ganz easy. Da hätten sie vielleicht doch eher die Giants holen sollen stattdessen. Wow. Und jetzt kommt auch hier wieder die Rotation von für Great Honor auf die Botlane. Die wollen natürlich hier defenden. Sind ein Level vorne momentan. Pain ist in Out of Position tatsächlich jetzt hier. Haben auch das wichtige Level 13 Talent. Ja, müssen aufpassen. Schlechter Rain of Vengeance. Trifft hier quasi nichts. Guter, richtig guter Deep Dive hier. Oh, und Nepse hat richtig große Probleme. Da kommt Ancestral Healing und. Oh, Nepse kommt gerade so nochmal weg. Vipileno richtig stark angeschlagen. Und da wird er rausgenommen. Und Pain möchte jetzt noch mehr. Er möchte noch mehr, aber glücklicherweise ziehen sie sich dann doch zurück. Ja, sie haben das Fort bekommen. Erstaunlicherweise. Ja, mit den Fort und einen Kill. Sind jetzt also wieder zurück. Bonus. Ja, sind wieder zurück im Spiel auf jeden Fall. Haben jetzt auch ein kleines bisschen Map Control, werden hier definitiv sich einen Garden Terror holen können. Müssen natürlich jetzt noch die ganzen Easy Camps defenden. Das ist natürlich der Vorteil gewesen für Great Honor, weil die sie eben schnell genug geholt haben am Anfang. Ja, und das Midfort ist halt fast down. Das heißt, ich denke mal, das wird jetzt hier demnächst fallen. Da müssten sie sonst immer einen Hero abstellen. Aber ja, du hast ganz recht, sie können sich hier ein paar Seeds sichern. Andererseits, oberer Shambler wird auch genommen vom roten Team. Zumindest, na, sie wollten kurz noch ein bisschen abwarten. Jetzt holen sie es ihm doch. Ja. Rega war da ein bisschen out of position. Also, wenn es zum Fight gekommen wäre, wäre es 4 gegen 5 gewesen. Für Great Honor allerdings, ja. Sie wussten ja auch, der gegnerische Garden Terror spawnt gleich. Ja, das heißt, irgendjemand muss PPP zurückschicken, weil... Ich hätte gerne einen Steal auf den anderen Giants gesehen, auf den gegnerischen Giants. Das hätte PPP hier gut ausnutzen können, weil sie wussten ja, okay, die holen sich gerade die Seeds oben. Ja, stimmt. So, und jetzt kommt Vella auch in den Garden Terror für Great Honor. Mal gucken, wo sie defenden müssen. Erstmal wird die Midlane hier angegangen von Pain. Da ist das Tor schon fast am Fallen. Oh, Antihero ziemlich niedrig. Wird aber nochmal hochgehalten von Rega. In der Zwischenzeit natürlich top die Knights am Pushen. PPP muss also schon ein bisschen aufpassen. Allerdings ja, für Great Honor gerade nicht so die beste Chance, da reinzugehen in den Fight. Ja, ich glaube, da sollten sie vielleicht mal Rainer hochschicken, dass er sich darum kümmert. Oh, schöner Stun hier. Auf welchen LOL. Und, oh, guter Follow-up von Luffy mit dem Super-Stun. Antihero wird aber nochmal hochgeheilt. Aber ein guter Bodyblock, da kommt er nicht weg. Schön gemacht. Und damit kriegen sie jetzt hier auch das Fort. Aber wie gesagt, oben die Knights pushen durch. Ja, Fort wurde rausgeholt. Mal gucken, was PvP an seinerseits machen kann. Ja. Und die Tower schon hart angeschlagen. Also sie verlieren halt jetzt auch ihr Bot-Fort, nachdem der Garden Terror von... für Great Honor da am Pushen ist. Allerdings diese Keep hier werden sie ganz bestimmt bekommen und damit, es müsste eigentlich Level 16 sein und damit auf jeden Fall einen guten Vorteil für den nächsten Fight. Ah, ne. Okay, auch natürlich das andere Fort bekommen. Von daher gleich Level 16 ja. Für beide. Nicht wieder overextenden. Sie haben noch den Shambler da. Und Polymorph ist auf Möchenlol. Ich glaube, da kriegen sie einen Fallen Blow. Sehr schön gemacht. Luffy auch Nepse im Problem. Da kommt nochmal ein Polymorph. Sie gehen auf den Korb. Schön, das dann. Aber Pain geht raus. Und ich glaube, Nepse kann sich da sicher ein Individuum immer noch im Fight. Alter, ah, die wollen den Core haben. Nur noch 30%, aber Bakery. Oder wird. Ja, sie werden es noch enden können. Das ist das 2:1 für PPP. Wer hätte das ja erwartet? Wow. Also, das war gerade eine sehr, sehr knappe Entscheidung. Wow! Alter! Also, ich glaube, so viel Eier hätte ich nicht gehabt, da zu sagen, ach, das machen wir, das kriegen wir noch hin. Aber gut, ich meine, sie hatten halt den Garden Terror lange und ein Spieler out of position, einen rausgenommen und die anderen waren hart angeschlagen. Das war schon ein krasser Gamble.
ja richtig, richtig heftig. Aber das, Hut ab, ja. Also Chapeau an PPP, das war schon krass, sowas mal anzugehen. Wow. Also sie waren auch down in den Kills, also am Schluss hatten sie 4 Kills gegen 7. Ja, Map Mechanics waren sie ja eigentlich auch hinten. Also, das war gerade schon ein ziemlicher Überraschungsmove, aber ich glaube, das konnten sie sich einfach nicht geben. Nach dem ersten Spiel, das sie ja irgendwie, weiß ich nicht, wo sie einfach mal zur Show gestellt wurden, da musste jetzt schon mal ein starkes drittes bringen, wobei das ja auch anfangs nicht gut aussah. Das war, haben sie ja jetzt gerade erst wieder umgedreht, oder beziehungsweise erstmal wieder neutral, in eine neutrale Situation gebracht und dann einfach mal, ach naja, jetzt sind wir gerade so am Rollen, jetzt können wir sie auch mal überrollen. Unfassbar. Diese ja. Comebacks. Ja, aber also wirklich richtig gutes Early eigentlich für Great Honor. Wenn ich jetzt neutral sein müsste, dann fände ich es ein bisschen schade. Aber so ja klar, weil man möchte ja natürlich auch mehr sehen von dem Team, was schon so überzeugen kann. Aber gut, ich meine, sie haben halt so ein paar extravagante Sachen gemacht. Dreimal Resurrection, ja, beziehungsweise Resurgence. Ja, das ist halt schon ein bisschen gewagter. Aber, naja, man kann halt auch mal das Meta ein bisschen überspielen. Beziehungsweise, ich glaube, jeder würde so viel Resurgence nehmen, wie er kann, aber er würde halt nicht einen Ufer oder einen Tessa da Ultimate dafür opfern. Los mit den Bands. Ich würde sagen, wir können uns auch mal wieder kurz mit dem Spiel beschäftigen, sei es nebenbei. So, da haben wir nämlich den Ban auf Tessa da, was schon sehr interessant ist. Oh, eine Sache sollten wir rausfinden. Die wird uns nämlich sonst... Ich habe einen Link dafür. Also ich kann dir sagen, wo es gestreamt wird. Gestreamt wird es nämlich auf Moris Kanal, weil der hat mehr Follower schon, weil ich hier erst zu spät auf meinen umgestiegen bin. Gestreamt wird es auf Mori09. Ich weiß nicht, ob da noch ein TV hinten rankommt. Eine Sekunde, muss ich mal nachgucken. Ja, es ist noch mit TV hinten dran. Ab Samstag. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie auf der Seite, warte mal kurz, da können wir auch mal schauen, auf lasergame.de steht da bestimmt was. Ja, also falls irgendjemand zuschaut, der zufällig aus Dortmund kommt und vorhatte zu You zu gehen, da können wir uns gerne mal treffen. Ich bin da zwar den ganzen Tag am Casten, aber da gibt es bestimmt mal irgendwann Downtime. So, wo bin ich jetzt hier? Also ich habe es irgendwann schon mal auf Facebook gesehen. Ah ja, hier ist es doch. Und hier ist der Link. Cool. Also du hast auf jeden Fall Fans. Alle ja, finden dich niedlich. Der Luvi. Ja. Und davor auch noch der Vipellino. Sind alle konstant am Trollen hier. Ich glaube nicht, dass das Trollen ist. Ich glaube, das ist ernsthafte Liebe. Ja. So, okay, wir wollten trotzdem über die Bans sprechen. Ban auf Tessa da, was ich schon mal interessant finde. Weißt du, was vorher gibt? Achso, dann kam der Ban auf Abathur natürlich. Also das Spiel davor haben wir ja keine Ahnung. Von ja, daher. Nee, ich dachte gerade, ob vielleicht irgendwie davor noch ein Ban kam, bevor wir in die Lobby kamen, aber nee. Abathur ist der Ban. Dann Tychus wurde gepickt. Tür in Falstad auf der anderen Seite. Uther und Arthas jetzt auf der Seite, wo auch schon der Tychus-Pick kam. Jetzt müssen wir mal rausfinden, wer ist. Oh, das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht. Aber Moment. Also eigentlich müsste ich hier Venom, den Namen, ich glaube, den habe ich sogar in meiner Freundesliste. Ich frage einfach mal. Okay, ja, frag den einfach mal. Wir müssen uns ja nicht komplett ruinieren, vielleicht den Ruf ruinieren. Vielleicht sind die ja irgendwie schon länger dabei und wir haben es noch nicht mitgekriegt. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt irgendwie schon mal in einem ESL-Turnier, zum Beispiel gestern im ESL-Turnier, haben, glaube ich, relativ unbekannte Teams es nach oben geschafft, einfach weil die ganzen Großen beschäftigt waren mit HPL und sonst was. Ich glaube, da gab es nicht mal einen englischen Cast gestern. Das ist halt lustig, weißt du, sonst prügeln sich alle drum und kaum ist dann halt was anderes, dann geht gar nichts mehr. Okay, Hack spielt für Requiem. Das heißt, Hack müssen wir uns merken. Hack und Venom ist Requiem. Genau. Gut. Dass wir das dann nachher hinkriegen. Gut, ich finde es immer so schwierig, den Überblick zu behalten, wenn man nur den Lobby-Draft hat. Aber wir sehen jetzt hier auf Seite von Requiem ist da Tyrael, Falstad, Nova und Anoop.
jetzt wird's haarig, kriegen. Ne, Uther können sie nicht mehr haben. Das heißt, sie müssen Brightwing oder Rhaegar nehmen. Da würde ich dann schon Rhaegar empfehlen. Aber sie haben natürlich auch die Mega-Kombo mit Tyrael und Nova. Und Anub auch noch mit dazu. Das ist schon ein sehr, sehr starken Draft, den sie da ziehen. Moment. Irgendwas habe ich. Ich habe nämlich selbst gerade alles aufgeschrieben. Ah, Arthas hatte ich vergessen. Ja, wir haben Arthas, Uther und Tychus auf Seiten von. Das andere Team nochmal ansehen. Ace Heaven. Und Rhaegar und Stitches sind dann ihre letzten Picks. Das ist natürlich bitter. Das heißt, Malfurion ist der letzte. Oha. Oha. Das ist eine Menge CC auf Seiten von Requiem. Ja, tut mir leid, für die Verzögerung kann ich nicht wirklich viel machen. Das ist halt das Dumme, wenn man ein Turnier streamt, weil die wollen halt auch sicher gehen, dass die Spieler nicht irgendwie schummeln können. Okay, ich habe mir alles korrekt aufgeschrieben. Jetzt kann ich auch mitreden. Tu es. Also das eine Team sehe ich ja, da habe ich alles im Überblick. Mir fehlt nur ein Spieler quasi auf Seiten von Ace Heaven. Also die haben einmal Tychus, Uther, Arthas, Rhaegar und Stitches. Soll ich nochmal? Dann fehlt nur der Rhaegar. Ja, Rhaegar gefehlt, genau, den sehe ich auch nicht. Aber ich habe ja mitgeschrieben, von daher alles wunderbar. Interessant, von Ace Heaven haben ein bisschen wenig Damage. Ja, ich meine, also, Tychus macht halt viel weg. Aber ja, es ist auf jeden Fall Sustain-Combo. Sustain-Composition. und auf Garden of Terror wird gespielt. Finde ich interessant. Ich glaube, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass diese Teams, die jetzt nicht ganz in der, sage ich mal, Top 5 oder sowas mitspielen, dass die noch so das Meta spielen, was so vor 2 Wochen gespielt wurde. Ein bisschen. Weil das ja sich mehr oder weniger täglich ändert. Fast. Ja. Und genau das, ja, genau den Effekt hat dann, dass man halt solche Sachen sieht, dass halt irgendwie hier zum Beispiel auf Garden of Terror kein Shen kommt oder generell wenig Shen gespielt wird bei diesen bei den anderen Teams. So, lass uns mal loslegen. Das ist jetzt das zweite Game hier zwischen Ace Heaven und Requiem. Und hier sind sie auch schon auf der linken Seite. Unser deutsches Team in Blau auf Dragonshire. Nee, Garden of Terror, wieder falsch gemacht. Es ist Ace Heaven. Und sie haben Tychus, Uther, Rhaegar, Stitches und Arthas. Auf der anderen Seite das französische Team Requiem mit Malfurion auf der Top-Lane, Venom solo Midlane und ja, Falstead, Nova und Anubarak wollen wohl ein bisschen ganken am Anfang. Mal sehen. Oh, Venom muss da aufpassen, da sollte er nicht reingehen. Ja. Das ist gefährlich. Also gerade am Anfang hier auf Garden of Terror muss man ein bisschen aufpassen, weil da können die sich halt auch einfach mal zu fünft in einem Busch verstecken. Und ja, man sieht aber schon, dass hier Requiem die Variante wird, die etwas sicherer ist. Sie nehmen nur ihre Nova, um ein bisschen zu schauen, und der Rest, der steht halbwegs sicher. Oh, jetzt ist hier Arthas vielleicht ein Problem. Da kommt der Stun und Nova blockiert. Oh, ein super Bodyblock da mit dem Hologramm noch. Aber ich glaube, dadurch, dass hier Howling Blast hier doch ganz gut geholfen hat. Oh. Richtig guter Hook hier. Nova muss nochmal weglaufen, aber na, komm weg. Da hat jetzt gerade hier ein CC gefehlt, um sie nochmal festzuhalten. Wenn Malfurion nicht oben, beziehungsweise Uther nicht oben gewesen wäre. Ja, gucken wir uns nochmal die Lanes an. Oben haben wir Uther gegen Malfurion, also das übliche Support gegen Support. Und, oh Gott, was gab's denn hier? Hat Malfurion wirklich als Talent die Drohne? Also Malfurion hat ja auf Level 1 jetzt nicht so die allerbesten Talente, aber ich bin mir trotzdem noch relativ sicher, dass das mit den Mana Globes, also besser ist, ja. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben jetzt gerade einen Capture von dem Easy Camp in der Botlane. Das war halt ein ganz, ganz leichtes hier für Nova und Anubarak, sich das zu holen. Und mal gucken, ob sie jetzt hier auch schaffen. Nein, ich glaube, die gehen einfach nur auf die paar Mobs, die da so ein bisschen rumschwirren an der Seite. Und sich da ein paar Seeds sichern. Und, Tyrael auf der Top-Lane. Oh, was war denn das für ein Hook? Ich glaube, da hat er gedacht, okay, vielleicht ist da noch rechts was. Ja, perfekt gemacht von Venom einfach. So lange gewartet, bis die alle ihre Roots da verschwendet haben. Und dann erst rübergegangen.
Und halt noch genügend Seeds rausgeholt auf jeden Fall. Jetzt ist es ungefähr noch ausgeglichen. Ja, 25 gegen 35, aber irgendwie so richtig kümmert sich hier gerade Requiem auch nicht um die Seeds. Die wollen sich jetzt hier lieber Jovel schnappen und der ist auch ein richtig großes Problem. Hologramm hat hier gut geblockt. Jetzt kommt hier der Deep Dive von Hack und ich glaube, den kriegen sie jetzt hier auch. Ja, nochmal schön blockiert hier von Venom. Also, der erste Kill kommt hier rein. First Blood gibt's auf Seiten von Requiem. Und ja, sieht so aus, als wenn sie sich jetzt ja auch noch das Easy Camp holen. Aber ja, die Seeds, die vernachlässigen sie gerade komplett. Vielleicht nachdem die Giants genommen sind, gehen sie dann hier direkt auf den Top Garden Terror, könnte ich mir fast vorstellen. Wobei auch Ace Heaven gerade schon in Position ist, um darauf gehen zu können. Oh, Malfurion wird vielleicht down gehen. Oh, richtig schön, dass ich sie hier, ja. Mit genügend Stun, kein Problem hier. Aber Arthas muss richtig aufpassen, der ist schon ziemlich low. Guck dir das an, da kommen sie alle rein und ein super Bodyblock, da kommt Arthas natürlich nicht davon. Warte, also muss ich echt mal Hut ab an Nova. Setzt immer ihre Hologramme ein, um den Bodyblock einfach so viel besser zu machen. Ja. Das hat bisher auch sehr, sehr gut geklappt. Okay, also. Mal sehen, niemand auf der Botlane momentan hier von Ace Heaven. Oh ja. Oh, der Hook auf Venom hat nicht ganz funktioniert. Wir müssen jetzt also hier in der Midlane noch das Easy Camp finishen. Ja, aber immer noch keine Seeds hier auf Seiten von Requiem. Also langsam, aber sicher sollten sie dann vielleicht doch mal ein paar sichern. Oh, Venom. Wieder ein paar Probleme. Stitches hat, glaube ich, hier seinen Slam auch verbessert, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, yep, geht auf Heavy Slam. Ja, und jetzt holt sich Requiem hier den Top Garden Terror. Und damit, doch sind genügend Seeds. Ich glaube, beide... Nee, Moment, da gibt es 60 Seeds, beide hatten über 30. Nee, ein Team hatte nur. Ein Team hatte 25, eins hatte 35. Also, es reicht für beide nicht ganz, um hier den Garden Terror zu holen. Ja, hab ich irgendwas verpasst? Nee, Hardcamp jetzt für Ace Heaven. Ja, ich musste die ganze Zeit nachschauen. Ich kenne niemanden von den beiden, aus welchem Team die sind. Deswegen bin ich immer ein bisschen verwirrt. Aber kriegen wir alles hin. Hardcamp jetzt also hier für Ace Heaven. Ja, das wird auch direkt angegangen. Da kann Requiem gegenhalten. Allerdings ist da oben noch Stitches. Der wartet auf einen guten Moment hier zu hooken. Krista muss da doch ein bisschen aufpassen. Der geht nämlich sehr, sehr schnell drauf, falls das passieren sollte. Und jetzt müssen sie sich hier oben auch noch um die Giants kümmern. Die machen ganz guten Schaden hier auf das Tor. Hat hier schon die Hälfte der Gesundheit eingebüßt und die Türme auch schon kaum noch Munition. Aber sind gerade noch rechtzeitig raufgegangen und jetzt kann sich hier Requiem auch die Knights holen. Und beide Teams Level 8, fast Level 9 jetzt hier schon für Requiem. Also einen leichten Vorsprung haben sie, aber nicht wirklich massiv. Wir haben Clans auf Uther. Mal gucken, was hier mal Furion gewählt hat. Also Scouting Drone auf dem ersten Level, dann Healing Ward und Enduring Growth. Können sie da tatsächlich das Creep-Camp-Stil? Venom war ein schöner Stun hier gerade von Hack. Aber Venom nimmt hier einiges an Schaden mit. Krista kommt jetzt rein. Vielleicht können sie jetzt hier genügend Fokus auf Stitches bringen. Aber ich glaube, Venom wird drauf gehen. Aber steht hier schön gerade bei allen drinne. So viel Damage hier vom Tyrael. Und Hack kann gerade so nochmal ausweichen. Aber ja, schön gemacht hier. Gut gefinisht von Alpony. Und somit das Level 10 hier für Ace Heaven. Das ist natürlich ein bitterer Zeitpunkt. Jetzt muss hier Requiem zurückstecken. Aber die müssen sich erstmal hier unten um die Knights kümmern. Oben werden sie auch schon angegangen. Also da kommt jetzt doch ein bisschen was an Pushing Power raus von Ace Heaven. Und ich denke mal, dass sie sich hier vielleicht sogar noch den Tower holen können. Aber das Fort sollte sicher sein. Inzwischen sind hier alle wieder am Start. Venom könnte vielleicht reinspringen. Nee, sie wollen hier noch einen Nubarakter zum Fight dazu haben. Doch, er springt rein. Da kommt der Stun out of Tungjay. Ist natürlich schwierig. Du hast doch kein Level 10. Da musst du nicht unbedingt engagen. Beziehungsweise willst du es eigentlich unbedingt verhindern. Aber bisher können sie es noch halten. Ja, eigentlich eine ganz gute Position jetzt hier für sie. Wenn sie dann nämlich ihr Level 10 haben, können sie theoretisch chasen. Ja, aber gut gemacht hier von Ace Heaven. Gehen einfach wieder zurück, nachdem sie ihre Heroics da jetzt dann auf Cooldown haben. Ja, das war sehr clever, sonst wäre nämlich genau das passiert, von dem du gerade gesprochen hast. Die gegnerischen Cooldowns sind, beziehungsweise die gegnerischen Heroics sind auf Cooldown und dann nutzt du die Gunst der Stunde und gehst rein und holst dir vielleicht sogar einen Teamwipe. Ja, ein Level jetzt allerdings vorne für Ace Heaven. Requiem muss da irgendwie schauen, dass er jetzt zum Beispiel hier Rega oder Uta bekommen. Die sind ja ein bisschen out of position. Ah, geht aber schnell genug wieder zurück. Jetzt kommt hier der Fight um das Easy Camp. Alle 5 Helden mit am Start.
Natürlich jetzt auch die Heroics von Requiem mit dabei. Und sie bekommen das Camp. Ich glaube, Stitches hat hier gerade auf einen guten Hook gewartet, aber da gibt ihm Requiem nicht so wirklich die Chance. Also lassen sie das Easy Camp gehen. Werden sich ja einfach mit dem Pressure anfreunden müssen, der da auf der Toplane reinkommt. Stattdessen hier der Swap Rotation auf die Botlane. Und auch da schon wieder keine Munition auf den Tower oben. Den können sie rausnehmen. Auch das Tor sollte hier einiges an Schaden einstecken. Aber es ist erstmal wieder Nacht. Stitches. Ja, da kommt der Hook. Richtig gut. Gorge. Ja. Super Gorge. Auf the Strike. Oh, was war das? Ein Schock in Awe. Und es reicht trotzdem. Nein, er kommt auch nicht weg mit der Death Pearl. Wird hier gefinisht und Malfurion geht auch noch down. 2 für 2 momentan. Jetzt hier Pony doch ganz schön niedrig. Aber auch Heck, der muss aus dem Kampf rausgehen. Und der Heal kam rein. Kann hier Arthas am Leben halten. Anubarak wird aber rausgefokust. Also 3 für 2 geholt hier auf Seiten von Ace Heaven. Aber wir müssen aufpassen. Ich würde noch nicht direkt auf die Seeds gehen. Wobei Venom ganz schön gefangen da unten. Trotz allem, ich glaube, er kann ihn nochmal raus. Ja. Will er? Ja. Doch, klar. Kein Suizid hier. Will er leben? Nein. Ja. Übrigens, Anub wäre fast nochmal mit einem Deep Dive weggekommen. Aber da kam gerade so nochmal der Stun von Uta. Also richtig gut gemacht von Tun. Jai. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, aber auf jeden Fall gut gemacht von ihm. Holen sich jetzt hier den Bot, den unteren Terror, meine ich. Wir haben keine Überraschungen bei den Heroics. Twilight Dream wurde gewählt von Malfurion. Das heißt, er hat den Silent. Und man sieht Malfurion selten, aber das ist auch ein sehr, sehr starkes Heroic. Also ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann nochmal seinen Weg wieder zurück ins Meta findet. Vorerst muss sich jetzt hier aber Requiem um den Terror kümmern. Da war Jove nämlich schon am Reinlaufen, aber sie haben auch ihren eigenen Terror jetzt auf der Midlane unterwegs. Mal gucken, was sie ausrichten können. Sie mussten schon viel einstecken. Viel, viel Schaden wurde hier ausgeteilt. Auf allen Lanes schon das Tor verloren. Oben ja schon sogar die komplette Basis eingebüßt. Und das macht sich natürlich auch in den Erfahrungspunkten bemerkbar. 2 Level hinten. Ja, da müssen sie jetzt irgendwie auch mal gegenhalten. Trotz allem, unten, das Fort wird angegangen. Nur Venom zur Verteidigung da. Ich weiß nicht, ob das reicht hier gegen Jove. Und Hack hier mit dem Garden Terror muss sich wieder zurückziehen, kann keinen weiteren Damage mehr machen. Und da wahrscheinlich auch wieder schlechter Trade für Requiem. Kommt hier nicht genügend Damage auf das Fort. Es ja. Sieht mir so aus, als wenn sie hier nicht unbedingt ihre beste Map picken konnten. Ja, irgendwie, also mit dem Garden Terror ist halt immer am besten, wenn man da aufs Fort geht oder zumindest auf das Tor davor und das bekommt. Aber es ist halt immer schwierig, wenn man selbst Garden Terror hat und der anderen auch. Venom geht jetzt hier rein. Bisher noch kein Judgment. Oh, jetzt kommt es aber tatsächlich doch noch auf den Kalkis. Aber der ist schon extrem niedrig. Tungjae mit dem Stun hat nicht allzu viel gebracht. Jetzt kommt Shock and Awe rein. Kriegt auch einen ganz guten Hit hier auf Tungjae und Jovel. Aber es reicht noch nicht ganz. Und ich glaube, hier sollten alle davon kommen. Da ist der Deep Dive von Hack. Aber da sind sie heiß ihm auf den Fersen. Ein guter Stun. Tungjae wurde aber nicht gestunt. Der ist immer ihm noch auf den Fersen. Aber ich glaube, er kommt davon. Ja, kann da aufsatteln. Also alles nochmal so in letzter Sekunde gerettet hier auf Seiten von Requiem. Trotz allem, es sieht gerade ein bisschen bitter für sie aus. Sie werden hier nochmal einiges an Seeds einbüßen müssen. Und ja, 86, 90, also das reicht schon für den nächsten Garden Terror auf Seiten von Ace Heaven. Aber Venom, willst du nochmal wissen? Springt da rein. Nee. Jetzt ist das Team da. Oh mein Gott. Ich glaub, 2 Level hinten, das können sie nicht machen. Sogar Nova ist immer noch nicht da, aber Uta jetzt hier ein Problem. Ein schöner Root von Malfurion. Und jetzt ist er auch noch Bodyblocked. Mit dem Cleans kommt er vielleicht noch weg. Sieht so aus. Nein, wunderschönes Twilight Dream hier. Und da müssen sie ihn eigentlich bekommen. Wenigstens Arthas. Oh, Final Blow von Tyrion. Nein, er kommt nicht. Arthas ist aber draufgegangen. Aber ein guter Heal von Rhaegar. Kann dann nochmal Uta am Leben halten. Wunderschöner Hook hier auf Malfurion. Und der geht natürlich down. Der Gorge nicht einmal mehr notwendig. Ja, ein guter Stunner von Hack. Er konnte hier nochmal das halbe Team zurückhalten. Trotz allem, Nova wird natürlich rausgenommen. Wenn du die erstmal im Lockdown hast, die kommt nicht mehr davon. Oh, der Hook. Ganz knapp. Schöner Dodge hier von Hack. Ich glaube, wir werden jetzt hier den Steal sehen. Ja, genau. Sie klauen sich jetzt hier die Knights. Jetzt. Das heißt, auf der Toplane wird gleich richtig hart durchgepusht. Ich frage mich, ob sie jetzt die Knights auch unterstützen werden oder dann doch eine Rotation auf die Midlane machen. Ah, die holen sich auch noch die Giants dazu. Ja. Na klar, da kann man auch noch mal einen draufsetzen. Ja, haben jetzt auch den Garden Terror, also können auf jeden Fall super pushen mit den Camps noch mit dazu. Mit ihren 2 Level vorne. Sie sind schon Level 16. Ja, also das wird richtig, richtig schwierig für Requiem da.
Moment, ich muss Im gucken. Übrigen, wir haben im Chat den Dondimate, der hat früher mit Rasta und Davis zusammen gespielt in einem Team und vor kurzem auch noch mit Venom. Wobei das vielleicht auch noch ein anderer Venom war, das weiß ich nicht. Da gab es ja einige. Ja. Und damit können sie jetzt hier durch die Rotation auf der Midlane auch noch einiges ausrichten. Und ja, der Pony ist jetzt hier im Garden Terror. Das heißt, da wird vielleicht sogar noch das Key fallen. Noch eine Minute auf dem Garden Terror. Da können sie noch so viel machen. Oh, guck, ganz knapp hier verfehlt. Und Requiem können nicht engagen. Also richtig bitter hier. Obwohl alle ihre Heroics gerade abhaben. Also niemand hat Cooler. Und Venom geht da rein. Precision Strike trifft gar nichts. Und der Shock and Awe wird auch super gut gedodged. Und da geht's jetzt zwar... Oh, schöner Twilight Dream. Aber ja, wunderbares Ancestral Healing hier auf den Tychus. Von daher keine Chance hier für Requiem, irgendwas zu töten. Ja, und jetzt, wo Tyrael auch noch draußen ist, Nova hätten sie vielleicht noch verkraften können, aber ohne Tyrael haben sie keine Chance, diese Lagerung hier zu stoppen. Das heißt, die Keep wird auf jeden Fall draufgehen und sie sollten sogar aufpassen, hier nicht noch weitere Helden einbüßen zu müssen. Denn wenn hier noch ein weiterer Held draufgeht, wie zum Beispiel Anub, der gerade gefallen ist, dann ist nämlich auch der Core in Gefahr. Und Pony hat noch 10 Sekunden, die können hier einiges runterdrücken. Schild ist schon drunter. 80%, 70% auf dem Core. Falls er versucht nochmal rauszukommen, kriegt er direkt einen Lockdown ab. Aber ich glaube, die haben hier einfach genug Schaden, um den Core direkt rauszunehmen und damit wieder auszugleichen. 1:1 jetzt zwischen A7 und Requiem. Also, das war doch ein sehr beeindruckendes Spiel. Da frage ich mich, was Requiem im ersten Spiel besser gemacht hat, weil das sah gerade nicht allzu überzeugend aus. Ja. Vielleicht lag es auch an der Map, wir haben ja vorhin schon gesehen, dass sie irgendwie nicht perfekt darauf reagiert haben, wie das eben mit den Garden Terrors funktioniert normalerweise. Aber ist natürlich auch schwierig, wenn man schon hinten ist. Vielleicht, weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte? Ich meine, das sind ja jetzt keine, vermutlich nicht so welche, keine Pro-Teams, will ich sagen, aber ich meine, so richtige Pro-Teams gibt es ja auch noch nicht. Aber vermutlich nicht unbedingt welche, die den ganzen Tag scrimmen, wie das vielleicht bei den anderen unbedingt so ist. Vielleicht hatten die keinen Brightwing und mussten deshalb auf Malfurion gehen. Kann sein, ja. Weil irgendwie wirkt das ein bisschen komisch. Vielleicht können sie einfach immer nur Uther nehmen oder sowas. Und keine Ahnung. Brightwing ist kein 2000er Held, oder? Das ist ein teurer. Brightwing kostet 10.000. Ja, eben. Ich denke mal, die werden einfach Brightwing nicht haben. Also Brightwing ist schon ein richtig wichtiger Hero, auch wenn er nicht normalerweise der First Pick ist, den man eigentlich haben will. Wenn man auch das ist halt so eine Sache, da denkst du irgendwie gar nicht drüber nach, wenn du sonst halt die Pro-Teams castet, weil ich meine, da gehst du davon aus, dass die alle Helden sich gekauft haben oder freigespielt haben. Oder halt ein Großteil der Helden, die zumindest die halt regelmäßig kommen. Und da denkt man halt nicht so wirklich drüber nach, aber das ist ja durchaus eine Möglichkeit hier bei Leuten, die einfach mal sagen, hey, da ist ein Qualifier, da geht's, da könnte es potenziell um 2.500 Dollar gehen. Da können wir auch mal mitspielen. Ja, warum nicht einfach versuchen? Haben sich anscheinend hier richtig viele Teams gedacht. Wir haben es waren 16 Teams. Nee, es waren 32 Teams am Anfang. Ja, also deutlich mehr als in den vorigen Qualifiern. Da waren ja ein Bruchteil davon nur. Ich weiß nicht, wir können ja mal kurz reingucken. Vielleicht auch mal ein bisschen, während wir hier ohnehin auf den nächsten Invite warten. Du kümmerst dich ja nämlich mal darum. Natürlich. Wunderbar. Können wir uns ja mal angucken, zum einen, ob es vielleicht sogar ein Update gibt, was hier die Brackets angeht. Ja, es gibt ein Update. Hyperactive hat 2:1 verloren gegen Nonstop Nonsense. Ist eigentlich schade, ich habe noch ein paar Replays von Hyperactive. Das ist ein italienisches Team, die eigentlich schon sehr schöne Spiele hingelegt haben im ESL Cup. Und wo ich dann gedacht habe, oh, vielleicht könnte man die auch mal demnächst bei den großen Jungs spielen sehen. Aber scheinbar noch nicht ganz da. Vielleicht hatten sie einfach nur einen guten Tag erwischt. Navi Pro hatte gegen die Spanier gewonnen. Ansonsten, oh, Team Paper konnte ausgleichen. 1:1 gegen Mad Corps. Und ja, da unten hat sich nichts weiter getan. Aber wir wollten uns die anderen Qualifier ansehen. Ja. Da wären nämlich der Qualifier Nummer 2. Da waren 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 8. Das macht keinen 16 Sinn. Teams. 16 Teams waren mit dabei, ja. Hätte ich eigentlich auch selber Achtelfinale, macht Sinn, ne? Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Also quasi die Hälfte der Teams. Diesmal waren sogar noch ein bisschen mehr als 32 mit dabei.
Weil ja vorher noch, es gab noch einen Pre-Qualifier von 6 Teams, die einfach nur ein Spiel gemacht haben, wer im Qualifier spielen darf. Also das kam noch dazu. Und beim letzten Mal haben sich Alternate und End Faculty durchgesetzt. Und der erste Qualifier, das waren nur französisch, belgische und niederländische Teams. Und da ist Meteor Makers und Whiskey Coker durchgekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, was. Bei Meteor Makers gibt es ja irgendwie nicht mehr so richtig oder nur so halb oder wer weiß, was da irgendwie überhaupt passiert ist. Also nach meinen neuesten Informationen gibt es sie schon wieder. Ah, die gibt es also, wieder, okay. So, also sie waren, ich glaube, im Endeffekt einer von denen, der ganz am Anfang bei der Gründung quasi, als sie von Meteor Makers, ja, quasi unter Sponsorship genommen wurden, ist jetzt noch dabei und die anderen vier sind halt nicht mehr dabei und er hat jetzt andere Leute gefunden, mit denen er spielt. Okay. Gut, das ist jetzt nicht so weiter tragisch. Ich meine, ein paar Leute von Alternate haben ja vorher für Meteor Makers gespielt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und die sind jetzt in einem sehr, sehr starken Team. Was hältst du eigentlich von Alternate? Ziemlich stark. Ich glaube, die waren ja auf dem LAN-Haus. Ja, die sind momentan noch, ich weiß nicht mehr wie lange, also irgendwie war das ich so zeitlich bis begrenzt. Zum 20. November. Achso, die sind schon wieder daheim quasi. Soweit ich weiß schon, ja. Vortex, du kriegst meinen StarCraft-Aufsteller nicht. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, ich hatte schon mal überlegt, ob ich ihn mal irgendwie verkaufe oder verschenke oder sowas. Vielleicht nächstes Jahr. Aber du musst ihn dir selber abholen kommen, weil das Problem ist, das Ding kriegt man nicht mehr auseinandergebaut, ohne es komplett zu zerstören. Bathroom Break for everyone! Yeah! Nee, wir kriegen noch keine Bathroom Break. Nee. Ja, also was muss jetzt hier Requiem anders machen? Also das sah irgendwie von Anfang bis Ende noch nicht so richtig gut aus. Ich habe, glaube ich, 2 Replays gespeichert. Die können wir uns ja mal kurz ansehen und mal gucken, was hier eigentlich so alles schief lief. Einmal kurz reingeblickt. Was soll das? Wo ist mein Video hin? Da ist es. Und ihr kriegt das auch noch zu sehen. Ups, da sind wir. Ja, das war, wie sich hier Jovel mal komplett out of position begeben hat. Und da gab es auch ganz gute Bodyblocks. Ich glaube, er kam da noch nicht davon. Da kam nämlich noch der Deep Dive dazu und das war dann First Blood auf Seiten von Requiem. Und das sah eigentlich auch, das sah ganz schön aus und ganz gut aus. Und danach lief das aber alles nicht mehr so schön, denn wir hatten jetzt hier oben, glaube ich, mal Fury, der out of position war und den sie sich geschnappt haben. Ja. Da kommt der Howling Blast von Arthas. Er wird schön blockiert. Arthas bewegt sich rum, holt noch den Bodyblock raus und das war's. Final Shot kommt rein und Rega holt sich hier den Kill. Und hier hätten sie Arthas noch haben können. Sie haben ihn sogar gekriegt, ja. Das war nämlich ein super Move. Hack kommt rein mit dem Deep Tunnel. Aroni oder wie auch immer man, Nova wie auch immer, setzt halt ihren Hologram ein und ja, Arthas komplett gefangen, wobei er dann auch einen kurzen Bewegungsfehler gemacht hat, ist erst nach unten, dann wieder nach oben zurück, aber trotz allem konnten sie sich halt dann die, zumindest den Kill noch rächen. So, das ist jetzt ein bisschen später, gucken, wann hier die Action losgeht. Ah, da unten haben wir es doch wieder. Jetzt sieht man hier schon, das war schon ein bisschen später, da hat Ace Heaven schon 4 Kills drin gehabt, also 2 Kill Vorsprung. Schöner Hook auf Crisco und da kam der Gorge. Venom springt rein, will hier noch irgendwie was retten und ich fand den Orbital Strike nicht schlecht, aber ein bisschen weiter vorhalten und Crisco mit dem kompletten Fail, ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Vielleicht hat er, wie ist denn das, wenn man vorher das Shock and Awe ausführt, dann gegorged wird, dann ist es doch einfach unterbrochen, oder? Es wird nicht danach einfach randomly in irgendeine Richtung. Nee, ich denke, der hat es einfach nochmal setzen wollen und irgendwie, ja, irgendwie sich verklickt, ja. Weil das Shock and Awe hätte halt, wenn man, boah, warum springst du so weit vor? Das Shock and Awe hätte schon nochmal was ändern können, weil wenn er das nach oben gezielt hätte, wäre Jovel draufgegangen und Davis vermutlich auch noch. Also das hätte durchaus den Fight verändern können, aber so fällt halt alles auseinander. Aber immerhin, ich meine, anfangs ging es noch ganz gut, jetzt fallen halt mal Furion und Falstad. Und ich glaube, Nubarak kam dann auch nicht mehr davon. Den haben sie nämlich hier richtig schön blockiert. Und teilweise wurde er jetzt auch noch von seinen eigenen Mitspielern blockiert.
Also sie wollten halt unbedingt Arthas haben, aber jetzt hat hier der Stun von Uther und Arthas läuft einfach nur noch rein und kriegt durch seine Aura natürlich dann den Kill. Also das war halt, weiß ich nicht, ich will es jetzt nicht irgendwie auf eine bestimmte Situation zurückführen, eher so ein bisschen generelle Stümperhaftigkeit. Passt. Hört sich jetzt fies an, aber. Ja, also man muss schon immer sehr genau spielen. Also und wenn, also irgendwie, die haben halt nie so wirklich was richtig gut machen können. Also ich hatte nie das Gefühl, dass sie einen Fight so richtig gewonnen hätten, dass sie es jetzt wieder ausgeglichen hätten zum Beispiel. Ja, also der Individual Skill, den fand ich schon relativ gut. Zum Beispiel auf dem Nuburak, der hat echt gut gespielt und auch Nova hat gut gespielt. Bei Malfurion, du hast gesagt, dass seine Heroics auch gut gesessen haben. Eigentlich schon, ja. Aber ich meine, wenn du halt erstmal so weit zurückfällst und sie haben halt oben das Fort sehr zeitig verloren, waren dann 2 Level hinten, dann ist es auch, wenn du gut individuell spielst, ein bisschen schwierig zurückzukommen und. Weiß nicht, dann halt in ungünstigen Positionen gestorben. Hat's nicht ganz so easy gemacht. So, jetzt geht's los hier mit den Picks und Bans. Und da haben wir natürlich als ersten Ban von Requiem Abathur. Erstaunlich, wir haben uns vorhin schon mal kurz drüber unterhalten. Wenn man den ersten Ban hat, kann man auch Abathur sein lassen, weil eventuell bannt ihn der Gegner nicht. Und wir haben den Ban auf Tyrael. Finde ich interessant. Vielleicht um Tyrael Nova Combo zu unterbinden. Okay, jetzt muss aber eigentlich ein Tykes kommen. Meiner Meinung nach. Ja. Weil sonst über, also Tykes oder Tassadar. Also eher Tykes. Weil wenn du jetzt nicht einen von beiden nimmst, dann haben die Gegner Tykes, Tassadar und dann macht es nicht so viel Spaß, dagegen zu spielen. Meistens. Also, das ist dann vielleicht nicht ganz so krass, wie wenn sie Abathur und Tychus haben, Ja, aber. aber ist halt trotzdem immer noch ziemlich stark. Ja. Ist eigentlich Tychus. Ja, doch, Tychus ist als Solo-Laner auch relativ gut, ne? Also. Ja, eigentlich schon. Mal gucken, was sie sich holen. Ich meine, ich will halt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es auch so darum geht: hey, wir haben vielleicht nicht alle Heroes. Aber Teig. Uther, okay. Aber ich. Ja. Siehst du, das ist es, glaube ich, wirklich. Sonst würdest du dir nicht als erstes Uther sichern. Und jetzt passiert genau die Situation, von der du geredet hast. Tassadar und Tychus. Ich glaube einfach, sie haben als Main Support Uther. Und vermutlich sonst nur Malfurion und keinen Brightwing. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Oder der Spieler, der Brightwing vielleicht hätte, ist nicht gut mit ihm. Wobei das auch nicht viel Sinn macht. Na, die werden wahrscheinlich auch noch nicht so allzu lang zusammenspielen. So Naja, gerade, also wie es ja üblich ist, ja. wenn Dondymate recht hat, dann hat er noch Genau. vor kurzem mit zwei von den Jungs von Ace Heaven gespielt und mit einem von Requiem. So, Stitches und Arthas holen sie sich. Uther, Stitches und Arthas. Das erlaubt natürlich jetzt. Na, wobei, so viel ist da auch nicht mehr drin. Ich hätte gesagt, Ace Heaven kann sich jetzt noch einen Assassin sichern, aber die haben ja quasi schon zwei Assassins. Das heißt, es bleibt doch noch ein bisschen offen, aber ich meine, so viel Möglichkeiten gibt es jetzt auch für Requiem nicht mehr. So, was kann Ace Heaven jetzt spielen? Tychus, Tassadar. Ich hoffe mal, dass sie Brightwing haben und jetzt nicht irgendwie auf Malfurion wechseln müssen. Den Pick werden sie sich aber bis zum Ende aufheben. Und vorher, was? ETC? Nein. Nein, Die das wäre sind noch nicht interessant. Well-Met. Das kann halt Ja. nur Well-Met. Ja. Well, Matt kann auch mal ein ETC bringen oder na, Muradin. Wobei ich glaube, Muradin wird es irgendwann auch mal ins Meta schaffen. Haltet Ich da bin mir fest nicht so dran. sicher. Ich liebe ihn. Aber ich meine, er wird halt auch von so vielen anderen Helden ersetzt. Also er macht halt eine Sache richtig gut. Und die ist halt das Stun, aber das machen halt andere Helden auch. Und dann holst du dir halt zwei Helden, die Stunts haben, da bist du eh flexibler, als wenn du nur einen hast und nur eine Richtung, aus der es kommen kann. So, wenn ich mir jetzt alles richtig notiert habe, dann müsste jetzt was von Ace kommen, oder? Richtig, so ist es.
Ich kann mir das eigentlich nicht merken. So die Main. Oh, jetzt flamen sie ihn auch noch. Das, also so viel BM darf nicht sein. Das geht nicht an. Okay. Jetzt könnte ich mir tatsächlich mal überlegen, was da gut wäre. Tassa da Tigers haben sie schon. Anub und Rhaegar. Okay. Also auch kein Brightwing, aber ich finde Rhaegar eine gute Wahl auf jeden Fall. Also wenn du schon mal Tassa da Tigers hast. Auch wenn es wahrscheinlich wieder kein Bloodlust wird. Ja, du hast aber die Option. Ich meine, angenommen, sie kriegen jetzt wieder einen 2-Level-Vorsprung früh hin, dann kannst du halt auch mal Bloodlust gehen, um so ein Spiel in 10 Minuten zu beenden. Du kannst es natürlich auch sein lassen und sicher spielen, aber du kannst es auch mal riskieren, wenn es 1-1 steht. Nicht wirklich. Nee, aber ich meine, die Option ist da. Wenn jetzt ein großer Lead kommen sollte, dann hätten sie die Möglichkeit. Was? Wie jetzt bitte? Jetzt ganz schön schnell. Rainer, Vollset, was zum Teufel? Sonja? Zusammen, ja, also Rainer, Vollset finde ich okay, aber Sonja? Okay. Okay, mal schauen. Vollstat funktioniert zusammen mit Uta und Arthas im Prinzip. Und sonst haben sie einfach nur Damage und... Moment mal. Sie haben Uta als einzigen... Ja, sie haben halt keinen guten Lockdown. Ich meine, Uta macht ein bisschen was, Arthas hilft aus. Im Prinzip muss es so sein. Stitches zieht, Uta stun, Arthas slow, Vollstat, Rainer kill. Ja. So müsste es idealerweise laufen. Auf der anderen Seite, ich bin halt mal gespannt, was Sonja so bringt. Die sieht man selten im Pro Games. Ich glaube, auf Amerikaner, also auf NA hat man sie ein paar Mal gesehen. Aber es ist auch eher eine seltene Geschichte. Das Problem ist, also noch 2 Monate, vor 2 Monaten oder so, war sie auch noch sehr beliebt. Aber es kommt natürlich auch immer mit den neuen Helden. Also wir haben ja Anub und Shen mittlerweile mit dabei und die sind einfach viel besser. Normalerweise, also... Ja, denke ich auch. Wir sind auf Dragonshire, da kann man auch einen Shen nehmen. Ich denke mal, es wird hier wieder darauf hinauslaufen, dass sie einfach den Shen nicht haben. Weil sonst gehst du in den Shen, da kannst du in Dragon Knight reingehen, kannst im Notfall immer wieder rausspringen und so. Und der ist halt ein bisschen flexibler als Sonja. Was ich bei Sonja gehört habe und was ich auch aus persönlicher Erfahrung, als ich sie mal gespielt habe, muss ich sagen, Sonja ist am Anfang halt super schwach, aber kriegt mit der Zeit ein bisschen mehr ein bisschen mehr Traction. Also irgendwann wird sie schon stärker und da kann sie auch ein bisschen mithalten. Ja, aber mit Shen wäre die Combo einfach richtig stark gewesen. Ja, auf jeden Fall. Da will ich dir gar nicht widersprechen. Ja. Ich will nur halt nur sagen, ja, Sonja kann man auch spielen und es ist halt nur, dass du dich am Anfang ein bisschen zurückhalten musst. Ja. So, hier haben wir sie wieder. Die Herausforderer sozusagen. Auf der linken Seite hier auf Dragonshire als blaues Team gespawnt. Deutsches Team Ace Heaven. Da haben wir Pony auf Sonja. Wir haben Jovel auf Anubarak. Raster spielt Rhaegar. Davis spielt Tychus. Und oben haben wir Tungjae auf Tassadar. Der wird dann wahrscheinlich gegen Hack auf dem Stitches spielen. Midlane, ja, wahrscheinlich Rhaegar gegen Fallset. Fallset hier gespielt bei Kriska. Irgendwie so. Fliegt die ganze Zeit rum. Und dann Botlane Venom auf dem Arthas. Uta wird hier gespielt bei Thanks D. Und Roni hier direkt mit dem Rainer. Super Stun gerade von Jove. Ich meine, natürlich am Anfang hast du jetzt noch keinen wirklichen Follow-up. Ja. Ich möchte halt wirklich ein sehr, sehr wachsames Auge hier auf Sonja haben. Und was sie so aufs Feld bringt, wartet hier nämlich schon. Aber ich meine, dadurch, dass hier noch ein Uther mit dabei ist und Arthas und Rainer, das ist eine Combo, die kriegst du nicht so schnell runtergespiked. Also ich würde da fast einen Lane-Change sehen wollen von Sonja und Anubarak. Allerdings steht da natürlich Tychus auch sehr, sehr schwach da. Schwierig. Sie hätten schon das Potenzial, Roman zu gehen, aber genau das wäre halt das Problem, wenn Tychus dann die ganze Zeit gegankt werden würde. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Jetzt sollten sie sich vielleicht ein bisschen umschauen. Ja, sie müssen halt schauen und ein wachsames Auge darauf haben, was Arthas und der Roam da eigentlich mit ihm
Uther machen. Auch eine lustige Roaming-Kombo. Also zumindest nichts fürs Ganken. Da kann man natürlich so Siege-Giants mitnehmen, aber für den Gank musst du dann immer wieder auf die Lane zurück. Sehr, sehr interessante Strategie hier zu dritt den Bottom, das Bottom easy zu nehmen, anstatt einfach noch die Lane weiter Experience zu nehmen und nur zu zweit drauf zu gehen. Das Problem ist jetzt auch, Sonja muss jetzt zum Well zurück. Das heißt, erstmal ein bisschen niedrig, auch was die Mana angeht. Das heißt, sie können jetzt nicht wirklich ihren Giants helfen. Die werden schnell rausgenommen. Ich bezweifle gerade, dass sich das gelohnt hat. Sie sind schon einen halben Level zurück. Konnten sich zwar den Shrine gerade sichern. Jetzt kommt nochmal ein schöner Star noch Venom. Aber der wird ordentlich hochgeheilt von Uther. Und, vielleicht kommt Jovel dazwischen. Aber nee, der wird von seinen eigenen Kollegen blockiert. Und da kommt der Final Strike von Arthas. Beziehungsweise, nee, Rainer war von das. Von Rainer, glaubt, ja. Genau. Halbes Level vorne jetzt hier für Requiem. Ja, das muss nicht unbedingt passieren. Ja. Also, das war gerade schlechtes Teamwork von Ace Heaven. Haben sie sich echt gegenseitig blockiert, sonst wäre Noob da noch weggekommen. Ich glaube, der wollte halt unbedingt den Kill haben und ist so hart auf den Buddyblock gegangen. Oh, Pony in richtig großen Problemen und da wieder der Final Kill. Aber Venom könnte hier noch rausgenommen werden. Nee, nicht mit dem Doppelstun. Beziehungsweise, nee, nicht mit dem Howling Blast. Der Stun kam von Jovel. Ja, Fallset geht hier jetzt kurz zurück, wird dann gleich wieder in die Mitte gehen. Wir wollen natürlich trotzdem immer noch die Pressure da. Ja, halt. Irgendwie aufrechterhalten. Aufrechterhalten, genau, das war das Wort. Weil sie haben ja gerade beide Schreine und die werden sie demnächst auch noch halten können. Wenn hier Stitches die Sonja vielleicht top hookt. Ah, verpasst ihn gerade ganz knapp. Ja, auf der Botlane wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Oh, Stitches, der ist in leichten Problemen. Der kommt nämlich jetzt Sonja direkt ran. Hat aber momentan noch relativ wenig Rage. Und Tessa dann nimmt einiges an Schaden ein, da kam Kruska direkt dazu. Der Hook verfehlt hier, aber Tungje ist so hart angeschlagen, der wagt sich da gerade einiges. Also Tessa da hält viel aus, aber du musst schon ein bisschen vorsichtiger sein, insbesondere gegen den Stitches. Jetzt hier wieder der Versuch von Ace, Bottom Shrine wieder zu bekommen, aber ja, zu zweit gegen drei funktioniert es einfach nicht, da rotaten die Jungs von Requiem einfach zu gut. Die machen wirklich einen guten Job, dass sie halt immer mal wieder runtergehen, halt zeigen, hey, wir sind da, ihr könnt euch einfach nicht so viel wagen, ihr könnt euch nicht so weit rauswagen. Und ja, die pushen ja auch die Lane inzwischen ganz gut durch. Da ist schon ein bisschen Schaden auf die Türme gekommen, einiges an Munition schon verbraucht und halten halt hier wirklich konstant auch den unteren Schrein. Können sich tatsächlich auch einfach mal überlegen, einen hochzuschicken, um versuchen, den Top-Schrein auch zu holen. Das ist halt immer ein bisschen risky, aber weil so bringt es ihnen gerade noch nicht so viel, obwohl sie eben schon im Vorteil sind. Aber vielleicht also ich wollen muss sie jetzt sagen, Sonja macht bis jetzt nichts. Ja. Es steht sehr, sehr sinnlos irgendwie zwischendrin rum, wartet auf Gangs. Die könnte halt mal helfen irgendwie, dass die Situation mit den Schreinen sich irgendwie klären lässt. Und so hilft sie halt wirklich null, weil alleine wird sie nicht reichen, um den Gank hinzukriegen. Jetzt müssen sie sich hier noch um gestohlene Sea-Giants kümmern. Ja, das ist alles nicht so optimal und ich glaube, die fehlt da wirklich eher auf den Lanes. Und naja, gut, vielleicht kann sie jetzt hier was machen. Oh, Requiem. Rainer ein bisschen out of position. Schöner Stun auf Venom. Oh, Requiem bekommt den Dragon Knight. Richtig knapp richtig knappe Sache da. Rager hätte fast noch gecancelt, aber Fallset hat ihn sich geschnappt. Jetzt natürlich gleich das Level 9 hier für Requiem und vielleicht bekommen sie auch noch den Tasser, der ist da ein bisschen out of position. Schöner Hook auf jeden Fall, guter Holding Blast, der ist down. Wunderbar gemacht. Den haben sie sich wunderbar geholt und das macht es natürlich noch schwieriger, jetzt hier die Midlane zu defenden. Kruska hat hier auch schon gleich den ersten Tower weg. Das Gate fällt natürlich super schnell und soweit ein sehr, sehr guter Angriff hier auf Seiten von Requiem. Sie switchen jetzt wahrscheinlich auch hier wieder auf die Bottom Lane. Interessanterweise gehen sie trotzdem zu 5 drauf. Meiner Meinung nach ist es besser, wenn man sich wieder auf den Lanes verteilt, weil die anderen müssen ja defenden. Dann hätten sie in der Top Lane gerade noch mal ein bisschen mehr Experience bekommen können. Aber soweit so gut. Sie sind fast Level 10. Wenn sie das bekommen, dann könnte schon Schicht im Schacht sein. Stitches ist wieder hochrotiert, kümmert sich da um Rega. Dragon Knight ist noch, ja, jetzt ist er raus, das heißt, da wird nicht allzu viel passieren. Aber wenn Stitches mit hier unten gewesen wäre, hätten sie einen Teamfight forcieren können. Das ist auf jeden Fall jetzt immer noch eine Sache, die im Bereich des Möglichen liegt. Aber sie teilen sich wieder auf, das heißt, ich glaube, es wird nicht reinkommen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen risky, aber bei so einem soliden Level-Vorsprung kann man es schon wagen.
Bisschen schade hier gerade für Requiem. Sie können irgendwie nicht ihr Zeitfenster, das sie ja haben, dadurch, dass sie früher auf Level 10 sind, nutzen. Schließlich holt sich Ace jetzt dann auch das Level 10 zusätzlich zum Hardcamp. Also eigentlich sind sie ganz in Ordnung. Oh, aber Falsted könnte hier Probleme kommen. Nee, der kommt ohne weiteres davon. Aber es war knapp. Wenn Jovel da vielleicht einen Deep Dive und dann den Stun gesetzt hätte, wäre das vielleicht eine ganz andere Geschichte gewesen. Oh, Sonja hier komplett out of position. Aber ihnen fehlt jetzt der Lockdown, um sie da wirklich noch drin zu halten. Da kommt der Howling Blast und er hält. Schöner, schöner Save hier von Anubarak. Ohne seinen Stun wäre Sonja, glaube ich, draufgegangen. Ja, von den Heroics haben wir eigentlich auch nichts Besonderes. Oh nein, wir haben Bloodlust. Ja, wie toll ist das denn? Oh, okay. Bloodlust und Webblast. Das sieht man auch selten. Damit kann man natürlich einen schön festhalten. Ja. Allerdings können sie ihn auch befreien daraus. Ich glaube, ich habe es noch nie in einem Pro-Game gesehen, deshalb müsste ich mir gerade selber mal durchlesen. Und ich lieb auf Sonja. Ja, ich hab's selber schon mal gespielt, aber es ist wirklich nicht so allzu stark. Ja, wenn man befreien kann, sonst genau. Wäre es ja vielleicht gar nicht mal so nett. Wobei, selbst dann ist es schwach, wenn du es dir überlegst, weil es ist wie ein Void Prism, aber nur auf einem Spieler. Ja, das ist ein bisschen das Problem dabei. Aber sie werden sich sicher was dabei gedacht haben. Zum Beispiel das Ganze dann auf ein Fallset zu setzen und in der Zwischenzeit eben anderen Helden down zu fokussen. Ja, oder halt in eine Position zu bringen, dass du entweder die anderen unlockst oder ihn halt danach so bodyblockst, dass er nicht wegkommt. Aber jetzt kommt erstmal nochmal ein schöner Stun. Da ist das Cocoon nämlich auch. Und sie haben Uther rausgenommen, was eine super Aktion war. Denn dadurch gab es jetzt hier keinen großartigen Stun. Und das Ganze snowballt so ein bisschen, wobei Anubarak wurde auch rausgenommen auf ihrer Seite. Aber es sieht so aus, als wenn sie hier an das Fort sogar ein bisschen mehr rankommen können. Ein Turm ist gefallen. Oh, Davis muss aufpassen. Ja, war allerdings noch voll HP, von daher kein Problem. Werden sich jetzt einfach noch schnell das Easy Camp holen. Sieht allerdings so aus, wie als wenn Falsted da in der Top Lane noch ein bisschen Schaden auf das Fort machen könnte. Müssen also da aufpassen. Ja, und jetzt sind die Knights mit dazu, beziehungsweise der Mage. Die Knights sind gerade schon gefallen, aber ich meine, so ein Mage hilft halt auch ein bisschen aus. Und jetzt dreht er sich um. Ja, beide schreien jetzt hier für Requiem, also Ace muss hier richtig krass aufpassen. Falsted fliegt schon hin, aber gut gecancelt hier von Davis. Der muss jetzt allerdings auch aufpassen, da kommt der schöne Hook. Oh, richtig gutes Sweep und Falsted geht drauf. Ach du meine Güte, wunderbarer Shot. Storm, Shield, nein, wie heißt es? Was zu viel. Auf jeden Fall hat Sonja einen richtig guten Job gemacht. Mit dem Leap konnte sie hier dafür sorgen, dass Davis noch am Leben wird. Aber der wird jetzt draufgehen. Nochmal ein schöner Stun von Anub. Aber das kann ihm hier auch nicht helfen. Und jetzt geht Hack auf den Dragon Knight. Fängt an zu channeln. Anub, könnt ihr vielleicht nochmal einen Stun hinkriegen? Nee, schafft er nicht ganz. Jetzt muss der Deep Dive kommen, um sich hier selbst irgendwie den Arsch zu retten. Aber Hack und Tixt werden da nochmal kurz gestunt. Trotz allem, ich glaube, das Fort werden sie hier nicht halten können. Nach 50 Sekunden auf dem Dragon Knight, der kann einfach ordentlich darauf rumkloppen. Und ja, nochmal ein schöner Stun. Aber das reicht hier nicht. Das Fort wird fallen. Venom jetzt hier mit Army of the Dead. Holt sich wieder und Falsted und Trainer. Super niedrig. Das Falsted hier noch davon kommt, das ist wirklich ein Riesenglück. Venom sehr niedrig, aber er fällt und Venom gefangen hier zwischen dem Tessada und Rhaegar und Pony. Alle hauen sie da drauf. Und Hack könnte jetzt auch hier in Probleme kommen, denn er wird ordentlich gebodyblockt. Tessada aber rausgenommen jetzt hier auf Seiten von Ace of Heaven. Das heißt, sie haben hier nicht mehr ihre ganze Durchschlagspower. Trotz allem, Hack, ja, er kommt davon. Aber ein sehr, sehr guter Fight von Ace of Heaven. Hätte ich nicht gesagt. Also Sonja, man sieht, sie wird doch deutlich stärker, sobald Leap verfügbar ist. Und hat hier wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Davor schon einige Male Tychus gerettet. Und jetzt hat hier auch dafür gesorgt, dass dieser Fight ganz ordentlich für sie lief. 3 für 1 geholt. Also sehr, sehr schön hier von Ace Heaven. Tassada hätte sogar fast auch noch überlebt. Aber auf jeden Fall gutes Comeback jetzt hier. Sind noch nicht ganz zurück im Spiel. Bräuchten da mindestens noch einen Fort dafür. Aber vielleicht schaffen sie es, den nächsten Dragon Knight zu holen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht wieder irgendwie sinnlos jemanden verlieren. Es war auch ein bisschen gewagt, da gerade sich auf die Siege Giants, die Neutralen, zu bewegen. Ja. Und sie müssen auch zusehen, also so eine Sachen wie der Jovel, der jetzt hier gerade einzeln unten am Fort ist, möchte man eigentlich dann nicht mehr sehen im Late Game. Da müssen sie sich jetzt schon zusammen bewegen. Das ist halt alles noch ein bisschen unkoordiniert. Man merkt halt doch, okay, das sind jetzt nicht unbedingt die Top-Teams, die schon seit Monaten jeden Tag stundenlang miteinander trainieren. Ja. Tyke ist jetzt auch ein bisschen out of position, aber der kann sich relativ sicher sein.
dass er dann nicht so schnell gegankt wird. Ja, Fallset fliegt zwar hoch, aber kein Problem hier natürlich für ihn. Benutzt jetzt hier auch First Aid. Und in der Mitte, Tarsa da, out of position. Benutzt hier gutes Face Shift, aber wird da wunderschön gehuckt von Hack. Oh. Und da kommt der Lieb, Mist, aber durch das Cleans wunderbar gemacht. Und der Tarsa da kommt gerade sogar noch mal weg, da kommt das Arc. Oh, ja, die Raiders werden aber geholt und er ist in seiner Arc-Konform. Kann dadurch jetzt hier einen Loop rausnehmen. Venom nimmt auch ein bisschen was an Schaden, aber da vorne der Uta, der muss ordentlich was einstecken. Sonja muss jetzt aber aus dem Fight raus und schöner Hook hier auf Davis. Die können sich auch direkt rausfokussen. Auch Tassala fällt da oben von Falstad rausgenommen. Also ja, das Comeback doch nochmal vereitelt hier auf Seiten von Requiem. Haben dann einen sehr, sehr soliden Kampf draus geholt. Und können jetzt hier sogar den Kill auf die Giants kriegen, beziehungsweise den Steal. Und unten sind schon vier Giants am Laufen. Das heißt, da muss jetzt Ace Heaven reagieren. Sonst werden sie auf jeden Fall ihr Keep verlieren. Ah, Hack wollte es hier nochmal probieren. Sechs mit dem Big Hook aufs Gate. Meine Güte, sechs Giants, das ist echt kein Spaß. Jetzt sind zwar fast wieder alle mit am Start hier von Ace Heaven, aber sind zwei Level hinten. Werden jetzt zwar noch ihr Level 16 Talent bekommen, aber es wird trotzdem nicht leicht sein. Sind jetzt auch die Schreine mittlerweile wieder da. Da hat Falset dann natürlich einen großen Vorteil, wenn er einfach zum Top-Shrine fliegen könnte. Aber kommt jetzt vielleicht Engage von den Sonja? Nee, kein Lieb bis jetzt. Ja, das wird so vorerst noch nichts. Und jetzt merkt man es halt auch zwei Level Vorsprung. Da musst du wirklich einen soliden Grasp kriegen. Das ist Cocoon auf Uther. Wieder einmal schöner Stun-Follow-Up. Und da gehen sie auch alle weg. Und Venom, der wird es diesmal nicht überleben. Bloodlust kommt auch noch raus. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu spät gezündet. Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier noch großartig was rausholen können. Aber Rainer doch. Der verläuft sich hier. Das muss ein Missklick gewesen sein auf der Map. Es könnte sein, dass er tatsächlich versucht hat, zurückzulaufen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen für den Uta. Könnte ich mir vorstellen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch tatsächlich nur ein Missklick. Ja, eigentlich willst du ja den Uta opfern, um vielleicht noch einen Kampf nochmal zu forcieren, aber ja. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr solider Kampf, den hier Ace Heaven rausgeholt hat. Also die beiden Teams auf jeden Fall sehr, sehr evenly matched, muss ich sagen. Die geben sich hier nichts. Wir haben auch interessanterweise jetzt Fishing Hook hier auf dem Stitches und kriegt A-Pony da den Dragon Knight, wunderbar gemacht, da kommt allerdings gleichzeitig das Gorge. Oh, so ein Burst Damage. Was das ist natürlich Teufel. Bitter. Sonst wären nämlich fast schon wieder die Cooldowns runter gewesen. Da hätten sie nochmal Bloodlust einsetzen können mit Tigers zusammen. Aber das Fort kriegen sie hier. Kommen dann mit den Fort-Kills etwas näher und können hier die Levels wieder halbwegs ausgleichen. Aber müssen natürlich auch aufpassen, dass sie sich jetzt hier nicht overextenden. Also gerade Pony ist doch ein bisschen Gefahr. Da kommt der erste Hook. Er hat noch viel Gesundheit und kann jetzt hier auch wegkicken. Also er ist noch sicher. Das geht alles noch. Aber jetzt kommt von oben auch nochmal Rainer dazu. Das ist jetzt schon viel Damage auf einmal. Sie kaufen sich so viel Zeit dadurch. Der Dragon Knight kann quasi nichts mehr anders machen. Wird jetzt hier auch kaputt gehen. Boah, ein super Hook. Und jetzt ist er da mittendrin. Schöner weggeblastet. Und Shock and Awe kommt da noch mit rein. Kann aber nicht allzu viel ausrichten. Also ich glaube, Ace Heaven hat hier nochmal rechtzeitig die Kurve gekratzt und kommt davon. Das wäre echt nicht gut gewesen, da 4 gegen 5 zu kämpfen. Oh, der Hook! Der Hook sitzt! Aber das hilft natürlich nicht. Tesla kommt davon. Und jetzt kommt ja auch die Army of the Dead von Arthas und die werden ganz locker hier das Fort bekommen. Sind jetzt schon Level 19, Level 20 ist natürlich auch am Horizont. Mal schauen. Sie werden erstmal noch ein bisschen zurückgehen, ein paar Creep-Camps machen und dann weiter schauen, ob sie einen guten Engage bekommen. Ja, unten fehlt ja schon das Keep, das heißt, da sind die Katapulte jetzt auf dem Weg. Und da müssen sie sich jetzt stetig drum kümmern. Das ist sehr, sehr nervig. Das zwingt dich wirklich in Defensive. Du musst dir immer überlegen, okay, habe ich jetzt eigentlich die Zeit rauszugehen oder habe ich gleich wieder die nächsten Katapulte, die vor meiner Tür stehen und den Core angreifen? Oh, beide Teams versuchen jetzt hier unten, sich das neutrale Siege-Giant-Camp zu sichern. Das ist natürlich sehr mutig. Hat hier irgendein Team Clairvoyance oder irgendwas? Nee. Aber das Problem hier gerade für das rote Team, für Requiem, sie haben gerade noch Cooldowns auf ihren Heroics. Deswegen sollten sie noch nicht unbedingt 20 reingehen. 20 Sekunden, 35 hier unten auf Army of the Dead. Das möchte man natürlich schon mit dazu haben. Oh, fast den Hook. Jetzt kommt Clairvoyance hier. Ich glaube, das könnte fast schon das Signal sein, dass sie hier den Fight forcieren wollen. Aber es ist ein bisschen zu spät, meiner Meinung nach. Das wird wohl doch erstmal nichts. Und sie wissen jetzt auch, okay, wir können unser eigenes Camp sichern, wir können uns die Knights holen auf unserer Seite. Das ist erstmal wichtiger als da unten die paar neutralen Sea Giants. Das lohnt sich fast gar nicht. Ja. Und dafür was zu riskieren, muss nicht unbedingt sein. Ich würde gerne nochmal kurz einen Blick darauf werfen, was Sonja hier gewählt hat. Shot of Fury.
Damit sie ein bisschen mehr Fury hat, dann Seismic Slam Damage Increase, Ferocious Healing, den liebt natürlich Wind Shear. Jetzt geht der Kampf los. Und direktes Leap auf den Fallset. Kommt nochmal weg. Sonja zieht sich da gerade nochmal zurück. Schöner Bloodlust hier auf jeden Fall. Raynor droppt unfassbar schnell. Oh, und aber Anubarak geht hier auch down. Nicht so das perfekte Shock and Awe hier. Aber trotzdem alles rot hier. Oh, ich glaube, sie könnten hier fast alle verlieren. Tangpai hat sich da nochmal kurz zurückgezogen. Da kommt der Hook auf Vraska. Und er hat seine Assassin Healing, glaube ich, schon gezündet. Ja. Nee, er hat Bloodlust. Ah, er hat Bloodlust, never mind. Stimmt ja. Aber er hat sein normales Healing gezündet, konnte allerdings hier nur seine Kollegen am Leben halten. Und Tychus wird hier auch drauf gehen. Tungjae, ja, den erwischen sie auch noch. Kompletter Teamwipe, das könnte es sein. Ja. 5 für einen, das ist sehr, sehr ungünstig. Und was hat sich hier Rayna geholt? Bolt of the Storm. Ich weiß nicht, ob sie Level 20 schon vorher waren. Das hätte sich vielleicht. Hat er Resurgence? Hat Rayna Resurgence? Nee. Rayna hat nicht, nee. Hat er nicht. Also eigentlich nur alle Tanks bis auf, ich glaube, bis auf Tessela. Und Uta hatten wir vorhin auch noch. Ja, jetzt kommt sogar noch das Leap, aber komplett bedeutungslos. Der Core droppt. Somit das 2:1 für Requiem. Schön gemacht. Sehr, sehr ordentlich gekämpft. Das sah mal zwischenzeitlich so aus, als wenn Ace Heaven nochmal ein Comeback starten könnte. Aber ja, Requiem am Ende doch das bessere Team. Aber ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht von Sonja. Die hat hier wirklich ein ordentliches Spiel hingelegt. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber sobald sie dann ihr Level 10 hatte, ging das gut ab. Sie hatte einige Rettungsaktionen gestartet und einige schöne Kämpfe rausgeholt. Sonja funktioniert, glaube ich, auch einfach exakt gegen so ein Team, wenn du einfach Stitches, Uta, Arthas hast. Die haben halt nicht so viel Burst Damage. Und wenn du Fallset und Rayna entsprechend rausnehmen kannst, dann kann auch mal so eine Sonja funktionieren. So sieht's aus. Das heißt, wir sind jetzt schon im Viertelfinale. Und da sind sie auch schon. Auf der linken Seite gespawnt als blaues Team hier auf Dragonshire haben wir abermals Playing with Pain is Pain. Und da ist der Brightwing und Luvi spielt ihn. Dann haben wir Bakery auf Falstad. Wir haben Vipelino, der Shen spielt, und Pain selbst spielt Abitha. Und dann ist da noch Jella auf Anubarak. So, ich versuch's mal. Also wir haben Hack auf dem Stitches, wie glaube ich schon ein paar letzten Spielen auf der Top-Lane. Hier wahrscheinlich gegen Brightwing. In der Mitte Roni mit dem Tassada und auf der Bot-Lane. Oh, thanks. Thanks. Auf Uther. Und Asuka auf Raynor. Und dann fehlt noch einer, den haben wir da. Fiska. Oh, geht direkt auf Gela drauf. Ja, das war natürlich sehr mutig hier schon mal. Und insbesondere jetzt, wo Gela auch noch Abitha hinten auf ihm drauf hatte. Ja, schauen wir mal, wie die sich jetzt hier so aufteilen werden. Ich denke mal, Raynor wird einfach unten nehmen und Uther dann immer so ein bisschen wechseln, je nachdem, was gerade ansteht. Tessa nimmt die Midlane gegen Shen. Würde da eigentlich auch nicht großartige Probleme haben. Aber Shen kann sich auch ganz gut gegen Tessela halten. Brightwing sehe ich da eher als großes Problem. Da wird Luvi schon ganz schön aufpassen müssen. Mit Hack und Zeratul, der hier ein bisschen hin und her spaziert. Oh, Vipelino wird jetzt hier direkt angegangen, aber der säuft schon munter fröhlich vor sich hin. Wie überhaupt kein. Ist Abitha noch da? Ja, also Vipelino, Abitha, nee. Shen, Abitur natürlich ziemlich starke Combo. Weil man hat einfach so viel Sustain und mit Abitur kann man doch gut Schaden austeilen. Ja, also ich glaube, da sind sie in einem echt ganz guten Spot. So, Kriska ist hier der Einzige, der so ein bisschen roamen geht. Stella hat hier einen sehr, sehr guten Griff auf den Shrine. Den sollte er eigentlich auch vorerst behalten können. Ja, wobei, jetzt kommt hier Kriska mit runter. Da haben sie schon alle Hände voll zu tun, aber Pain ist halt auch noch da. Der schickt hier auch noch seine Minions mit auf die Lane. Und? Banks wird angegangen. Kriska kommt von hinten. Ein super Stun hier von Jella. Kann da Kriska aufhalten. Jetzt kommt hier nochmal der Stun von Prangst. Und ja, damit sollte Kriska auch davon kommen. Aber sie behalten hier die Kontrolle auf dem Shrine. Und darauf kommt es halt wirklich an. Oben ist der Brightwing immer noch hart am Kämpfen gegen Hack. Der hat hier wirklich einen sehr, sehr festen Griff auf den Shrine oben. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Ich denke mal, da wird eine Rotation nötig, wenn ich sein, um den Shrine zu holen. Ja, wenn sie es überhaupt machen wollen. Mit Abatur im Early Game ist es immer so eine Sache, ob man da wirklich rotieren will. Weil er ist halt am Anfang noch nicht ganz so stark. Jetzt wäre auf jeden Fall das Easy Camp für Requiem.
allerdings mit Lilo sieht's, oder? Ja, gehen direkt rein. Das ist natürlich ganz schön mutig, was sie da gerade machen, aber sie haben Erbefer mit dazu und Jella kann noch einen Stun raushauen. Oh, der ist aber schon ganz schön weit unten, der muss jetzt hier rausgehen aus dem Fight. Vipelino ist da noch weiter drin. Das ist natürlich extrem mutig und das muss er dann auch mit dem Leben bezahlen. Bakery sollte hier nochmal davon kommen, aber Jella, der wagt sich da mit rein, aber noch ein schöner Stun rausgeholt, kann damit Asuka aufhalten. Und ja, konnten nochmal das Beste daraus retten, aber ich weiß nicht, ob sie da hätten committen sollen zu dem Camp. Also da hat sich Shen doch ein bisschen, ein bisschen zu viel zugetraut. Super. Sieht so aus, als wenn sie bisher auf jeden Fall kurz noch den Schrein halten können. Was macht denn ein Noob da? Also ich glaube irgendwie bei PPP ist heute der Wurm drin. Die spielen wieder so unaufmerksam irgendwie. Jetzt könnte hier eventuell von Aroni auch der Dragon Knight geholt werden. Sollte mich ein bisschen wundern, wenn er da reingeht, aber wobei doch, er kommt auch gut raus, also von insofern macht es schon Sinn. Ja, aber solange Vipelito da ist, wird das nicht der Fall sein, da müsste schon ein Gank reinkommen. Ja, wichtiger ist jetzt hier unten die Kontrolle. Felstead und Jella sind jetzt hier die einzigen, die irgendwie versuchen könnten, den Schrein zurückzuholen, und Bakery ist schon sehr, sehr niedrig, also ich glaube nicht, dass sie es hinkriegen. Oben überlegt Serratur sich die Giants zu holen. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ach, guck dir das an. Das ist ja ein Arsch. Geht hier einfach hinten rein und schnappt sich Pain. Und kommt sogar nochmal davon. Also das ist richtig bitter. Wobei Bakery geht nochmal drauf, aber der ist auch sehr niedrig. Und da kommt der Final Blow. Also 1:1, was den Kampf angeht. Ob sich das jetzt gelohnt hat, weiß ich nicht. Sie halten nämlich unten den Schrein immer noch ganz gut. Also ich würde sagen, es war ein kleines bisschen besser für PPP, weil Abatur einfach viel schneller wieder im Fight drinnen ist. Aber bei Zeratul hast du noch ein bisschen Downtime. Ja, und ich meine, sie konnten jetzt den Schrein halten. Bakery holt sich jetzt hier unten mit Bribe die Giants. Und damit können sie jetzt auch ein bisschen Druck aufbauen. Trotz allem, der Schrein wurde gerade gecaptured. Shen ist glücklicherweise in Position, um hier Tessa aufzuhalten. Und der holt sich da nochmal ein bisschen Schild dazu. Und Elstead wurde unten sich abgepickt, mal wieder. Also so richtig sind die nicht auf dem Dampfer. Nee, irgendwie dürfen nicht so viel auf die Schreins Wert legen. Solange Vipelino da in der Mitte ist, ist es egal, wenn die anderen die beiden Schreins haben. Der wird es definitiv verhindern, dass Tessa da den Schrein holt. Ja, da hat Tessa da im 1 gegen 1 nicht wirklich eine Chance. Also ich meine, der kann sich zwar halten, der kann die Lane auch halten, wunderbar, aber solange Vipelino da ist, können sie sich nicht wirklich raufwagen und versuchen, den Schrein zu holen. Jetzt kommt aber Serratur mit dazu. Oh, Vipelino steht mitten im Sturm und er hat nicht mit Serratur gerechnet. Nimmt auch einiges an Schaden, aber natürlich mit Abathur auf seinem Rücken hält das wunderbar aus und kann das Ganze hier auch schön halten. Abathur inzwischen auch in die Midlane gegangen, um da halt zusätzliche Minions durchzuschicken. Einfach um es schwieriger zu machen, da an den Schrein auch ranzukommen und eventuell sogar die Mauer auf kurz oder lang mal einzuhauen. Aber er wechselt hier halt auch schön immer wieder die Lanes, unterstützt auf allen Seiten. Also man merkt schon, Pain hat da schon ein bisschen Erfahrung auch mit Abathur gemacht. Kommt halt nur selten dazu, ihn zu spielen, nehme ich mal an, in wirklichen Pro-Matches. Ja, wird auch weiterhin die Midlane halten können, aber Stitches kommt da jetzt runter. Luffy könnte also theoretisch den Top-Schrein holen. Nee, geht wieder zurück. Hat sich wieder umentschieden, ist wieder nach unten gegangen. Vipelino säuft den ganzen Tag nur, also das ist schon ein richtig harter Alkoholiker. Bleibt einfach im Sturm stehen. Ja, das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren für ihn. Wir haben Level 10 für beide Spieler und da fängt dann eigentlich an, Abatur richtig stark zu werden. Ja, jetzt solltest du langsam ordentlich helfen. Wir haben übrigens Blink Heal auf Brightwing. Sieht man sehr selten. Locust Form auf Anubarak. Abatur holt sich Ultimate Evolution. Wie könnte es anders sein? Dann natürlich Shock and Awe und Storm, Earth and Fire auf Shen. What? Jetzt hat es Abathur schon wieder zerledet, aber das war jetzt vermutlich nicht weiter interessant, weil nur Serratul, der ihn geschnappt hat. Wir haben Void Prism auf Serratul, Gorge auf Stitches, Divine Storm auf Ufer und Rainer hat sich hier die Raiders geholt. Und Jella schon wieder in leichten Problemen, aber Luffy kommt mit dazu und kann hier nochmal Schlimmeres verhindern, aber dafür komplett die Kontrolle auf der Top-Lane abgegeben und auch ein bisschen was an Erfahrung. Ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, wenn sie hier vielleicht den Pickup holen. Oh, da kommen auch schon die Raiders. Vor allem, Asuka hat hier einiges an Schaden genommen und ja, ich glaube, sie könnten ihn sogar kriegen, wenn da nochmal ein schöner Stun dazukommt. Das Tor ist fast weg, aber das Void Prism hilft ihm natürlich wunderbar aus. Schöner Move von Kriska. Gut mit dem Void Prism hier aufgehalten, dass er noch ein Kill kommen sollte für PvP. Dann sieht so aus, sie wollen gar nicht mehr auf die Top Lane.
lieber wieder mehr Pressure auf der Midlane. Vielleicht, oh, sie haben sogar das Easy Camp bekommen. Richtig stark gemacht hier von PPP. Ich weiß nicht, wird gebribed worden sein, oder? Ja, denke ich mal. Ich glaube, ich habe noch sogar ein Bribe-Geräusch gehört. Oh, in der Mitte geht's wieder heftig zur Sache. Stitches hat sich da weit rausgewandt, aber Vipendino nimmt hier ordentlich was an Schaden, aber poppt sein Ultimate gerade noch rechtzeitig. Aroni sehr, sehr niedrig und da stirbt er auch. Ein Hook gefangen, weil Vipendino schnell über die Mauer gesprungen ist. Ein super Move, sich hier zwei Kills geholt und jetzt können sie hier richtig hart durchdrücken in der Mitte. Aber ich glaube, Ferlzer, der fliegt gerade schon nach oben, möchte sich dann den Schrein sichern. Und mit dem Schrein haben sie natürlich die Möglichkeit, dann auch den Dragon Knight zu holen. Und ich denke, wenn Jettel das hier halbwegs kontrollieren kann, dann sollte es was werden. Vipelino, ja, der schafft es. Und damit haben sie jetzt die Kontrolle über den Drachenritter. Und das mittlere Fort ist in argen Problemen hier auf Seiten von Red William. Ja, mindestens der Ausgleich hier ja, für PPP. Sind jetzt auch wieder gleich in Leveln. Kills zwar noch nicht ganz aufgeholt, aber das ist ja egal. Oh, und Gela geht da rein. Also die Fights musst du wollen, ich hab ein Standbild. Oh, da ist der Gorge of Jella und wird weit hinten ausgespuckt. Die Rainers kommen mit dazu, machen hier einiges an Schaden und er kann nicht schnell genug wieder hochgeheilt werden. Also 1-0 hier, Requiem kann ein bisschen zurückschlagen. Trotz allem, Vipelino hat noch relativ viel Leben. Versucht dann aufs Fort draufzuhauen, kriegt jetzt hier auch noch jemanden weg. Aber ich glaube, jetzt sollte hier der Turnaround kommen und da ist er auch schon. Vipelino muss unbedingt raus. Zieht sich hier aber auch ordentlich zurück. Oh, der Hook war nochmal ganz schön knapp hier gerade. Glücklicherweise war auch Abathur, der ihm hier ein bisschen geholfen hat. Aber ja. das war schon eine knappe Geschichte auf jeden Fall. Im Endeffekt haben sie halt einfach das Fort jetzt nicht bekommen. Das wäre nochmal wichtig gewesen. Und ich glaube, da kommt der nächste Bribe auf das Bottom Easy Camp hier von Falset. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, er hat ja gerade gebribed und... Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt allzu viel ausrichten können. Falzer muss auf jeden Fall aufpassen. Zeratul ist dann Position und Rainer auf der anderen Seite. Ich glaube, Zeratul sucht wieder Abathur. Aber der würde sich natürlich auch mit Bakery zufrieden geben, wenn es dann dazu kommt. Aber jetzt ist er da oben doch ein bisschen in arger Bedrängnis geraten. Und da springt auch direkt Chen auf ihn rauf. Und Kriska, oh, verpasst sein Wolfprison, kriegt nur Abathur und Falzer. Das reicht für die Rainer nicht ganz. Wobei, jetzt kommen die Rainers noch mit dazu. Vipelino sollte hier nicht overextenden, aber Asuka wird rausgeholt dafür. Und sie machen ja auch richtig viel Schaden aufs Fort. Da sind drei Siegsteins, die dann noch drauf kloppen. Also das Fort werden sie sicherlich kriegen, müssen sich aber auch langsam schon wieder an den Rückzug gewöhnen. Denn, ja, bald sind ja alle wieder da. 20 Sekunden Cooldown noch auf Rainer und Kriska, der wartet schon in den Büschen. Er wartet auf seine Chance zuzuschlagen. Vipelino ist wieder rausgepoppt. Das Shock and Awe verpasst es leicht, aber trotz allem, Zeratul ist rausgenommen. Auch Tessa wird hier ordentlich verfolgt und, ja, Vipelino kriegt den Kill, springt über seinen Rücken. Aber ja, bitte nicht overextenden, bitte nicht nochmal overextenden mit PvP. Ah. Ihr macht es gerade sehr, sehr gut, aber man muss es auch nicht übertreiben. Ja, haben sich jetzt hier eine Ein-Level-Führung rausgespielt, die nächsten Schreine kommen. Also jetzt wäre es wirklich ganz blöd, wenn sie da sterben. Können vielleicht auch einfach noch ihr Hardcamp eventuell nehmen. Und dann die Schreine, dann wären sie komplett okay. Also müssen wirklich nichts mehr machen mit dem Fort da. Ja, ich glaube auch, die Schreine können sie sich jetzt hier sichern. Kalster wird sicherlich nach oben fliegen, genau da ist es nämlich auch schon. Und Shen bewegt sich schon in die Mitte. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, sie kriegen gleich den nächsten Dragon Knight. Ja, oben ist es Captured da. Vipelino fängt an zu channeln. Uther ist schon Position, aber schafft es nicht ganz. Und damit direkt im Anschluss den nächsten Dragon Knight. Und damit das nächste Fort, was hier wirklich unter wirklich viel Druck gesetzt werden kann. Aber Vipelino, was macht der? Wollen die direkt durchdrücken? Wollen die direkt Richtung Keep marschieren? Interessant, weil normalerweise kannst du mit Abathur im Late Game eigentlich auch gut was reißen. Die müssen nicht unbedingt enden. Ja, ich weiß nicht so richtig, was sie hier machen wollen. Ich dachte eigentlich, vielleicht ist es ein Fake. Vielleicht geht Vipelino aufs Keep und die anderen gehen aufs Fort, aber es sieht gerade nicht danach aus. Und jetzt kommt hier von hinten Keska mit rein. Und Luvi ist schon sehr, sehr hart angeschlagen, kann sich nochmal hochheilen. Das ist Void Prison, holt sich nur Aroni. Und damit sollte Luvi hier nochmal sicher sein. Jetzt kommt Bakery noch mit dazu geflogen. Das Shock and Off auf Hack und der fällt auch direkt. Und Bangst muss sich hier tiefer zurückziehen, hinters Keep auf jeden Fall gehen. Nächstes Shock and Off kriegt Zeratul, wunderbar gemacht. Auch Uther fällt hier nochmal. Langsam wird es schon sehr, sehr schneeballartig. Und das Keep nimmt auch richtig viel Schaden. Nur noch Ace und Aroni noch mit drin im Fight.
Und auch Ace wird hier schon ordentlich gestunt. Da kommt der Bodyblock und Jella kriegt er ihn. Da kommt nochmal ein Shield. Aber sie nehmen ihn trotzdem raus. Ich glaube, das wird jetzt hier schon der Kill. Belino ist zwar relativ niedrig, aber es sollte eigentlich reichen mit 10 Sekunden hier auf den ersten Heroes, bis sie nach oben kommen. 30% auf dem Core. Das ist das 1-0 hier für PvP. Ja. Sie müssen immer Comebacks machen. So schaut's aus, habe ich das Gefühl. Ich find's geil, wie du dich schön relaxend nach hinten gelehnt hast jetzt. Ja, ich muss ja nichts mehr machen, ne? Ja, es ist schon eine angenehme Sache. Ich freue mich auch auf meinen ersten Cast, wo ich hier nochmal Co-Caster bin. Ach ja. Vielleicht mal irgendwann mit Kaldor oder sowas, dass ich auch mal relaxen kann. Ja, ziemlich geiles Spiel. Also es sah ja anfangs wieder nicht so gut aus für PvP, aber sie haben dann wirklich ab Level 10 konsequent die Teamfights gewonnen und ordentlich gekämpft. Abathur gewinnt halt erst mit stärker in Level 10. Das heißt, bis dahin musst du dich daran gewöhnen, dass du ein bisschen zurückhaltender spielst. Und man muss auch wirklich sagen, da unten auf der Botlane ist ein bisschen was schief gegangen am Anfang, aber sie haben am Ende ja noch die Kurve gekratzt. Ja, hoffen wir mal, dass sie das nächste Spiel nicht ganz so spannend machen. Hey. Also für den Cast wäre es natürlich schon schön, wenn wir nochmal ein bisschen Action sehen. Allerdings es sah schon sehr überzeugend aus jetzt, dann, was wir im Mid- und Late-Game gesehen haben. Haben sich halt im Early einfach ein bisschen zu viel zugetraut, meiner Meinung nach. Ja. Aber naja, ich meine, das ist schon alles soweit in Ordnung. Das sind auch so Fehler, ich weiß nicht, das ist halt so tagesformabhängig, denke ich mal, viel. Ich weiß, dass es bei mir bei vielen Sportarten so ist. Also ich denke mal, dass es hier nicht viel anders sein wird. Ja. Und vielleicht haben sie sich aber jetzt langsam gefangen. Ja, also das wäre jetzt schon extrem wichtig. Sie würden danach, so wie ich das sehe, gegen den Gewinner von Nonstop Sense gegen Fast Forward spielen. Und der ist schon ermittelt. Fast Forward hat 2-0 gewonnen. Das heißt, Wir sollten doch mal hier ins Bracket reinschauen. Ja, das ging aber dann schnell hier bei Fast Forward. Na gut, wir hatten jetzt 15 Minuten Pause hier bei Requiem. Und Fast Forward PvP, das ist ein Match, das hatten wir schon häufiger gesehen. Ich glaube, das ging immer relativ eindeutig für PvP aus, oder? Eigentlich schon, ja. Also Fast Forward bisher noch, keine Ahnung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die eine Map gewonnen haben. Aber klar, kann immer mal passieren. So, dann haben wir unten Existence, die sich gegen Need to Lead mit einem 2-0 durchgesetzt haben. Und Naval Pro spielt momentan gegen Team Paper. 1-1 steht es da. Das heißt, es ist dann das zweite Halbfinale, was noch kommt. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, demnächst erstmal in das zweite Spiel hier vom Viertelfinale. Playing with Pain gegen Requiem. Und da sind wir auch schon. Ich weiß nicht, ob der Draft schon angefangen hat. Vermutlich noch nicht. Ne, da ist noch nichts gestartet. Wunderbar. Dann darf ich darf gleich mal predikten, Taikes Abatur. Nee. Als Ban? Schon. Ja, ich denke mal, dass jetzt konsequent wieder Abathur gebannt wird von Requiem. Sie haben gerade richtig auf die Mütze gekriegt. Was, denke ich mal, auch so wieder so ein Effekt ist von diesem, dass sie vielleicht noch nicht so lange Bros sind in dem Sinne. Und dass ihnen das einfach, so oft müssen wir gar nicht gegen Abathur spielen. Die meisten haben keinen Abathur, der kostet ja auch einiges an Geld. Da brauchen wir den nicht zu bannen. Ja. Mal schauen. Also auf jeden Fall jetzt hier First Ban für Requiem. Letztes Mal wurde ja von PPP Tychus gefirst banned. Mal schauen, ob sie sich ein Vorbild dran nehmen. Ja, ich denke mal, sie werden schon ein bisschen aufpassen. So. Was passiert jetzt hier? Erste da ist der Ban. Ja, das geht auch. Interessant, aber macht Sinn. Der Haunted Mines ist der Tassadaban auf jeden Fall sinnvoll. Oh ja, das stimmt. Ich habe gerade noch nicht auf die Map geguckt, aber das stimmt natürlich. Der hilft da doch einiges aus, gerade unten in den Minen. Und dass du ihn halt auch auf eine Lane schicken kannst und er einfach mal komplett alleine stehen kann für sich. Und da kommt der Ban auf Abathur. Das heißt, Tychus geht natürlich on Hack, also beziehungsweise an Requiem. Ja. Soweit alles standardmäßig. Ich
lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage, es kommt irgendwas mit Uther. Je nachdem, was sie sich ausgedacht haben jetzt. Okay. Warum? Weil Uther funktioniert hat, oder? Weil ich recht habe. Nein. Okay. Uther und Anub Nein. kommen. Du hast Naja. recht gehabt, das stimmt. Irgendwann kennt man sein Team dann auch ein bisschen. Also Uther ist dann doch eine gute Ja, ich Wahl meine, meistens. Uther ist generell eine gute Wahl. Dass das schon so zeitig gepickt wird, vielleicht haben sie ja vorher im Spiel zugesehen, haben gesehen, okay, die haben, glaube ich, gar nicht jemand großartigen anderen als Main Support, als Uther. Den sollten wir uns schnell sichern, sonst holen die sich nämlich. Ja, aber auch sonst Uther eigentlich einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Support momentan. Aber ich will mich da nicht festlegen. Was sagst du zu Arthas? Ich sage zu Arthas. Es gab gestern so ein bisschen eine Diskussion bei der HPL. Wir hatten ja gestern Abend, habe ich ja den EU, das EU Grand Final gecastet. Direkt im Anschluss war dann NA Grand Final. Das heißt, es waren noch einige Zuschauer aus beiden Regionen drin. Da ging es natürlich wieder sofort los, wer die besser sind und so weiter. Erstmal ohne Kommentar. Aber was ich interessant fand, dass ein bisschen eine Diskussion aufkam, wie sinnvoll Arthas ist, weil halt auf NA sagen einige, Arthas ist auf jeden Fall der beste Krieger im Spiel. Auf EU sagen viele, Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Er ist gar nicht so unverwundbar, wie ihr denkt. Man muss einfach nur zusehen, dass man den halt sofort rausfokust und dann halt versucht, in einem, ja, in einem Stun zu halten, beziehungsweise so dafür zu sorgen, dass er keine Spells einsetzen kann. Meine Meinung dazu, Arthas ist immer noch einer der besten Krieger momentan. Es sind einfach nur ebenbürtige ja, andere Möglichkeiten halt mit dabei, mit Chen und Anubarak und vor allem natürlich auch Stitches und so weiter. Also ich will da, also ich finde, die sind alle ungefähr gleich gut. Also da kann man es nicht wirklich sagen, der ist jetzt viel besser als der andere. Es sind halt einfach verschiedene Helden. Meine Güte, Anub hat halt einfach viel Stun und Arthas ist halt mega tanky und hat mit seinem Holding Blast einen super guten Root. Ja, also ich finde, dass Stitches ein bisschen in seiner Effektivität eingebüßt hat, aber nicht so wirklich, weil er irgendwie genervt wurde oder sowas, überhaupt nicht. Sondern ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit sitzen bei keinem die Hooks mehr so geil. Servus, Cheng. Achso, übrigens, vorhin hat hier noch Freekill gefollowt. Vielen Dank für den Follow. Mich hat auch irgendjemand gefollowt. Katsulas. Vielen Dank. Katsulas. Und er hat nur dir gefollowt. Hm. Oh. Wieder heimliche, heimliche Verehrerin. Na, mal sehen. Gut, wir bleiben bei Arthas und Stitches. Mehr ist hier nicht dazugekommen auf Seiten von Requiem. Beziehungsweise auf Seiten von PvP auch nicht. Die Spiele werden, wie meinst du das? Werden die Spiele auch gezeigt oder nur kommentiert? Natürlich zeigen wir die Spiele. Wir reden nicht nur über die Spiele und zeigen euch unsere beiden Hackfressen. Nein, natürlich. Das wäre gut. Das wäre echt gut. Ja, PvP lässt sich ein bisschen Zeit. Immer wenn du dein Mikrofon hochmachst, rauscht es hier wie fies. Oh, er kriegt einen Anruf, deshalb rauscht es. Gut. Aber guck mal, wie er so leicht verwirrt guckt. Und schon irgendwie lustig. In eine kleine Kartoffel. Okay. Potato Girl. Erinnert mich irgendwie an... oh Gott, wo ist es her? Attack on Titan. Natürlich. Natürlich. So, was ist mit PvP? Sie haben bisher nur Uther und Anubarak. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich ein paar richtig gute Assassins sehen. Also Felstead ist zu erwarten. Haunted Mines gibt da doch einige Möglichkeiten, was sein Shock and Awe angeht. Gerade unten in den Minen ist halt alles sehr, sehr eng. Und da ist er auch schon Falstead und Tyrael. Interessant, mal gucken. Also ich meine, Tyrael auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Initiator. Jo. Ich könnte mir auch vorstellen, dass
Nee, oder Moment, doch, danach können sie eigentlich auch noch auf den Brightwing gehen. Allerdings ist der auf Haunted Mines dann nicht ganz so gut wie auf manch anderen Maps. Aber definitiv trotzdem eine Möglichkeit. Sorry übrigens für die gerade Unterbrechung. Ja, okay. Wurde angerufen. Das ist aber alles easy. So, die müssen gerade nochmal ihre TS-Lags fixen. Aber jetzt ist eh der Pick an Requiem. Und die haben bisher Arthas, Tychus und Stitches. Das heißt, also wenn sie keinen Brightwing haben, dann müssten sie ja zwangsläufig wieder auf Merfurion gehen. Wir haben vorhin gesehen, wie mies das gelaufen ist. Also ich hoffe doch mal, dass sie Brightwing haben, aber das. Also, ich denke mal nicht, weil sonst würden sie ihn wieder wählen. Mal gucken. Ansonsten brauchen sie natürlich noch ein bisschen was an Damage Output. Was bietet sich jetzt da auf Haunted Mines noch an? Man kann natürlich mit Nova ein bisschen was ausrichten. Tessala wurde gebannt, hilft auch, wenn man dann natürlich einen Cloaked Hero hat. Also Nova, denke ich, ist eine solide Wahl. Ist wieder die Frage, hatten wir die bisher schon gesehen bei Requiem? So eine Sache, die ich mich sonst immer noch nie gefragt habe, aber ist halt hier durchaus legitim. Haben sie die Helden? Ich bin mir nicht sicher, ob sie Nova hatten bisher in Spielen. Hilfst du gerade bei ja, dem Fix? Ja, genau. Ich hab's mir fast gedacht. Und dann ist jemand gestorben? Oh ja, stimmt. Weil wir ja gerade in die Zeit zurückblicken, beziehungsweise der Chat blickt in die Zeit zurück. Wir haben sich gerade über dein Telefonat unterhalten. Es war unglaublich wichtig. Ja, aber du hast kurz ernst geguckt. Ja. Deshalb ernst und verwirrt quasi. Ja. Puh, also ich für meine Seite würde hoffen, dass PPP jetzt einfach ein 2-0 draus macht. Weil ich habe tierischen Hunger. Ja, ich auch. So. Ihr könnt ja glücklicherweise danach noch Kaldor sehen. Der wird dann sicherlich hier im oberen Teil des Brackets das Halbfinale casten. Ein Finale gibt es dann nicht mehr, denn die Top 2 Teams qualifizieren sich. Das heißt, ich hoffe, dass es PvP ist am Ende. Aber sie müssen ja, was hatten wir? Wir haben es vorhin schon gehabt. Sie müssen ja gegen Fast Forward ran. Also es ist nochmal ein ernstzunehmender Gegner. Wenn sie denn jetzt weiterkommen, das steht ja auch nochmal ein bisschen in Frage. Aber wir wünschen ihnen das Beste. Ist schon dumm, wenn man nicht ganz neutral castet, aber ich finde, es gehört auch ab und zu mal dazu, dass man so ein bisschen voreingenommen ist. Okay, also jetzt ihre TS-Probleme sollten eigentlich gelöst sein. Rhaegar und Kerrigan sind die Picks jetzt hier. Okay, Kerrigan sieht man in letzter Zeit immer mal wieder. Eine Zeit lang war sie quasi nicht zu sehen. Ich finde sie sehr angenehm. Und ich finde sie auch in der Kombination, die sie jetzt spielen, sehr angenehm. Sie haben Stitches, Kerrigan. Das ist schon eine coole Combo. Da kannst du jemanden gut zurückhalten. Kannst schön rechtzeitig die Spikes einsetzen. Und dann halt nochmal den Primal Grasp nutzen, um den Gegner dran zu haben. Und dann hast du halt mit Kerrigan und Tychus einen wunderbaren Damage Output. Also ich finde es einen guten Pickup. Ja, also die Combo Tychus, Arthas, Kerrigan ist extrem stark. Ist sehr stark auf jeden Fall. Dann noch mit Rhaegar Stitches passt eigentlich auch. Also sie haben halt jetzt mehrere Möglichkeiten zu initiaten. Sheng, es gibt einen Draft- bzw. Pick-Bun-System, allerdings nur außerhalb vom Spiel. Das hat sich ein findiger Programmierer hat sich da was überlegt. Was auch halbwegs gut funktioniert, aber nicht alle Turniere nutzen es. Ich glaube, weil es manchmal irgendwie sich aufhängt, da muss man es immer wieder neu erstellen. Und dann, wie es gerade Dondymate sagt, ab dem 13. Januar gibt es dann, beziehungsweise vielleicht sogar schon früher, weil heute wurden Sachen gezeigt, die verraten, dass vielleicht sogar ein Patch noch vorher kommt. Dann gibt es auch einen richtigen Draft. Und der ist dann eingebaut und ja, momentan vermutlich ohne Bann-System, aber ich glaube nicht, dass Blizzard das wirklich durchsetzt. Ich finde es lächerlich, weil die Bans sind das, was am schnellsten geht. Und da zu sagen, die Bans, dann braucht der Draft so lange, das ist Bullshit, meiner Meinung nach. Ja.
Und ich finde, Bands sind auch wichtig und auch interessant. Selbst wenn sie sagen, oh, wir nehmen die neuesten Helden nicht mit rein. Ich finde Bands trotzdem cool, weil da kommt ein bisschen die Team-Individualität auch her. Manche Teams kommen mit bestimmten Helden nicht klar oder sowas und dann bannen sie den halt weg und finde das schon irgendwie interessant. Sollte man drin lassen. Meine Meinung. Ja, sehe ich genauso. Ich würde auch gerne die Bans irgendwann mal auf nicht nur einen, sondern mehrere gleich am Anfang ausweiten. Allerdings, wenn wir jetzt noch nicht allzu viele Helden haben, ist es schon noch verständlich, dass man nur einen Bann hat. Ja, wobei ich finde, mehr als zwei ist übertrieben. Also zumindest mit dem momentanen Heldenpool wäre es halt übertrieben. Also zwei, wenn es mal irgendwann 150 sind, dann kann man schon drei bannen, aber sonst... Ja. Und du musst ja auch davon ausgehen, es ist ein Free-to-Play-Spiel. Momentan ist das Gold-Income nicht allzu hoch. Und du kannst nicht von jedem erwarten, dass er sich alle Helden kauft. Kauft. Ja. Hat sich irgendwie gerade komisch angehört. Vielen Dank für den Follow, Sheng, übrigens. Wann ist das Finale? Also es gibt kein Finale, weil das, wie gesagt, ein Qualifizierungsturnier ist. Und dadurch die beiden Top-Teams, also die im Finale stehen würden, automatisch qualifiziert sind. Also wird es nicht ausgespielt. Fertig. Aber direkt im Anschluss, falls es jetzt ein 2-0 gibt, könnt ihr dann auf Kaldor das Halbfinale sehen. Wir beiden, also Cool und ich, machen dann Feierabend. Wir müssen mal Abendbrot essen und uns mal erholen vom, was weiß ich, 3-4 Tage Cast-Marathon. Aber Kaldor macht da einen guten Job. Ist da natürlich auf Englisch, aber ich glaube, soweit kann es noch jeder verstehen. Und er hat ja auch einen deutschen Akzent, das hilft vielleicht auch noch. So, dann haben wir als letzten Pickup Illidan auf Seiten von PPP. Was sagst du dazu? Ich nehme an, dass es dein Input auch war. Moment. Ja, stimmt. Ja, ist schon okay, würde ich sagen. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt irgendwie das andere Setup besser von Requiem. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Also mit dem Stitches Rigger noch dazu, hätte noch besser gehen können. Von daher glaube ich, ist es einigermaßen ausgeglichen momentan. Ja, also ich denke auch, es kommt ein bisschen drauf an, weil die Gefahr, dass PPP sich wieder überschätzt und irgendwie sich da jemanden schnappen will, ist relativ hoch. Gerade jetzt, wo sie die Illidan sich noch dazu geholt haben. Und das ist halt gerade bei der Composition, die hier Requiem an den Start legt, ist es sehr gefährlich, weil du hast Stitches, du hast Kerrigan, wir haben gerade darüber gesprochen, da kannst du mit jemandem sehr, sehr lange an einer Position halten. Arthas mit seinem Root noch. Ist auf jeden Fall sehr hart. Also, dann warten wir jetzt nur noch kurz auf Pain. Da ist er auch. Sind alle da. Da können wir loslegen. Ja, wunderbar. Also Haunted Mines, wie gesagt. GLHF kommt da rein. Ja, ich bin dafür, dass die Global Chat aktivieren. Oh cool. Ja. Das wird. Also zumindest also in einem Customs. In Customs wäre es cool, ja. Weil man möchte ja auch, dass dieses der freundliche, die freundliche Einstellung übertragen wird. Wenn man Turniere hat, dass dann auch alles mit GLHF beginnt und so weiter. Ich finde, das gehört schon dazu. So, Haunted Mines ist die Karte, sieht man nicht allzu oft. Bin ein bisschen überrascht, dass wir sie jetzt hier, dass wir sie haben. Ja. Komisch. Und da geht's auch schon los. Auf der linken Seite als blaues Team. Sie führen momentan 1-0. Jetzt wollen sie es hier mit einem 2-0 beenden auf Haunted Mines. Es ist Playing with Pain is Pain. Und wir haben Luvi auf Uther. Wir haben Pain of Illidan. Bakery spielt Felstead. Jella spielt Tychus, Tyrael und was haben wir noch? Vipelino auf Anubarak. So, ich versuch's mal wieder. Auf der anderen Seite sieht so aus, als wenn alle Bottom gehen. Nee, doch nicht. Ach Gott, es leckt zu viel. Ja, Huck wieder auf dem Stitches, Asuka auf der Kerrigan, Kriska auf Tychus und Thanks wieder als Support natürlich auf dem Rigger. Und in der Botlane alleine momentan noch Aroni auf dem Arthas. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Aroni die Solo-Lane macht. Ich hätte gedacht, Tychus macht. Aber vielleicht haben sie gedacht, okay, wir können uns hier mit der Kombination einen guten Early-Kill holen, weil da ist Tychus Damage-Output natürlich sehr wichtig am Anfang. Ja, und zusammen mit Stitches und Kerrigan müssten sie eigentlich, sobald sie den... Oh, schöner Hook, aber kein Slow bisher noch.
Asgard ist da ein bisschen verpasst. Die hätte da noch einen Stun setzen können, aber da ist ein schöner Primal Grasp und die Granate. Nee, reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Aber man hätte es mal probieren können. Und wie schlägt sich Arthas hier unten? Gut. Soweit, so gut. Ja. Muss halt aufpassen, dass er nicht zu weit rausrennt. Das ist immer die Gefahr natürlich in dieser Situation. Ich glaube, es ist jetzt auch gut für PPP, dass sie jetzt am Anfang sich nicht so verteilen, dass sie gleich viele auf jeder Lane haben, weil in einem Straight-Up-Fight würden sie, glaube ich, gegen die Composition verlieren, weil sie einfach so stark im Early-Game ist. Dieser Stitches mit Kerrigan und natürlich auch mit dem Tychus. Da unten geht's gerade hart her. Oh, Aroni ist sehr, sehr niedrig. Krass, aber wie kommt davon. Ja, krass, wie viel PPP hier gerade pushen kann, aber auf der Top-Lane wird es wahrscheinlich nicht großartig anders aussehen. Das sieht sehr ähnlich aus. Allerdings Stella hat halt ein bisschen einfache Möglichkeiten davon zu kommen. Also da ist die Gefahr nicht ganz so groß, da kann sie ein bisschen mehr in die Defensive gehen. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es ein bisschen besser für PvP hier ist, weil meiner Meinung nach sollte Requiem sich mehr darauf konzentrieren, tatsächlich auch im Early Game ein bisschen Vorteil zu bekommen, weil ich glaube, dass sie im Late Game kleinere Probleme haben könnten. Denke ich auch. Ich finde es sehr interessant, dass Arthas jetzt mit hochkommt. Dadurch hat er jetzt nämlich ein bisschen was an XP aufgegeben, die für PvP noch reinkam, und die sind jetzt trotz allem auch in der Mine. Und in der Mitte könnte es jetzt zum Fight kommen. PPP und Bakery und Vipolino wollen da rausgehen. War auch die richtige Entscheidung. Noch hatten sie nicht alle hier unten. Jetzt ist der Rest auch da. Und jetzt könnten sie engagen, wenn sie wollen. Aber Tychus zum Material hat hier schon einiges an Gesundheit verloren. Also ein bisschen müssen sie schon noch aufpassen. Und ungefähr gleiche Verteilung hier mit den Skulls. Vielleicht will Vipolino da tatsächlich reingehen. Aber in der Position wahrscheinlich dann doch eher nicht. Alle Skulls soweit eingesammelt. Jetzt kommt natürlich der Fight um den Golem. Beide. Der Hook hat schon mal nicht gepasst. Da kommt Judgment. Sie gehen direkt auf Arthas. Auf der linken Seite holt sich Kerrigan Pain. Aber der kommt nochmal davon. Vipolino muss jetzt hier rausgehen aus dem Fight. Jella auch sehr hart angeschlagen. Könnte hier sogar drauf gehen. Möchte sich hier schon in die Menge reinstellen. Geht auch drauf. Macht nochmal ein bisschen Schaden, nimmt Kerrigan raus und da fällt auch Stitches, aber Luvi ist sehr, sehr niedrig, aber sie holen sich noch Arthas und jetzt auch noch Tychus. Ein wunderbarer Fight hier. 4 für 1 und damit können sie sich jetzt natürlich auch den Boss hier unten schnappen und einiges an Schädeln. Aber Luvi muss aufpassen, der ist sehr niedrig, eigentlich sind alle hart angeschlagen. Müssen aufpassen, dass nicht in der Mine noch mehr schlimmere Dinge passieren. Okay, aber sieht so aus, als wenn sich hier Requiem direkt auf die Knights stürzt. Ja, exakt. Ich glaube, sie wären sogar ein bisschen zu langsam auch gewesen. Also von daher wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Allerdings jetzt ein Level vorne für PPP. Ich muss sagen, kurz als ich den Fight gesehen habe, da um den Golem, ich hatte zwar Standbild teilweise, aber es sah zwischenzeitlich wirklich sehr schlecht für PPP aus. Aber haben sie wirklich nochmal schön rumgedreht. Ja, und jetzt holen sie sich hier die Giants. Ja, das wird natürlich auf beiden Seiten geschehen. Das macht hier Requiem genauso. Ihr Golem ist leicht stärker, aber jetzt nicht so, dass du sagen musst, oh, ich muss jetzt unbedingt mit meinem Golem pushen. Das ist jetzt immer noch eine, ja, ein bisschen Entscheidungssache. Gehe ich zur Defense oder pushe ich mit? Mal gucken. Ich meine, sicherer wäre es natürlich, in die Verteidigung zu gehen. Ja, würde ich jetzt auch zumindest PPP raten. Requiem kann sich das tatsächlich hier überlegen, ob sie wirklich pushen wollen, weil sie haben eben so eine relativ starke Early-Game-Kombo. Allerdings sind sie natürlich auch ein Level hinten. Ja, und jetzt sogar das Level 7 hinten. Das ist schon ein wichtiges. Mal gucken, was hier an Talents reinkommt. Cleanse auf Uther, dann Reciprocate auf Tyrael, First Aid auf Illidan, Boomerang auf Falstead und Bat of Bard auf Anub. Und jetzt pushen sie auch ordentlich durch. Also, ja, PPP möchte doch in die Offensive gehen. Mit den Level 7 Talents finde ich es auch gar nicht mal so dumm. Und ja, Requiem macht halbe-halbe. Das, denke ich, ist immer nicht unbedingt die beste Entscheidung. Und das könnte sich jetzt hier auch als sehr bitter erweisen. Rhaegar war da kurz vorm Draufgehen, aber hat's nochmal geschafft. Ja, also mit dem Fortkill hier jetzt. Oh, was? Tyrael geht down. Ja, 1 gegen 2. Das war fast zu erwarten. Ja, hätte er defensiver sein müssen. Oh, und hier der Root auf Tychus. Und er kommt gerade nochmal weg. Ja, kommt nochmal davon und nochmal meine Heal von Thanks, der da reinkommt. Und das Gate ist noch nicht unten. Also ich glaube, allzu viel werden sie nicht ausrichten können. Aber der Golem hat halt noch ein bisschen was an Gesundheit übrig. Während Tyrael mit dem anderen doch ganz gut durchge... Also ganz gut klargekommen ist.
Würde ihn jetzt auch demnächst aufhalten können. Oh, das ist ein schöner Hook of Pain. Aber, der... Oh, ein sehr guter Dodge von Hack. Ist da direkt aus dem Stun rausgegangen. Oh, Kerrigan will mit reingehen. Von oben kommt hier noch Arthas mit dazu. Sehr schöner Root hier auf Falstead, aber der kann natürlich davon kommen. Und Pain möchte sich Kerrigan holen. Die ist sehr niedrig und er kann sie sich auch schnappen. Und Rhaegar auch sehr niedrig. Hackt, holt er nochmal Pain mit ran. Sichert dadurch Thanks, aber wird selber draufgehen mit einem sehr schönen Sandwich von PPP. Oh, das sieht doch schon mal sehr gut aus für PPP. Jetzt fast ihr Level 10 und das Keep werden sie, so wie sie kennen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ein bisschen Schaden drauf machen. Ich glaube, das Keep können sie sich schon holen. Das ist schon ein sehr starkes Early Game hier von PPP. Das Keep kriegen sie auf jeden Fall. Und damit, da kommt der Illidan. Illidan holt hier seinen Heroic mit raus. Können den Fight durchaus forcieren, wenn sie wollen. Sind halt durchaus weit vorne, 2 Level Vorsprung. Aber holen sich hier nichts weiter. Anoop, wie ist der denn draufgegangen? Ja, der stand zu lange drin, aber wirklich guter Hook da auf Luvi, der jetzt tatsächlich auch nochmal wegkommt. Aber wirklich sehr guter Trade im Endeffekt. Also in Anubarak gegen einen Keep würde ich jeden Tag traden. Also von daher. Jetzt kommt dann natürlich auch das Level 10 für Requiem, aber ja. Wenn PPP jetzt weiter so solide weiterspielt, dann sollten sie eigentlich einen starken nächsten Golem holen können. Ja, sie holen sich, gehen auch direkt hier schon oben auf den oberen Eingang. Es dauert, glaube ich, noch ein paar Sekunden, ehe sich hier die Minen wieder öffnen. Aber auch eine gute Position, um eventuell einen Überraschungsangriff zu starten. Aber jetzt ist es auch für Requiem wieder an der Zeit. Da ist das Judgment. Und Asuka, gut gebodyblockt, wird direkt rausgefokust. Wenn die jetzt hier noch Tychos kriegen, das wäre natürlich sehr hart. Levin springt rüber, aber nee, das ist zu gewagt. Das sieht selbst Pain ein. Ja. So viel muss man sich dann noch nicht riskieren. Oh, sehr guter Hook hier auf Luvi. Und da kommt der Gorge. Aber Anoop will ihn retten. Mal gucken, ob das was wird. Da kommt der Stun. Kriegt auch Hack schön gestunt. Luvi kann nochmal rausrennen, nimmt aber einiges an Schaden. Vipelino auch sehr viel Schaden. Stitches geht drauf in dem Kampf. Aber Luvi und Vipelino beide sehr, sehr niedrig. Trotz allem, sie ziehen hier sehr gut Requiem auseinander. Jenna hält da einiges an Schaden mit ab. Und Pain springt jetzt nochmal rein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Denn Kerrigan will es umdrehen. Kommt hier Pain nochmal davon? Es sieht danach aus. Aber dürfen halt hier nicht overextenden. Das ist der Bribe. Oh, Bakery. Mann, hat der Eier in der Hose. Holt sich das hier noch nebenher. Und Pain, jetzt ist er, glaube ich, gefangen. Ja, da geht er drauf. Und ein schöner Stun und der Shot. Wow. Rhaegar und Tyke ist erwischt. Und hier unten vielleicht noch mehr Pickups. Ja, Arthas auch noch mit dazu geholt. Was für ein unglaublicher Fight. Selbst Kerrigan geht noch drauf. Die wechseln hier immer hin und her. Das ist ganz schwierig zum Observen. Aber ja, wir kriegen es hin. 1-4. Und was für unglaubliche Fights, die hier rauskommen. Und schöne Aktionen vom PPP. Da kam wirklich der perfekte Hook auf Luvi und dann können sie es noch so rumdrehen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie da wirklich quasi alle noch lebend rauskommen. Das war nur möglich, weil sie ein Level vorne waren. Sonst wäre das nie drin gewesen. Und ich glaube, sie hätten es sich auch nicht getraut. Also Vipelino und Luvi hätten in der Aktion draufgehen müssen für so viel Dreistigkeit. Ja, aber jetzt kriegen sie einen 100er Golem. Das wird richtig, richtig schwierig zu defenden. 2 Level vorne momentan. Und ja, Requiem wird nicht mehr rechtzeitig da sein. Die werden niemanden mehr töten können. Und ob sie das Easy Camp jetzt bekommt oder nicht, ist relativ egal. Ja, das Easy Camp spielt jetzt nicht mehr die großartige Rolle. Das Keep ist halt schon weg, ne? Das heißt, da kommen auch noch die Katapulte mit dazu und Knights konnten sich immerhin holen. Das hätte ich schon fast, abgeschrieben, dass sie die Knights noch kriegen, aber das konnten sie gerade so schaffen. Ich glaube trotzdem nicht, dass es hier irgendeine Rolle spielen wird. Der Golem marschiert los. Steht schon quasi vor der Basis. 2 Level Vorsprung für PPP. Da schlüpft er aus der Erde. Und mal gucken, was jetzt hier kommen wird. Ich glaube, es ist ein ziemlicher Onslaught auf Seiten von PPP. Ja, sollten natürlich jetzt versuchen, hier Kerrigan zu fokussen. Normal. Das ist dann noch Fiska und sie gehen rein oben. Judgment. Thanks wird ausgefokust, aber nein, sie gehen nicht direkt auf ihn. Fokussieren sich schon mal ein bisschen auf den Core. Jetzt haut Luvi auch mit drauf und das ist so viel Schaden. Kerrigan wird dir einfach mit Schock und Awe rausgenommen. Falstead geht dafür drauf, aber sie wissen, okay, wir brauchen nicht mal alle. Da ist es 2-0 und damit haben wir hier schon den ersten Halbfinalisten. PPP zieht ein und
Ja, das war doch sehr überzeugend jetzt hier im zweiten Spiel. Im ersten Spiel war es noch so ein bisschen, oh, naja, man weiß nicht so recht. Der Anfang war ein bisschen holprig, aber danach wunderbar durchgezogen. Aber jetzt hier im zweiten Spiel, da haben sie es doch ganz gut krachen lassen, muss man sagen. Also es waren sehr schöne Aktionen. Ich glaube, ich muss mir nachher nochmal das VOD anschauen. Das könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Ich werde die vermutlich heute Abend, das heißt, sie sind morgen früh dann auf meinem YouTube-Kanal. Den Link findet ihr weiter unten. Das heißt, schaut euch das unbedingt nochmal an. Das waren natürlich sehr, sehr schöne Aktionen, die hier vom PPV kamen. Kann man vielleicht noch ein bisschen was lernen. Aber ich glaube, vor allem sollte man da lernen, dass solche Sachen nur möglich sind, wenn man sehr viel Eier in der Hose hat.